So, eine neue Folge Junger Ich habe einen altbekannten Gast. Wer bist du nochmal? Andreas Kemper. Andreas, was machst du? Ich bin Soziologe. Ich beschäftige mich mit rechten Ideologien. Beschäftige mich mit Klassismus, mit AfD, mit Antifeminismus, christlichen Fundamentalismus, mit äh, Libertarismus, wie das heißt. Und, in Anführungsstrichen, oder was? In, in nee. Anführungszeichen, Libertarismus, ja. Weil ähm, Libertarismus meint ja sowas wie... Also wenn ich jetzt darüber spreche und dann meint das sowas wie so ein Ultrakapitalismus, mhm. also noch sehr viel marktradikaler als Neoliberalismus, noch sehr viel marktradikaler als FDP. Mhm. Und ich nenne das deswegen in Anführungszeichen, weil in Libertarismus steckt ja Libertas, also Freiheit. Und die wollen ja nicht mehr Freiheit für alle, sondern die wollen mehr Freiheit für das Kapital. Und das ist ja dann meistens verbunden mit einer Unfreiheit für die Menschen, die wenig Geld haben. Mhm. Ja, und deswegen spreche ich da nicht gerne von Libertarismus, sondern von äh, Proprietarismus. Von äh, schreckliches, schreckliches Fremdwort. <laughs> ja, aber nur im Deutschen. Also, das heißt ähm, im Englischen Property, Eigentum. Mhm. Ne, Im Griechischen Proprium, äh, auch Eigentum. Das heißt, quasi in allen, allen europäischen Sprachen ist es äh, eigentlich klar, dass es dann um Eigentum geht. Im Deutschen leider nicht. Ja, aber du musst ein deutsches Wort finden dafür vielleicht. Ja, Eigentumsfanatismus vielleicht. Mhm. Oder Privateigentumsfanatismus, sowas. Aber das ist auch schwierig. <laughs> Libertarismus ist so ein, so ein wohlklingender Begriff, oder was? Libertarismus, den Sie denn lieber nutzen? Die haben sich den angeeignet. Ne? Sie sprechen ja auch von Anarchokapitalismus, was genauso ein Problem ist. Mhm. Also, Libertarismus ist eigentlich ein Begriff, der kommt ähm, aus Frankreich. Das waren Sozialanarchisten also feministische SozialanarchistInnen, die den Begriff Libertarismus zum ersten Mal verwendet haben. Und heute wird genau das Gegenteil damit gemeint, wenn man von Libertarians spricht, weil mhm. die haben sich den Begriff quasi gekapert. Ne? Und das möchte ich immer nicht gerne mitmachen. Mhm. Und entsprechend war Nachokapitalismus, das meint ja dann auch vom Wortsinn her, ein, eine Gesellschaft, in der es keinen Staat mehr gibt, in der quasi alles Polizei, Bildung, Gesundheitswesen, alles von Privatunternehmen gemanagt wird, ohne Demokratie. Und das hat mit Anarchismus nichts zu tun, weil Anarchismus heißt ja Herrschaftsfreiheit. Mhm. Und eine Privatarmee ist eben nicht Herrschaftsfrei. Ne? Es ist ja immer noch Herrschaft. Ist ja immer noch du, du bist ja. jetzt nicht das erste Mal hier, warst schon ein paar Mal hier. Wir hatten in der letzten Folge primär über äh, dieses, ja, ist ja kein Phänomen mehr, sondern eine politische... Bewegung geredet, unter anderem zu Privatstädten und so weiter. Aber bleib, ich erzähl doch mal ganz kurz, wer in der deutschen Politiklandschaft zu diesen, in Anführungsstrichen, Libertären gehört. Ja, vor allen Dingen Markus Krall ist da jetzt sehr, sehr bekannt. Mhm. Der macht ja mit bei dieser neuen Partei von den Maßen, von dem ehemaligen Hans-Georg Maaßen, von dem ehemaligen Chef vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Die haben jetzt am Wochenende, am 20. haben die einen Vereins, Tag, so ein Vereinsmitgliedertreffen in Erfurt mhm. von der Werteunion und wollen die Werteunion, was so ursprünglich mal so ein CDU-naher Verein war, den wollen die jetzt überführen in eine neue Partei. Und diese neue Partei, die hat dann auch sehr stark libertäre Züge, in Anführungszeichen libertäre Züge. Mhm. Christlich-fundamentalistische, konservative und libertäre Züge und ähm, das wird dann halt ähm, eine Partei sein, die noch deutlich ähm, neoliberaler ist als die FDP. Und AfD. Warum glaubst du, dass sie diesen Schritt jetzt gehen wollen? Also nochmal noch mal eine Partei am, am rechten Spektrum zu gründen? Man, man hätte sie auch irgendwie in der AfD vielleicht äh, wohlfühlen können. Ja, denke ich auch. Also die, eigentlich hätten die sich da wohlfühlen können. Es gibt, ich habe ja aber auch immer schon erzählt, die AfD hat so drei verschiedene Strömungen mhm. und in der AfD hat sich jetzt so eine völkisch-nationalistische oder man könnte auch sagen, faschistische Strömung komplett durchgesetzt. Und die beiden anderen Strömungen innerhalb der AfD, christlicher Fundamentalismus, die sehr stark eben Abtreibung in Frage stellen oder bekämpfen, Abtreibungsrechte bekämpfen oder gegen Ehe für alle, also so ein rechter äh, christlicher Fundamentalismus, der ist momentan nicht mehr ganz so stark. Und auch neoliberale Ideen sind da momentan nicht mehr ganz so stark. Mhm. Also, also es sind viele Leute rausgegangen, die das quasi als. Ähm, vor sich hergetragen haben als eigentliche Ideologie. Und da ist jetzt ein bisschen Platz frei geworden und das könnte jetzt von der Werteunion eingenommen werden. Mhm. Also gerade christlicher Fundamentalismus und ähm, diese ähm, extrem neoliberalen Positionen. Und ja, die kommen dann zum Großteil auch aus der CDU, aber nicht nur. Also Werteunion ist Schlange, nicht mehr nur einfach so ein CDU-Sammelbecken. sondern? Die haben sich geöffnet. Das heißt, da konnte jetzt seit einem Jahr, glaube ich, oder ich weiß nicht seit wann die sich geöffnet haben, können alle möglichen Leute da Mitglieder werden. Die müssen halt kein, keine CDU-Mitglieder sein. Mhm. Also alle möglichen Menschen können da Mitglieder werden. Und ich denke, da sind auch viele aus der AfD vielleicht sogar drin oder aus Leuten, die in gar keiner Partei sind. Mhm. Und, und da ist die Idee, Mehrheitsbeschaffer auch zu sein für die AfD. Das hat ja Markus Krall sehr so, deutlich. Ja. Ähm, sehr deutlich geäußert. Es geht darum, nichtwähler, CDUler und so weiter aufzufangen, ja, die sich halt in der CDU nicht mehr vertreten fühlen und dann Aber nicht AfD wählen wollen, oder auch nicht AfD wählen wollen, vielleicht weil den Leute wie Höcke vielleicht dann doch zu extrem sind mhm. oder die vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen als die AfD, um dann zusammen mit denen dann halt die absolute Mehrheit zu bekommen. So, das, das ist so der Plan von Markus Krall zumindest. Maßen hält sich da ein bisschen bedeckter, und, aber das wird sich jetzt demnächst zeigen. Also wie gesagt, übermorgen am 20. ist dann halt der Vereins, wie nennt man das, Mitgliederversammlung mhm. von der Werteunion und da entscheiden die, ob die jetzt eine Partei werden wollen oder nicht. Ist, ist sowas eigentlich öffentlich, so eine Mitgliederversammlung? Kann man da hingehen und gucken? Eigentlich sind die, glaube ich, nicht öffentlich. Weil es ein Verein ist oder was? Das ist ein Verein. Ich glaube, das können die selber entscheiden, mhm. ob das öffentlich ist oder nicht. Eigentlich ist es halt für die Mitglieder. Es ist eine Mitgliederversammlung. Ob die da Presse zulassen, weiß ich nicht. Ob die gewollt ist oder ob die nicht gewollt ist. Aber werden wir in zwei Tagen sehen. Glaubst du, dass diese sogenannte Werteunion Potenzial auch hat? Oder könnte das ein Rohrkrepierer sein? Oh. Ich denke, ich denke, dass sie nicht unbedingt Potenzial hat, aber das könnte tatsächlich so vier, fünf Prozent werden. Und mhm. da deswegen sind ja auch viele AfDler sauer, die sagen, das wird nicht funktionieren. Ihr werdet uns halt da diese vier, fünf Punkte wegnehmen. Maßen und Krall sagen, sie werden eher bei einem zweistelligen Ergebnis landen in, bei den Landtagswahlen und Meinst du, die, die werden jetzt auch schon zur Europawahl und dann in den Wahlen im Osten antreten können? Ja, bei den Wahlen im Osten ja, bei den Europawahlen nicht. Weil es zu früh kommt? Europawahlen ja. sind im Mai, die Wahlen im Osten ja. im September. Genau, bei den Europawahlen. Also er hat, Maaßen hat gerade noch ein Interview gegeben und hat dort gesagt, ähm, er ist dann auch gefragt worden, ob er jetzt zu den Europawahlen antritt. Mhm. Das wäre doch total gut, weil da gibt es keine 5%-Hürde. Da könnte man auch mit 1% reinkommen. Das wäre doch ideal jetzt. Das ist tatsächlich auch gut für kleine Parteien, dort dann ähm, sich aufzustellen, weil es die, die, diese 5%-Hürde nicht gibt. Aber er meint, das wäre tatsächlich zu früh. Mhm. Und sie würden halt lieber dann antreten bei den kommenden Landtagswahlen. Und äh, die Parteivorsitzender wird dann Hans-Georg Maaßen? Ja, kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil es wird ja dann gewählt. Ja. Aber er, ich denke, er stellt sich zur Verfügung. Mhm. Markus Krall nicht. Markus Krall sagt, er will sich nicht zur Verfügung stellen. Da hat es noch so einen Streit gegeben, auch zwischen Maßen und Krall. Also, Krall hat jetzt gesagt, das war gar kein Streit, es ist nur von den Medien so dargestellt worden. Maaßen hatte nämlich in einem Interview vorher gesagt, dass Krall nicht zu den Leuten zählen wird, die aufgestellt werden, weil er häufig auch über das Ziel hinausschießt, weil er zu radikal ist. Und zu radikal hat er nicht gesagt, er schießt oft über das Ziel hinaus. Mhm. Und Krall hat jetzt aber gesagt: Nein, es gibt gar keinen großen Unterschied zwischen ihm und Maaßen. Und auch Maaßen ist libertär. Ne? In Anführungszeichen Libertär. Mhm. Und ähm, genau, und Karl wird jetzt auch eine programmatische Rede halten, hat, oder zumindest hat er das angekündigt, jetzt am 20. Ja, wird man sehen, was dabei rauskommt. Ja. Äh, kann man vielleicht froh sein, jetzt aus demokratischer Sicht, dass sich dann so eine neue Partei auch noch gründet, die dann quasi der AfD Stimmen abgräbt, dass sich dann die rechte Seite auch ein bisschen aufsplittert und so. Ja, wenn man, wenn man nur diesen parlamentarischen mhm. Sicht, äh, wenn man nur diese parlamentarische Sichtweise hat, dann ja. Dann mhm. äh, nehmen die den Stimmen weg. Mhm. Wenn die tatsächlich über 10 Prozent kommen würden, wird es natürlich problematisch werden, wenn sie tatsächlich der CDU und Nichtwähl von Nichtwählern gewählt werden würden, dann wäre es natürlich problematisch aus meiner Sicht, <laughs> wenn die über 10 Prozent kommen würden und dann mit einer AfD, die deutlich über 30 Prozent kommt, dann tatsächlich eine absolute Mehrheit kriegen sollten. Dann wäre es natürlich auch aus parlamentarischer Sicht problematisch. Ich glaube da erstmal nicht dran. Viele AfDler glauben auch nicht dran. Also viele aus dem rechten Spektrum haben auch das eher kritisiert, dass mhm. sie das machen. Aber es gibt ja nicht nur die parlamentarische Sichtweise. Es ist ja auch ein Sammelbecken, ein Sammelbecken für bestimmte Ideen. Und die Anfangsfrage war ja, ob es hier auch so eine libertäre Strömung gibt in Deutschland. Und das wäre dann auch eine. Libertäre Strömung, die so Parteiform hat. Ist nicht die erste Partei, es gibt mhm. noch die Partei der Vernunft. Ja, die ist auch ganz ähnlich, geht auch in diese Richtung. Die ist, ist aber nie wirklich, ähm, hat es nie geschafft, irgendwo in Parlamente zu kommen. Aber es ist nicht die wagenknecht -Partei. die ist auch Vernunft nee, nee, die, und Gerechtigkeit. Ja, genau, die wagenknecht die ist ja nochmal ganz anders. Mhm. Die, ähm, da gibt es bislang keine großartigen Überschneidungen, obwohl sich auch Wagenknecht mit Otte, glaube ich, mal getroffen hat, mit Max Otte, aber Max Otte ist auch. Kein Libertärer im eigentlichen Sinn. Hatte aber auch viel zu tun wiederum mit äh, Markus Krall. Mhm. Ja, da gibt es so indirekte Verbindungen. Ja. Also. Max Otter war auch schon zu Gast bei Jungen Archiv. Könnt ihr ins Archiv gucken. Äh, kommen wir zur AfD. Ich mein, seitdem du das letzte Mal hier warst, äh, viel passiert. Die äh, Partei wächst in den Umfragen, steht mittlerweile bei über 20 Prozent, weit über 20 Prozent im, im Bund. Äh, wer sind die neuen Wähler und Wählerinnen der AfD? Oh, das ist schwer zu sagen. Also wie, ich, wie, wie erklärst ja, du das? Ähm, ja, die AfD war vor Corona war die schon relativ stark. Na, da hatten die 14, 15 Prozent mhm. Punkte oder noch mehr. Und dann sind die halt runtergegangen. Nach, also mit Corona, mit dem Anfang von Corona, da konnten die nicht wirklich punkten. Da sind die, haben die viele Stimmen verloren und waren dann schon so weit, dass sie dann auch in den westlichen, westlichen Landtagswahlen nicht mehr reingekommen sind. Schleswig-Holstein zum Beispiel. Mhm. Und dann ähm, hat sich das Ganze gedreht eigentlich mit dem Kriegsanfang von, der, äh, von Russland, der Überfall von Russland auf die Ukraine und im Zuge dessen gab es ja die ganze diese ganze Energiediskussion ne, und äh, dass wir eben ähm, Energie verteuern müssen, auch sowieso schon auch im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe, ne, dass dort ähm, ja, Maßnahmen getroffen werden müssen. Und ich denke, mit dieser ganzen Heizungsdebatte, da hat das dann angefangen, dass die AfD wirklich viel punkten konnte und dort dann ähm, quasi neues, neue Wählerschichten erschlossen hat. Und das ist jetzt aber schon sehr lange, dass sie bei diesen 20 Prozent sind. Und mhm. da tut sich momentan nicht viel. Da ja, sind die jetzt seit, ich weiß nicht, seit dem Sommer, seit Frühsommer sind die eigentlich bei dieser Zahl. Und da hat sich entweder in die eine noch in die andere Richtung irgendwas verändert. Aber wenn man jetzt, äh, wir hatten ja vorhin schon die Ostwahlen angesprochen, Brandenburg, Thüringen, in Sachsen wird dieses Jahr gewählt, da sind sie ja weit, mit weitem Abstand ja. die stärkste Partei laut den Umfragen. Genau, da sind die bei über 30 Prozent. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt auch neue Umfragen inzwischen schon zur BSW, also zu der, zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Mhm. Die sind allerdings sehr. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Laut vorsa sind die bei 4% in, den, in Bundesweit und auch bei den äh, östlichen Bundesländern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, bei 4%. Und laut äh, INSA sind die in Brandenburg bei, 17, bei 11 und 13% und in Thüringen sogar bei 17%. Und in Thüringen äh, wäre das dann quasi eine mög theoretische Möglichkeit, das Bündnis Sarah Wagenknecht und AfD auf eine absolute Mehrheit hinsteuern. Hat sehr also, ja ausgeschlossen auf meine Frage in der Bundespressekonferenz. Genau, das werde ich auch hoffen. <laughs> das ist theoretisch. Also rechnerisch mhm, hätten die tatsächlich jetzt noch nicht. Jetzt sind die bei 32 und 17, 49. es geht aber schon in die Richtung. Mhm. Aber wie gesagt, das sind halt ganz große Unterschiede bei den <laughs> Wahlforschungsinstituten. Da ist die... Vorsa sieht die bei 4% und INSA sieht die bei 17%. Ich habe keine Ahnung, wie da solche großen Unterschiede zusammenkommen können. Es hm. ja, ist nur eine Woche Unterschied ne, in, der, in der Umfrage. Und Warten wir es ab. Über ja. BSW reden wir trotzdem gleich nochmal. Ähm, fangen wir mal mit der AfD an. Kannst du nochmal kurz begründen, du hast gerade gesagt, die faschistische Strömung in der AfD ja. hat sich komplett durchgesetzt. Ja. Was heißt das und warum ist das passiert? Ähm, ja... Also zunächst äh, Faschismus hatten wir ja schon mehrfach drüber geredet. Jetzt ähm, ich bin jetzt zum vierten Mal jetzt hier und äh, Björn Höcke ist da ja sehr federführend für diese Strömung und ich habe ja da in der letzten Sendung auch schon ja. ausgeführt, warum ich das für faschistisch halte, was er sagt. Aber Höcke ist ja nicht Parteivorsitzender Andreas. Genau, also, äh, er genau, ja. ist nicht Parteivorsitzender, aber äh, man kann sich ja auch die äh, Bundesparteitage angucken von der AfD und der letzte Bundesparteitag war in Magdeburg. Mhm. Ähm, da wurden die Europa ähm, die Europakandidaten nominiert und wenn man sich dort die Reden angehört hat, ähm, dann hat man gesehen, die sind wirklich, der, also dieser völkische Nationalismus, der ist quasi in jeder Rede, ist, ist ja durchgedrungen und sie hatten noch rechte Parteien, rechte, sehr rechte pa europäische Parteien eingeladen, mhm. äh, aus Tschechien und, oder ich, ich weiß nicht mehr welche, muss ich nochmal genau nachgucken, aber ähm, also das war halt auch für viele, die die AfD beobachten, die haben gesagt, das ist jetzt ein neuer Schritt. Das ist tatsächlich so, dass es das Mal so ein Bundesparteitag ist, wo es auch keinen Widerspruch mehr gibt. Der einzige Widerspruch war, glaube ich, eine Politikerin, die dann nicht nominiert wurde, weil sie wohl dann doch zu liberal war. Sie hat dann da inhaltlich ähm, sich quasi angelegt mit allen anderen. Äh, ansonsten gab es nur so Machtkämpfe zwischen Til Schneider und, und Höcke, die aber eine ganz ähnliche Position verfolgen. Mhm. Und das heißt, da gibt es keinen Widerspruch mehr. Ein Spitzenkandidat war dann eben der Maximilian Krah, der ja auch sehr weit rechts ist, der auch immer bei Schnellroda auftritt, beim Institut für Staatspolitik, was ja auch zu neuen Rechten gehört mhm. und äh, was auch sehr eng mit Höcke verbunden ist, mit der identitären Bewegung mhm. verbunden ist. Und von daher würde ich sagen, dass, da hat sich das sehr deutlich gezeigt. Es gab jetzt noch mal einen. Äh, es sind jetzt noch mal die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag von der AfD neu gewählt worden. Bestätigt wurden Kropala und Weidel. Und spannend war es dann bei den Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Da gab es noch einen Kritiker, Norbert Kleinwächter. Der hatte Maximilian Krahl kritisiert. Maximilian Krahl hat ein Buch geschrieben, Politik von Rechts, und hat dort ähm, Position vertreten, die dann Kleinwächter in einer Rezension so kommentiert hat, dass er meinte, er möchte nicht in einer Gesellschaft leben, ähm, in der Maximilian Krah irgendwas zu sagen hat. Weil das Wort Demokratie ist da so gut wie nie vorgekommen. Und ähm, mhm. genau, und äh, Kleinwächter ist dann abgewählt worden, quasi als einzig, äh, einziger Kritiker noch innerhalb der, der Fraktion und der noch was zu sagen hatte. Und ähm, Stattdessen ist dann jemand reingewählt worden, der immer wieder aufgefallen ist, mit, dass er mit Hitlergrüßen ins Parteibüro gekommen ist oder Postings hatte, wo er ein Maschinen, Maschinengewehr abgebildet hat und dort runtergeschrieben hat: 365 Abschiebungen pro, pro Minute. Und das war dann jemand, der jetzt quasi indirekt Kleinwächter ersetzt hat, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Hast du ein Buch mal gelesen? Hm? Hast du Grasbuch gelesen? Ja, habe ich äh, zumindest quer gelesen. Und? Lohnt das sich das so aus äh, Interessensgeleiteter Politik, also so nach den Rechten sehen mäßig? Ja, es ist halt wirklich nichts wirklich Neues drin. Ne? Also es ist halt, ähm, also er sagt quasi, wir müssen halt die rechte Idee verteidigen. Er hat ähm, da kann man sich aber auch Videos angucken, wo er das dann auch sehr deutlich sagt. Mhm. Es geht ja immer nur um einzelne Aussagen und ähm, er hat bei einer Podiumsdiskussion hat er gesagt, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, die AfD sei liberal und konservativ. Und dann hat er sich lustig gemacht und meinte, was soll das sein, liberal und konservativ? Ja, wir sind rechts. Punkt. Also, mhm. Und alles hat gelacht. Das heißt, er hat sich halt. Lustig gemacht über die, diese Selbstverharmlose halt in der AfD, ne, die sich immer als liberal und konservativ darstellen und sagen, Oder also, bürgerlich, Andreas. Die sich, genau, die sich als bürgerlich quasi darstellen und ähm, das ist halt eine ne andere Sprache. Ne, das, Kann man da froh sein, dass. Äh da wenigstens mal ein Tacheles geredet wird und nicht so äh, durch die Blume und sich als noch bürgerlich oder konservativ bezeichnet wird. Man könnte, ja, man könnte froh sein, wenn das die Konsequenz hätte, dass die AfD dann von 22 Prozent auf äh, 5 Prozent sacken würde. Aber es passiert ja nicht. Das ist ja genau das Problem und das ist ja das, was mich da sehr erschreckt, dass ähm, sie stellen sich wirklich da als deutlich rechts und werden nicht äh, verlieren nicht am Wählerstimmen, sondern gewinnen vielleicht sogar noch. Das war ja auch bei dem Freien Wähler bei Eifanger, war das ja auch entsprechend, ne? mhm. wo, er dann, wo es dann auch rauskam, dass er als Jugendlicher, als Schüler ähm, sehr problematische, war eine ganze Reihe von, von Sachen, die da ans Tageslicht gekommen sind. Ne? Ähm, mit Hitlergrüßen, mit, ähm, mit einem Flugblatt und so weiter, was er angeblich seinem Bruder geschrieben hat, aber es gab eine ganze Reihe von diesen Sachen. Und vor ein paar Jahren, denke ich, hätte das zur so Konsequenz gehabt, dass er dann zurücktreten müsste und jetzt hatte das zur Konsequenz, dass die Freien Wähler zwei Prozentpunkte mehr bekommen haben bei den Landtagswahlen. Also auch als Medienopfer stilisiert. Genau. Ja. Und da denke ich eben, dass es das ist das Problem. Ja, eigentlich ist es ja gut, wenn die sich jetzt ke kenntlich zeigen als Faschisten immer deutlicher kenntlich werden mhm. und dort immer weniger ein Blatt vom Mund nehmen. Aber es ist halt nicht gut, wenn die damit dann tatsächlich noch Prozentpunkte gewinnen können. Das, das meinst du gerade beim, beim letzten Parteitag? Gab es eigentlich so viele Reden mit völk völkisch-nationalistischen äh, Inhalten, ja. faschistischen Inhalten? Gib uns mal ein paar Beispiele, woran das jetzt Laien erkennen können oder unser Publikum. Also, was sind diese Inhalte? Ja, das sind also deutlich äh, rassistische Positionen. Es ging quasi immer nur um Abschieben, um äh, Deutschland ja, zu aber die Bundesregierung will auch abschieben, Andreas. Das ist jetzt, die sind ja jetzt nicht völkische Nationalisten. Ja, aber. Ähm die Grünen, die CDU, die SPD, die haben ja nicht nur das Thema. Mhm. Ne? Und dort war tatsächlich fast nur dieses Thema Abschieben und ähm, äh, ja Asylanten also raus quasi. Das, das ist quasi deren, deren eigentliches... Also es gab kaum eine Rede, die das nicht bedient hat. Mhm. So, und da denke ich, ähm, das ist dann eben was anderes. Ne? Und es gab auch keinen Widerspruch. Es gab keine, äh, keine inhaltlichen Debatten, keine, keine Kritik. Und ich hatte das Gefühl, die Leute wussten genau, ähm, was sie machen müssen, um gewählt zu werden. Nämlich, die mussten genau diese, diese Knöpfe bedienen, die mussten ja. genau darauf drücken. Und aber ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt gucken jetzt einige zu, und sagen, ja, wie der Camper sagt, ja, wenn wir, weil wir über Abschiebungen reden, das ist jetzt, das ist schon faschistisch und völk völkisch-nationalistisch. Ja. Das machen doch die CDU auch die ganze Zeit. Guck dir doch Friedrich ja. Merz an und so weiter. Also, was, der hat auch, der spinnt doch. Ja. Gut, aber da, das kann man dann aber auch nicht an. Ähm, Festmachen an Parteitagen. Mhm. Ne? An Parteitagen kann man festmachen, dass es keinen Widerspruch mehr gibt. Ähm, festmachen, dass die faschistisch sind, da muss man wirklich auch sich die Reden angucken, die Bücher angucken. Oder eben auch so ähm, zu Treffen gehen, die dann nicht im Fokus der Öffentlichkeit sind. Da sprechen die eben Tacheles, da wird es dann nochmal deutlicher. Und ähm, das sind dann eben dieses Buch von, von Höcke, er nimmt zweimal denselben Fluss. Da mhm. ist ja sehr deutlich auf ganz vielen Stellen. Die Land auf Ladich-Geschichte, die ich damals aufgedeckt habe, da ist ja auch sehr deutlich so. Und ähm, ja, bei diesem ähm, Treffen in Potsdam, das ist jetzt ja auch durch die Medien gegangen, da wurde ja auch deutlich, dass es dann nicht nur darum geht, ähm, illegale äh, Geflüchtete abzuschieben, ne, was ja tatsächlich auch von der CDU von allen quasi auch gefordert wird, ähm, sondern dass es da auch darum geht, ähm, die Menschen abzuschieben, die von der AfD als Passdeutscher denunziert, nee, als äh, als ja genau als Passdeutsche denunziert werden. Mhm. Nee, die unterscheiden ja zwischen Biodeutschen und Passdeutschen. Und Biodeutsch ist man dann, wenn man wenn alle vier Großeltern deutsch sind, dann ist man Biodeutsch, ne? Und wenn man eben nicht vier Großeltern hat, die ähm, die deutsch sind, dann ist man eben ein Passdeutscher. Dann mhm. hat man ist man quasi nur deutsch per Pass. Und da hat jetzt ja Zellner ja auch deutlich gesagt, die sollen ähm, da, wenn die halt nicht assimilierbar sind, wenn die sich nicht assimiliert haben, dann werden die abgeschoben. Und assimilieren, assimiliert sein, da setzen die halt irgendwelche Werte so und wenn diese Werte nicht befolgt werden, werden die halt abgeschoben. Was sind das für Werte? Ja, das sind dann eben so Werte von Deutsch sein, die. Sowas was gibt's? Ja, die dann, gerade in Deutschland gibt es das ja sehr stark, ne? Das wird ja auch schon seit Jahrhunderten wird das ja, oder seit äh, über 100 Jahren wird es ja sehr stark fokussiert. Dieses, das sind diese deutschen, diese preußischen Tugenden. Ne? Fleiß, Sauberkeit, Ordnung, Pünktlichkeit. Die halt dann äh, diese sogenannten Sekundär Sekundärtugenden, die dann höher gestellt werden als die Primärtugenden. Primärtugenden werden dann sowas wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Solidarität, Menschenrechte. Ne? Und die Sekundärtugenden werden darüber gestellt. Mhm. Und da, das ist dann geht dann einher auch mit ähm, einer sehr autoritären Gesinnung, ne, dass, ähm, dass eine hierarchische Gesellschaft gar nicht schlecht ist, dass ein Führerstaat gar nicht schlecht ist. Mhm. Er Erklären Sie mal, äh, wurde ja gerade gemeint, dass die faschistische Strömung hat sich durchgesetzt, die christliche und Neoli die neoliberale hat quasi verloren. Warum ist dann noch so eine Alice Weidel, Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende, Alice Weidel gehört ja, ja immer zum neoliberalen? Früher. Genau. Genau, die ursprünglich ist natürlich neoliberal, ne? die hat ihre Doktorarbeit geschrieben über das Steuersystem in China mhm. und ähm, hat dort vorgeschlagen, dass die Chinesen die Rente, dass viel später Rente sein soll und dass die ähm, äh, sehr, sehr viel stärker privatisieren sollen. Also typisch neoliberale Position Und sie ist dann auch in die AfD reingegangen über ihren Doktorvater. Äh, Peter Oberender, der damals gefordert hat, dass es. Also der wollte das ganze Gesundheitswesen privatisieren und hat gefordert, dass der Organhandel erlaubt wird in Deutschland. Und der war ganz begeistert von der AfD, ist aber gestorben, bevor die AfD wirklich entstanden ist. Und sie meinte, ihr Doktorvater war so begeistert und deswegen ist sie in die AfD eingetreten. Mhm. Und ähm, ist dann allerdings, hat dann Karriere gemacht als Lucke und Henkel 2015 die AFD verlassen haben als ein also als der eigentliche neoliberale Gründungsflügel mhm. der, der AFD als die die Partei verlassen haben hat sie quasi Karriere gemacht und ihre Antrittsrede hat sie äh, gehalten gegen die Gender-Ideologie und ich denke das war auch Absicht weil sie ist ja lesbisch lebt mit einer Frau aus, aus Sri Lanka zusammen und hat äh, Kinder adoptiert und, und so weiter und das passt ja eigentlich überhaupt nicht rein. In ich denke, dass da war es dann notwendig, dass sie dann auch deutlich sagt: Hier, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht so eine so eine politische Lesbe. Ich bin halt, es ist halt nur mein Privatding. Ich bin eigentlich auch auf eurer Seite. Und, mhm. und ich denke, sie ist ein Vorzeige. Also sie ist halt ähm, zum Vorzeigen da, wie Kropala, die dann wo dann deutlich wird hier die die sind ja gar nicht so rechts, das sind ja gar keine Nazis, das sind ja gar keine Faschisten. Das, darf, das ist, glaube ich, ihre Funktion. So. Und das Funktion ist? Ja, ähnlich. Ja, ist ist er auch halt, gehört er auch zum neoliberalen Flügel? Nee, der hat, ich glaube, der hat vorher gar nicht politisch, vorher gar nicht politisch aufgetreten. Der hat Karriere gemacht in der AfD und mhm. ähm, er vertritt halt das, was die Partei fordert, so und hat da ist jetzt kein großer Ideologe, kein großer ideologischer Vorkämpfer, mhm. ähm, sondern ist meiner Meinung nach auch jemand, der die AfD quasi nach außen repräsentiert und dann auch die AfD verharmlost. Mit, mir fällt gerade das Beispiel Polen ein. Ähm, wir hatten letztens Joanna Stolarek hier, wir hatten über die, äh, auch die Peace partei geredet, mhm. wo Kaczynski äh, ja nur noch äh, Parteichef war die letzten Jahre. Aber quasi der, der Puppenspieler war vom Ministerpräsidenten, vom Präsidenten Duda. Ist das ein bisschen ähnlich jetzt? Gut, die AfD ist nicht in der Regierung, aber Gruppala und Weidel sind quasi Parteivorsitzenden, Fraktionsvorsitzende, aber haben, sprechen eigentlich oder sind eigentlich nicht, stehen eigentlich nicht für die Partei. Ähm Gibt es da Ähnlichkeiten? Ja, ich Oder haben sie tatsächlich was zu sagen und Entscheidungsmacht? Sie haben natürlich Entscheidungsmacht in dem Sinne, dass Sie ja tatsächlich Vorsitzende sind ne? so, und, und Fraktionsvorsitzende und ähm, da ähm, haben Sie natürlich Entscheidungsmacht. So, und manchmal, jetzt gerade ist ja auch, ähm, Weidel hat äh, Hartwig entlassen, der ähm, auch bei diesem Potsdam-Treffen war, was mich sehr überrascht hat. So Und ähm, da haben die Entscheidungsmacht, aber ich denke, Sie können sich das nicht erlauben, gegen Höcke zum Beispiel vorzugehen mhm. oder gegen, gegen Maximilian Krah vorzugehen. Also dann würden ich verlieren. Ja, das, ähm ja, aber wenn, wenn sich jetzt der, die faschistische Strömung komplett durchgesetzt hat, warum äh, setzt diese faschistische Strömung der AfD nicht dann auch Faschisten bzw. völkische Nationalisten an die Parteispitze? Brauchen sie ja nicht. Es ist ja momentan wir müssen die ja nur Wahlen gewinnen. Sie müssen ja noch nichts umsetzen. Ne? Mhm. Also sobald sie an die, an irgendwo an die Macht kommen würden dann müssen die natürlich Leute haben, die sicherstellen, dass tatsächlich auch ihre Positionen umgesetzt werden. Mhm. Und dann wäre es natürlich gut, wenn sie ihre, direkt ihre Leute, ne, die dann auch ähm, entsprechend geschult sind und äh, jahrelang schon dabei waren, dass die dann eben diese Positionen einnehmen. Ja, aber solange die jetzt nur Wahlkampf machen, brauchen die natürlich auch Leute, die die AfD verharmlosen. Meinst du, Weidel und Kropala wissen das? Ahnen das? Ich denke schon. Das sind schon. ja keine dummen Leute du? Ich denke schon. Also, Weidel hat ja damals ähm, auch sogar gegen äh, Höcke geschossen, eine Zeit lang, ne? wo mhm. nicht klar war, ob Höcke sich durchsetzt. Ja, sie hat sogar bei mir, ich habe damals bei Twitter, hieß das ja damals noch, ich hatte da was geschrieben zu Höcke und ähm, sie hat dann gesagt, Höcke wird äh, in Zukunft nichts mehr äußern, ohne nicht vorher mit uns, mit mir quasi gesprochen zu haben. Mhm. So, das ist aber lange her. Ne? Das wird sie jetzt nicht mehr schreiben. Ähm, dann ist mir eingefallen zur. So christlichen Strömungen, es gibt ja immer noch so Beatrix von Storch als vielleicht das Aushängeschild. Ja. Ist die jetzt völlig irrelevant eigentlich? Genau, ich habe ich hab, ich hab was mitgebracht. Ich hm. habe über Weihnachten beim, äh, war ich bei meiner Familie und habe dort dann ähm, Sissy geguckt und habe dort dann was gebastelt. Und das zeigt halt, kann man jetzt nicht sehen, muss man auch nicht. Oder halt so, es ein bisschen auf deine... Ja? Ja, das muss jetzt auch gar nicht, soll auch gar nicht unbedingt erkannt werden, aber ja. das ist halt alles fundiert. Das ist halt... Stammbaum ein aus, Stammbaum Stammbaum, ne? genau, ein Stammbaum, wo hier Beatrix von Storch zu sehen ist mit ihrer Familie und hier unten das Rote, mhm. das sind alles äh, politische Organisationen. Politische Organisationen, die, ähm, mhm. die ähm, antifeministisch tätig sind. Mhm. Und äh, das ist halt ein Familiennetzwerk mit ungefähr 50 Familien, die, wo ganz viele Organisationen mit dabei sind. Von der Pius-Brüderschaft über Legionäre Christi, über Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum. Mhm. Ähm, und dort ist Beatrix von Storch als Herzogin ganz relevant. Herzogin ist ja sehr weit oben. Mhm. Ne, und ähm, in diesem Adelsnetzwerk und deswegen ist Beatrix von Storch nochmal ein anderes Kaliber als die ähm, als Leute wie Meuten oder Lucke oder das sind ja einfach nur quasi Einzelkämpfer, die vielleicht auch eine kleine Organisation hinter sich hatten. Aber Beatrix von Storch ist halt in diesem ganzen Netzwerk drin und das, was ich hier aufgemalt habe, dieses ähm, Netzwerk von Adelsfamilien, die in Deutschland den Antifeminismus vorantreiben, ähm, das ist… Ähm, ja, nicht nur in Deutschland der Fall und in Österreich. Also Österreicher habe ich ja noch mit aufgenommen, Österreicherinnen. Ähm, übrigens auch tatsächlich die Nachfahren von Sisi Also die Habsburger sind da auch Ja, ganz, wirklich? Ja, ja, die sind da auch. Sissi ist nicht mehr mit dabei. Können wir das irgendwo finden online? So halb. Ich habe da schon seit 2019 sitze ich daran. Ich habe da rudimentär, habe ich damals schon sowas reingestellt, aber ich... Ähm, so also packst äh, du mal auf Twitter, dann können wir das nachher äh, Nachhinein hier ja, verlinken. genau. Ich bin... Äh, ähm, aber immer noch dabei und ich finde jeden Tag neue Sachen raus und das ist ähm, erstaunt mich quasi jede Woche neu, wie viele Leute noch damit machen bei diesem Adelsnetzwerk. Und, ähm, aber warum ist das relevant, wenn dieses christliche Netzwerk oder diese christliche Strömung in der AfD ja quasi verloren hat? Sie haben noch nicht ganz verloren, ist immer noch wichtig. Ne? Also auch gerade mit Maximilian Krah, weil Maximilian Krah taucht ja indirekt auch auf hier in diesem, der taucht auf der anderen Seite auf, bei der Pius-Bruderschaft. Hm. Weil er ja, bevor er Karriere gemacht hat bei der AFD, war ja, er, er ist immer noch als Anwalt tätig, aber er war Anwalt von der Pius-Brüderschaft und er hat von einer Baronin, äh Baronin Gutmann, aus äh Rosa Gutmann aus ähm, Österreich, hat er ein Vermögen verwaltet, was sie der Pius-Brüderschaft geschenkt hat. Das waren so 80 bis 90 Millionen Euro. Das ist eine Stange Geld, 80 bis 90 Millionen Euro für äh, so einen christlich fundamentalistischen Kampf. Das ist das wahrscheinlich nicht, steuerfrei, weil es eine Spende das ist? War sein, nee, das war seine Aufgabe als Anwalt, dass er so drei Stiftungen gegründet hat in Österreich, Schweiz, Liechtenstein, um das Ganze dann steuerfrei irgendwie in Stiftung anzulegen. Mhm. Das hat er dann als Anwalt für die Pius-Brüderschaft gemacht. Und er vertritt auch noch so christlich fundamentalistische Positionen von Storch. Ja, was so einen katholischen, ja, Beatrice von Storch ist ja gar nicht katholisch, aber sie ist ja auch in diesen christlich fundamentalistischen Netzwerken drin, die mhm. dann auch wiederum mit Hedwig von Bewerförder verbunden sind und, ähm, und so weiter. Und ähm, sie bleibt wichtig in der Partei. Sie bleibt da, also sie könnte nicht so einfach rausgekickt werden wie jetzt die anderen, weil sie eben diese ganzen, weil sie eben dieses Riesennetzwerk hat. Und das Netzwerk, weil, weil da Geld hinter steckt. Geld weniger, das sind halt tatsächlich eher Verbindungen. Mhm. Also auch bei diesem Adelsnetzwerk, da geht es ja nicht nur um Geld, da geht es auch um Geld. 80 Millionen Euro mhm. kann ja nicht jeder vererben. Ähm, so, ähm, aber sie hat ja auch Kontakte zum Beispiel zu Bolsonaro oder auch zur Kaiserfamilie von Brasilien. Ne, auch dort gibt es ja. Brasilien, da gibt es Kaiserfamilien? Brasilien war ein Kaisertum, ja. Ja. 400 Jahre lang. Und der Thronfolger, der. Sogenannte Thronfolger. Brasilien ist ja keine Monarchie mehr, aber mhm. sie wollen ja zurück, also die Monarchistenfamilie will ja zurück zur, ähm, zur, äh, zur Krone quasi. Mhm. Ähm, mit denen hat sie sich letztens noch getroffen, ne, zum Beispiel. Oh, Und ähm, die sind wiederum, die hängen zusammen mit der Gesellschaft zum Schutz von Familie, zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, die auch über 100 Millionen Euro transferiert haben nach Europa, um hier den Feminismus zu bekämpfen und die in Polen auch das ähm, Abtreibungsgesetz durchgesetzt. Erklären Sie uns haben. Das mal kurz, was haben diese Adelsfamilien? Das sind ja nicht alle, ja. aber offenbar diese, dieses Kollektiv an Adelsfamilien gegen, also warum, was haben die gegen den Feminismus? Oder ja, das ist gegen spannend. diese neue Zeit. <laughs> das ist spannend. Also ich, ähm, zum einen, ähm, also es gibt, glaube ich, davon ganz verschiedene Bezüge. Zum einen sind die, was ich hier aufgezeichnet habe, das ist großteils ähm, katholisch. Ne? Mhm. So, das sind dann ähm, Johanna von Westfalen und äh, Hedwig von Beverförde, ne, aber auch die, die ähm, aus, äh, aus, der, aus Österreich, die sind äh, sehr katholisch und die haben in der katholischen Kirche auch äh, sehr viel Machtposition. Es gibt zum Beispiel den orden das sind Ritterorden. Und Im Ritter und er ist sogar ein, äh, einer neben dem Vatikan eigentlich äh, die einzige Jurisdiktion, die kein Landstaat ist. Also okay, Vatikan ist ein Landstaat, die haben ein bisschen Land, mhm. aber Vatikan ist ein eigener Staat, mhm. eine eigene Jurisdiktion und der Malteserorden ist auch eine eigene Jurisdiktion, das heißt, die haben staatlich anerkannte Botschafter. Was? Ja, der Malteserorden hat Botschafter. Und die haben, genau wie Deutschland hat auch der Malteserorden Botschafter, die dann ähm, eine eigene Botschaft haben und quasi das gleiche Recht haben wie glaube ich zumindest, dass sie das gleiche Recht haben. Also sie sind auf jeden Fall staatlich anerkannte internationale Malteser anerkannte. Botschaft hier in Deutschland oder was? Ja, die, genau. Es gibt wahrscheinlich dann auch... Ähm, so mit diplomatischem Schutz und alles? Ja, genau. What? Ich denke schon. Also ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber ich denke ja, das ist, äh, das macht das ja aus, genau wie der Vatikan auch mhm. quasi Botschafter hat. Ne? Ist, ähm, Deutschland hat, ein, hat einen Botschafter auch im Vatikan. Ne? Und umgekehrt hat, mhm. hat die Vatikan auch Botschafter in Deutschland. Das ist ähnlich beim Malteser-Orden. Und der Malteserorden ist genau wie der Johanniterorden ein äh, äh, christlicher Ritterorden. Das heißt, ganz oben an der Spitze waren bis vor kurzem tatsächlich immer nur männliche Ritter, also Edelleute, Adel. Ne? Bei den Johanniterorden dann eben evangelisch und beim Malteserorden katholisch. Und über diesen Malteserorden da organisieren, organisiert sich halt dieser katholische Adel im Zusammenhang mit der katholischen Kirche. Die machen dann immer so Wallfahrten nach Lourdes und Dort gibt es dann, äh, lernen die sich kennen und heiraten dann untereinander. Es gibt sogar gerade so einen Liebesroman, äh, Liebe in Lourdes, ne, wo, die, wo es um diese Wallfahrt geht. Von ja, und Das sind das ähm, sich wie Geschichten aus dem 18. Jahrhundert aneinander. Ja, aber das sind äh, die äh, der Sohn von Hedwig von Bewerförde, die ja diese Demo für alle organisiert. Eine der führenden Antifeministinnen. Mhm. Der Sohn hat eine... Äh, Theresa Habsburg geheiratet. Und das sind 20-Jährige. Ne? Oder jetzt vielleicht 24. Ne? Also mhm. das, sind, das geht bis in die äh, bis in eine Generation rein von jetzt 20-Jährigen. Was haben die denn für ein Ziel? Also jetzt antifeministisch sein, ja. Ja, meine, mein Gott, aber was wollen die denn? Ähm, es geht da ganz, also ich unterscheide diesen Antifeminismus so in zwei, zwei, zwei Linien oder zwei Strömungen. Es mhm. gibt einmal so einen maskulistischen Antifeminismus. <laughs> Dazu gehört so, der, so die Väterrechtsbewegung, Männerrechtsbewegung, Bisschen zu der Inselbewegung, die halt sagen, die Männer werden unterdrückt oder die Männer müssen ihre Männlichkeit wiederfinden. Das gibt ja aber auch bei Kra, der ja auch davon gesprochen hat. Mhm. Oder, oder auch Höcke hat ja auch gesagt, wir müssen unsere Männlichkeit wiederfinden. Ja, das wäre so ein maskulistischer Antifeminismus. Und daneben gibt es so einen familistischen Antifeminismus, der sagt eben, wir müssen halt die traditionelle Familie von Vater, Mutter, Kind ähm, wieder stärken. Und zwar einerseits deswegen, weil das sonst alles dekadent wird und dem Bach untergeht, weil die Familie ist die Keimzelle der Nation und wenn es der Familie schlecht geht, geht es mit der Nation bergab, den Untergang Deutschland und so weiter. Ähm, genau, aber eben auch ähm, aus dem christlichen Denken heraus. Ne? Das, das spielt ja dann auch eine Rolle, weil es eben Gott gewollt ist. Und, und das geht dann auch einher mit der katholischen Kirche, die das ja auch fordert. Mhm. Und beim Adel ist aber natürlich äh, Familie wichtig, weil ähm, die ja über die Familie ihre ähm, Bedeutung haben. Also eine Beatrix von Storch ist ja, oder jetzt ist sie ja natürlich auch als AfD-Abgeordnete wichtig, aber vorher wäre sie wichtig gewesen, weil sie eine von ist, ne? weil sie eine Herzogin ist. Und, ähm, und das geht, hat, ist sie natürlich über ihre Herkunft, über ihre Familie. Und natürlich spielen auch Erbschaften eine Rolle. Mhm. Der Waldbesitz ist in Deutschland immer noch in der Hand vom, also der private Waldbesitz ist in der Hand vom Adel. Ich glaube, die größte Waldbesitzerin ist, ist die Familie von Gloria von Thurn und Taxis, mhm. auch eine glühende Antifeministin. Aber wenn man sich den, wo ich ja komme, Nordrhein-Westfalen, wenn man sich den nordrhein-westfälischen Landbauervereinigung anschaut, da ist seit Generationen es ist es immer nur der Adel, der den Vorsitz hat. Oder auch der einer der letzten Bauernpräsidenten war von Heremann, der ja, auch da ist. Also das heißt, die haben immer noch sehr viel Besitz, immer noch sehr viel mhm. Geld und aber auch sehr viel Reputation. Ja, es ist, der Fond macht immer noch was aus im Namen. Und das wird über die Familie weitergegeben. Erbschaften werden weitergegeben über die Familie und deswegen ist Familie bei denen so heilig. So und das, deswegen ist da dieser Antifeminismus so wichtig. Aber das hört sich alles so fast schon witzig an. Also, aber ja, die meinen das ernst. Ja, das, die meinen das ernst. Und meine Befürchtung ist ja, dass das eben ganz gut passt zu dieser libertären Strömung. Mhm. Ähm, und auch zu dieser Privatstadtgeschichte, von, von der wir das das letzte Mal so hatten. Mhm. Ähm, weil. Also man, man kann sich das... Ich mache das immer deutlich an Lichtenstein. Ne? Mhm. Hier die Lichtensteine habe ich ja auch ein, aufgeführt. Natürlich. Die Rosa von Lux, die Rosa Gutmann, die der Pius-Brüderschaft 80 Millionen Euro und so ein Jagdschloss und so ein Riesenanwesen hinterlassen hat, die war auch mit einem Lichtensteiner verschwägert. Und Lichtenstein ist ein echtes Fürstentum in Europa. Mhm. Ne? Und die sind auch mittendrin bei diesen ganzen christlich-fundamentalistischen, katholischen Antifeminismus-Zeugs. Aber auch libertär in dem sinne dass ähm, der fürst adam ii von liechtenstein bei einem treffen war beim mises institut, die mises -Institut ähm, das ist auch ein institut von dieser libertären szene die sagen der staat muss komplett abgeschafft werden wir wollen gar keinen staat mehr wir wollen nur noch, nur noch privatunternehmen die dann als privatunternehmen alles managen da war er auf einem treffen und hat dann sein buch vorgestellt Lichtenstein im dritten Jahrtausend heißt das, glaube ich, wo er gesagt hat: Ich will Lichtenstein umbauen zu einem Dienstleistungsunternehmen. Ach so. Also, Lichtenstein ist ein echtes Fürstentum mit ihm als, als echten König. Also nicht so wie in Großbritannien mit so einer äh, konstitutionellen Monarchie, mhm. sondern er, ist tatsächlich der, er hat tatsächlich was zu sagen. Er kann Gesetze machen und mhm. so weiter. Ähm, er hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Und ähm, Monaco ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein echtes Fürstentum. Ne? Und. Ähm, und er will quasi Lichtenstein umbauen zu einem Unternehmen. Ne? Und dann verändert sich aber gar nicht so viel, wenn, wenn Lichtenstein ein Unternehmen ist und die Lichtensteiner Kunden sind, Mitglieder sind mit äh, privilegierten Zugang zu irgendwelchen Sachen, wo sie dann halt äh, Mitgliedsbeitrag zahlen statt Steuern. Ähm, dann ist es ja quasi, und er ist dann halt der Unternehmenschef von Lichtenstein und äh, gibt dann sein Unternehmen weiter an seinen Sohn. Ne? Wenn er gestorben ist, dann ist es ja quasi das gleiche wie, wie eine Monarchie. Aber und da zeigt aber, sich, dass Monarchie und Unternehmertum ja. sehr deckungsgleich sein könnten. Ich verstehe das so nicht, warum die das wollen. Weil er ist doch jetzt schon Fürst ja. eines souveränen Staates. Ja. Warum, warum will er jetzt das noch in ein Unternehmen umbauen? Er hat doch quasi schon alles. Ja. Er hat doch schon alles. Ja, aber er will ja nicht stehen bleiben. Es soll ja modernisiert werden. Und ähm, es, es gab ja auch... Kann er das nicht ohne Lichtenstein als Unternehmen? Ja, ist, aber da ähm, kommen wir auch in so eine neue Staatstheorie <laughs> quasi rein. Also, ja, ich, es gab mal, ich weiß, ich, ich habe jetzt nur noch ganz dunkle in die Erinnerung, mhm. Lichtenstein wollte irgendwo auch mal Land aufkaufen. Ein groß, ich weiß nicht mehr, was sie da aufkaufen wollten. Ein großes Stück Land. Österreich. Das so war, ich, ich zu groß. <laughs> Irgendwo wollten die was aufkaufen ne? und das, ähm, das geht dann auch in diese Richtung halt von dieser Network State Geschichte. Mhm. Es gibt eben bei, bei diesen Libertarians, die sagen, wir müssen halt raus aus den Staaten. Wir bauen jetzt im Internet bauen wir eine Community auf und kaufen überall Land und wenn wir genügend Land haben, dann lassen wir dieses Land als eine neue Jurisdiktion quasi als einen neuen Staat als einen Flickenteppichstaat anerkennen. Und das wäre Liechtenstein wäre dann quasi ein Teil von diesem von dieser neue, von dieser neuen Form von, von Staatlichkeit. Aber es ist das nicht so das Gegenteil von Nationalismus, also völkische Nationalisten, die, die sind ja stolz auf die deutsche ja, Nation genau. und ja. die wollen eigentlich die Nation überwinden hin zu einem Unternehmen. Genau, das ist, das ist halt, ähm, denke ich, noch ein Widerspruch. Mhm. Ne, Weil es tatsächlich bei Höcke, also Höckes Vorstellung ist, ähm, wir wollen halt, die Welt soll aufgeteilt werden in verschiedene Kulturblöcke oder verschiedene Kultur. Kreise. Ne? Es gibt dann so einen äh, arabisch-islamischen äh, Kulturkreis von Marokko bis, was weiß ich, Pakistan. Da leben die Araber, in ja, Europa genau. leben die Weißen. In Europa leben die Weißen Christen dann, ne? vielleicht noch Russland mit, mit ja. dazu ne? und, äh, und so weiter. Das sind dann verschiedene Kulturblöcke und da hat er so drei... Also es ist eine rassistische Aufteilung der Welt. Genau. Und, und da gibt es so drei... drei äh, Sachen, wo es dann halt ein klares Verbot gibt. Es gibt ein klares Verbot der militärischen Intervention. Es gibt ein klares Verbot der Investition, der finanziellen Investition. Und es gibt ein klares Verbot der Einwanderung oder Auswanderung. Die sollen quasi alle, das schreibt er in seinem Buch, nie zweimal in denselben Fluss. Also drei, Interven also drei Verbote quasi, wo die halt nicht sich austauschen dürfen. Also nicht einwandern, auswandern. Nicht finanzielle Ströme und keine, keine militärischen Interventionen. Und das wären so Reichsgeschichten auch. Deutschland wäre dann quasi, das wäre dann quasi das Europäische Reich, mit Deutschland dann als Kernstaat, der dann quasi da das Sagen hat. Das sind so die Vorstellungen von, von Höcke und die widersprechen diesem Flickenteppichstaat, dieser Flickenteppichstaat-Geschichte, diesem Network-State, von diesen Libertarians, zu denen jetzt auch Millet gehört oder Krall oder ähm, wobei Krall auch in seinem Buch sagt er hätte auch gerne ein heiliges äh, deutsches Reich oder ein Reich heiliger deutscher Nation oder so ähnlich. Ja, ein so viertes einen, Reich oder was? Also Reich ist ihm wichtig, dass der Begriff Reich drin steht und er ist ja auch ein Christlicher Fundamentalist ne, und, ähm, so, Aber dann eben mit einem König und mit einem Minimalstaat, wo der Staat eigentlich nichts mehr, wo es vielleicht noch drei vier Ministerien gibt, 60 Tage am im Jahr darf sich dann, dürfen sich diese Ministerien treffen. Mhm. Wahlrecht haben nur die Leute, die ähm, kein Geld vom Staat erhalten. Ja, das wäre so dass die Idee von dem Krall, der hat dann aber noch so ein Land, so ein Staatsgebiet vor Augen. Ähm, viele Libertarians gehen aber auch eher in diese Richtung von diesen Privatstädten, von dieser Kleinstaaterei, ja, von diesen flippenteppich dienstleistungsunternehmen die anstelle von diesen Nationalstaaten treten. Wir sind ja jetzt ja von Beatrix von Storch auf diesen Antifeminismus der Adelsfamilien. also diesen ja. äh, wie, wie kompatibel ist denn, sind denn diese Vorstellungen dieser Märchen, Onkels und Tanten äh, mit dem AfD-Programm? Und wie, wie ist das überhaupt kompatibel mit dem Faschismus? Ich denke, dass diese Adelskreise, also man darf die nicht alle über einen Kamm scheren, also nicht jeder, der jetzt vom Adel ist, ist ja, jetzt. Ja. gehört dazu. Es sind tatsächlich einige Kreise, die sich dort aber immer wieder finden. Ich denke, die sind unter sich und die haben auch eine sehr arrogante Haltung eigentlich gegenüber allen anderen. Und das hat sich ja damals auch gezeigt beim Nationalsozialismus. Da war es eine ähnlich arrogante Haltung, wo die drüber standen, wo die halt dann auch den Nationalsozialismus befördert haben. Das waren ja von Papen, von Hindenburg, die haben ja quasi Hitler direkt zur Macht verholfen und haben dann aber später festgestellt, es geht doch nicht in unsere Richtung und dann gab es ja mit Stauffenberg, also diese Leute, die haben ja dann dann doch halt gegen ihn einen Anschlag geplant und so weiter und ich glaube, so ähnlich muss man sich das heute auch vorstellen. Die stehen quasi über den Parteien. Die wollen ihre, Erstmal ihre Güter zurück. Die wollen, das ist bei, ähm, gibt es ja bei den Hohenzollern, gibt es ja gerade diese Auseinandersetzung. Aber auch zum Beispiel Reuß hat sich ja radikalisiert darüber, dieser Heinrich XIII. Prinz Reuß hat sich ja darüber radikalisiert, dass er eben nur drei Millionen zurückbekommen hat. Oder seine Familie, die haben nur drei Millionen zurückbekommen und nicht äh, das Ganze, was denen ursprünglich mal gehört hatte. Ja, und darüber, und auch Beatrix von Storch hat sich darüber radikalisiert, dass, ähm, die Adligen diese Güter nicht zurückbekommen haben. Also, es geht erstmal um ganz klar um Geld, um Güter und ähm, dann aber auch um Werte von Familie. Und da ist, denke ich, eben der Hintergrund, äh, wenn die Familie aufgewertet wird, wenn die Bedeutung von Familie aufgewertet wird, dann wird auch die Herkunft aufgewertet, wo man herkommt. Mhm. Und daran ist dann wiederum das Erbe geknüpft. Das Erbe ist ganz wichtig und das Erbe wird ja immer wichtiger. Und das ist eben dann auch der Zusammenhang zu diesen. Äh, Proprietaristen, wie ich die nenne, Libertarians, weil ja äh, dort auch das Eigentum unantastbar ist und auch bei diesem ähm, Adel ist, ist, ist die Erbschaft unantastbar. Ne? Das ist dann, da geht es dann nicht um Leistung, sondern es geht halt um, wer Eigentum hat, der soll das behalten, der soll das nicht versteuern, der soll damit machen können, was er will. So und das sind dann die Zusammenhänge und auch die Monarchisten wollten dann nicht, die Habsburger war, hatten keinen sehr starken Staat, sondern die hatten, ähm, hm. da war die Idee, sie hatten eben dieses übermächtige äh, König-Kaisertum. Ne? Die hatten letztlich das letzte Wort, aber dann haben die machen lassen. Ne? Und so ungefähr stellen die sich das auch vor, diese neuen Kreise. Ich Gibt es so da eine Verbindung irgendwie das britische Königshaus oder in andere europäische Königshäuser? Ich meine, britische Königshaus ist dann eine deutsche Familie? Hannover, ne? ja. Hannover, ja. Ja, ja äh, da weiß ich nicht so viel. Okay. Das ist, glaube ich. Die haben da, glaube ich, gerade andere Sorgen das, das, ja. Falls ihr Fragen habt zum Thema Adelsfamilien und den ganzen Kram in der AfD, gibt sie Hans an die Hand. Kommt am Ende. Äh, bevor wir gleich mal in die aktuellen Themen einsteigen, Höcke nochmal. Ist der mittlerweile stärker als je zuvor? Ist, ist er unangefochten? Oder kann es sogar passieren, dass der irgendwann nochmal äh, dass dem dem Gefahr droht innerhalb ja, der Partei. Im droht Gefahr von außen. Also es gibt, ist ja ein Strafverfahren gegen ihn anhängig. Mhm. Es gibt in einer großen Strafkammer in Halle. Wird es demnächst einen Prozess geben? Also ich glaube, der Termin steht noch nicht fest, aber er hat jetzt erstmals einen Strafprozess. Was wird ihm vorgeworfen? Ihm wird vorgeworfen, dass er verbotene, ähm, eine verbotene Parole benutzt hat. Alles für Deutschland. Und ähm, das ist strafbewehrt, also das ähm, darf man halt in einer bestimmten Art und Weise nicht machen. Also wenn ich jetzt über alles für Deutschland rede, darf ich das natürlich, mhm. weil ja klar ist, ich werde jetzt hier nicht, ich sage das jetzt nicht, um eine nationalsozialistische Bewegung ähm, aufzubauen. Das ist eine alte Nazi-Parole, ja. Das ist eine SA-Parole, ne? die stand halt zum Beispiel auf diesen Messern von der SA, stand dann alles für Deutschland. Ne? Okay. Das ist eine ganz klar, es gibt so, ich glaube, so ein halbes Dutzend Parolen wie Heil Hitler oder Sieg Heil oder... Was gibt es noch alles für Deutschland? Ja, das sind Parolen, die sind verboten. Und das bestimmte Kennzeichen sind verboten: Hakenkreuz und SS-Rune und, und so weiter. Das sind, die sind verboten, weil mit diesem Verbot soll eben verhindert werden, dass die NSDAP oder eine Nachfolgeorganisation der NSDAP sich wieder etabliert. Und er hat die Parole benutzt? Genau, er hat die Parole benutzt und das war jetzt mindestens das vierte Mal, dass innerhalb der AfD Leute die Parole in einer Weise benutzt haben, dass es halt skandalisiert wurde, dass es vor Gericht ging, dass die Medien darüber berichtet haben. Mhm. Und das heißt, er versucht sich jetzt rauszureden, das haben die jedes Mal gemacht. Wenn die diese Parole benutzt haben, alles für Deutschen, haben die jedes Mal gesagt, ja, das wusste ich nicht oder das ist ja, weil jetzt kann man ja so nicht sagen, das ist aus dem Kontext gezogen. Aber bei ihm kommt nochmal hinzu, konkret, also vom Anlass her, kommt bei ihm hinzu, dass kurz vorher ein Funktionär der AfD Sachsen-Anhalt genau diese Parole benutzt hat, alles für Deutschland. Das wurde dann auch, ähm, kam auch in die Medien. Ich weiß nicht, ob er auch eine Anzeige bekommen hat. Äh, aber es wurde halt thematisiert, kritisiert. Und dann hat der Landesverband im Wahlkampf ähm, ähm, alles für Sachsen-Anhalt daraus gemacht nicht mehr alles für Deutschland, sondern alles für Sachsen-Anhalt. So und die sind dann halt hatten als, als Werbe, als, als Wahlwerbung quasi alles für Sachsen-Anhalt. Das ist natürlich nicht verboten, mhm. aber wenn kurz vorher ein Funktionär der AfD alles für Deutschland gesagt hat, ist ja irgendwie klar, das geht auch in diese Richtung. Das ist nicht, das ist kein Zufall so ne? Und ähm, dann ist Höcke hingegangen und hat dann ähm, bei einer Rede in Sachsen-Anhalt auf einer Bühne in Magdeburg war das glaube ich, hat er dann ähm, gesagt, alles, ähm, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Und ähm, hat dann quasi genau dieses alles für Deutschland quasi wieder aufgenommen. Und sie bezieht sich jetzt darauf und meinte ja, aber, ähm, ich habe mich ja auf alles für ähm, Sachsen-Anhalt bezogen. Aber alles für Sachsen-Anhalt war wiederum bezogen auch auf alles für Deutschland. Mhm. Und das heißt, er hat das ganz meiner Meinung nach sehr, sehr bewusst gemacht, zumal er wissen müsste, dass es verboten ist, weil eben kurz vorher das auch schon so thematisiert wurde. Und mal auch klar ist, dass er auch immer wieder gesagt hat, wir müssen halt ähm, den, den Kampf um die Sprache gewinnen. Wir müssen halt, er hat damals in E-Mails geschrieben, wir müssen Paragraph 86 wegkriegen, mit dem er jetzt gerade angeklagt wird. Wir müssen eben diese Volksverletzungsparagrafen wegkriegen, die eben verbieten, dass man Hakenkreuze benutzt und so weiter. Die müssen wir wegkriegen. Und das ist eine Strategie, denke ich. Ähm, äh, um dann im nächsten Schritt dann tatsächlich wieder ähm, äh, weiterzugehen und ähm, ja, um halt dann das wiederherzustellen, was, was äh, seiner Meinung nach mit dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist. Was droht ihm denn jetzt? Also der Prozess läuft oder beginnt bald? Was, ja. was droht ihm? Warum ist das denn? Also Tarfen? schlimmstenfalls wirklich eine Gefängnisstrafe. Ne, das könnte ein Dafür Gefängnis landen Leute ins Gefängnis? Ja, klar, wenn das halt bewusst gemacht wird, ist das scharf bewährt. Ne? Das, da könnte man theoretisch, aber das ist dann aber, kontextabhängig. Aber genießt er nicht Immunität, weil er Abgeordneter oder so ist? Ja, die wird ja dann aufgehoben. Wurde ah ja. ne? die, die schon aufgehoben? Also ich glaube, die wurde jetzt auch schon aufgehoben, dass ja. damit gegen ihn ermittelt werden kann. Mhm. So, und, ähm, aber ist es das wahrscheinlich, dass er im Knast landet? Das weiß ich nicht. Da gibt es nur eine Geldstrafe oder so? Ja, es kann natürlich auch eine Bewährungsstrafe werden. Eine Bewährungsstrafe würde ich am besten finden. Ist er dann wählbar? Also gibt, genießt er dann aktives und passives Wahlrecht? Ja, also? ich glaube, das ist dann weiterhin wählbar. Das mhm. ist, glaube ich, nicht ähm, davon. Da gibt es ja jetzt gerade diese Aktion, eben dass äh, eine, ich glaube, 1.200.000 Menschen fordern jetzt, dass ihm die Grundrechte entzogen werden, passives Wahlrecht entzogen wird. Was hältst du davon? Uf, ähm, ich denke. Das und das Parteiverbot, das sind immer so die letzten Mittel. So können wir gar nicht drüber reden. Genau. Ja. Und ähm, genau, und äh, ja, was, was ich wichtig finde, ist der Prozess selber, so mhm. dass, dass dort dann klar wird, was er eigentlich will. Ne? Was, dass dort deutlich gemacht wird, dass er tatsächlich ähm, das nicht ähm, zufällig gemacht hat, sondern dass er das bewusst gemacht hat. Und das ist jetzt auch bei, bei Seldner sehr deutlich. Ne? Bei Seldner, der hat ja jetzt auch eine ähm, einen Vortrag gehalten in Potsdam. Das ist ja auch jetzt ging ja auch durch die Medien und hat dort die Re Remigration gefordert, wie er gesagt hat, das ist jetzt auch zum Unwort des Jahres gemacht worden. Remigration und äh, also Deportation. Und er hat jetzt gerade noch mal ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, wir haben gewonnen, ne? weil wir ähm, selbst wenn es jetzt der AfD schaden sollte und sie ein zwei Prozentpunkte verliert, ist es trotzdem ein Landgewinn, ein Punktgewinn. Ähm, Quasi ein militärischer Gewinn, weil wir das, den Begriff Remigration bekannt gemacht haben und weil wir jetzt mit dem Begriff Remigration arbeiten können. Ja, die Medien haben ihn schön äh, genau. wiederholt, ne? Genau. Dabei ist es ja eigentlich, ich äh, habe von NPD damals auch irgendwie weiten, statt Auseinander raus zu sagen, mhm. haben sie halt Remigration gesagt. Genau. Oder statt ja. Deportation zu sagen, ja. Remigration. Genau, und darum geht es halt. Ne? Die wollen halt äh, den, äh, die wollen bestimmte Begriffe aussprechbar machen. Sprechbar machen und das machen die natürlich, ähm, sie wollen halt Sachen aussprechen können, damit äh, in einer bestimmten Art und Weise auch gedacht werden kann, damit in einer bestimmten Art und Weise dann auch gehandelt werden Sprache kann. Sprache vom Denken. Genau. Sprache, Denken, Handeln, das gehört da ja zusammen. Ne? Und wenn halt bestimmte Sachen gar nicht ausgesprochen werden können, können die auch schwerer gedacht werden. Und wenn die schwerer gedacht werden können, können die auch nicht, können ein bestimmtes Handeln auch nicht legitimiert werden. Ne? Und das wollen die halt, das gehört zusammen, denke ich. Ne? Denken, Sprechen und Handeln. Mhm. Und sie sind momentan eben auf ganz deutlich auf dieser Sprachebene. Und einerseits sollen Begriffe wie Remigration ermöglicht werden. Das ist eine quasi eine, Der Begriff Remigration gibt es ja schon länger, und der meint eigentlich, sowohl freiwillig zu gehen als auch äh, durch Zwang äh, äh, deportiert zu werden. Und sie verengen das ja aber. Ne? Für sie heißt jetzt Remigration. Äh, ähm, was sie eigentlich meinen, ist ja Deportation. Aber sie benutzen diesen weiteren Begriff äh, Remigration und ähm, haben den quasi auch gekapert, wieder diesen Begriff. Und, ähm, aber ich bin da nicht sicher, ob das wirklich ein militärischer Gewinn ist für Sellner, weil Remigration auch jetzt sehr eng verknüpft wird mit Deportation. Ne? Und da. Mhm. Ähm, und der Begriff Deportation plötzlich auch in aller Munde ist und das ist natürlich ein Begriff, den hätten die nicht so gerne. Wir kommen gleich mal zur Sprache zurück, aber warum hoffst du auf eine Bewährungsstrafe bei Höcke? Damit er ähm, sich das nicht mehr erlauben kann, ne? damit er ähm, da jetzt nicht, also wenn wenn halt ähm, wenn der Begriff alles für Deutschland durch ist, wenn das jetzt normalisiert wird und das mhm. passiert ja, ne? wenn wenn Höcke halt alles für Deutschland sagt und er hat ja später dann jetzt sogar also, er hatte nachdem er angezeigt wurde, nachdem quasi ein Prozess gegen ihn läuft oder eine Ermittlung gegen ihn läuft, hat er nochmal den Begriff Alles für Deutschland öffentlich verwendet. Und danach hat er nochmal den verwendet und zwar in einer Weise, dass er, ein Publikum, dass er sein Publikum aufgerufen hat, den Begriff zu verwenden. Er hat dann mhm. zum Schluss seiner Rede gesagt: Alles für und das Publikum in Deutschland. Er ne? hat quasi sie aufgefordert. Zu rufen, alles für Deutschland. Aber warum riskiert er das? Also, man könnte, er riskiert er ja jetzt eine Strafe, eine ja. Bewährungsstrafe, vielleicht sogar eine Freiheitsstrafe. Weil das halt seine Mission ist. Er sieht sich als Missionar. Das ist seine Mission, ist halt den Kampf um Sprache zu gewinnen. Mhm. Und das ist der erste Schritt. Wenn der Kampf um Sprache gewonnen ist, dann kommen die nächsten Schritte und dann geht es eben darum Strukturen zu ändern und so weiter. Aber in der Partei selbst ist er der, der Führer. Alleine nicht. Also Maximilian Krah zum Beispiel spielt auch eine wichtige Rolle, ne? inzwischen. Maximilian mhm. Krah ist da... Ähm, der der kam so ein bisschen vor. aus dem Nirgendwo. Ja, genau. Aber also er aus, kam aus meiner Sicht. Denn ja, den hatten genau. wir bisher so die letzten, wenn wir jetzt die letzten Jahre miteinander ja. gesprochen haben, hast du noch nie erwähnt. Da war der auch noch nicht so wichtig. Ja. Er hat ja als Oberbürgermeister Kandidat in Kandidatin Dresden war er da. Mhm. und äh, auch, Er ist ja auch Europaabgeordneter, ist auch im Europäischen Parlament. Jetzt zweimal bei der ID-Fraktion, ähm, temporär quasi... Äh, entlassen worden. Die ID-Fraktion ist die Fraktion der Rechten innerhalb des Europäischen Parlaments. Das sind Identitären oder was? Der, Idee, oder was? Nee, ident. Das ist nur der Begriff Identität. Okay. Vielleicht ist es mehr als nur der Begriff Identität, aber es sind nicht identitäre im eigentlichen Sinn, mhm. sondern es geht, der Identitätsgedanke spielt bei denen natürlich eine große Rolle. Als Italiener identisch zu sein mit dem italienischen mhm. Volk und so weiter. Ja, das ist... Das ist dann, spielt dann eine große Rolle und da ist ja quasi schon zweimal irgendwie, ähm, ähm, hat zweimal schon quasi so, so Strafen bekommen von der ID-Fraktion und ähm, die sagen ja auch, die sind uns zu lasch. Ne? Also die, ähm, die, also die waren, also Höcke und, und äh, Kra waren vor einer Melonisierung der AfD. Das eben die afd zu handsam wir, wie, wie die Postfaschistin Meloni. Ja. Dass sie, die Meloni ist ihnen noch zu bürgerlich. Also, ja, ja. Das zeigt ja auch, wie, sie sehen sich selber quasi als Speerspitze der, der rechten europäischen Parteien und sagen, wir vertreten noch die wirkliche, die wirkliche Ideologie und die anderen sind schon auch durch die Amerikanisierung, durch das Kapital und so weiter gekauft. Und ja, auch gerade in Frankreich und Letzte Frage zu Höcke, die mir einfällt, hat er schon zugegeben, dass er Land auf Ladig ist. Nee, das wird er auch nicht machen. <laughs> genau, das, ähm, ja, das... Das wird er nicht machen. Aber ich meine, das ist ja klar. Ich, das gibt mhm. ja eigentlich keinen... Sie hat ja nie versucht, das irgendwie zu widerlegen. Und ähm, ja. im Gegenteil, es kommen immer noch mal wieder neue ah, ja? Begrifflichkeiten, die dann... Äh, die er dann nochmal wieder benutzt, die die auch landaufladig benutzt hat. Und, ja, Ach ja? Das, ja. Okay. Ich empfehle unsere erste Folge damals, äh, wo du erklärt hast, warum äh, das der Alias von Björn Höcke ist. Äh, zurück zur Sprache. Ich habe mir mal angeguckt, du hast ja gerade schon gesagt, Unwort des Jahres 2023 ist äh, Remigration gewesen. Ich lese dir mal vor, was die Unwörter des Jahres äh, der letzten zehn Jahre sind. Äh, wie gesagt, Remigration 2023, davor Klimaterroristen 2022, Sprachpolizei 2021, Corona-Diktatur 2020, Umvolkung 2019 und Klimahysterie, äh, Anti-Abschiebeindustrie was 2018, 2017 was Genderwahn, 2016 was Volksverräter, 2015 was Gutmensch, 2014 was Lügenpresse und 2013 was Sozialtourismus. Siehst du da ähm, so, ein, so eine Leitlinie? bei ja, den klar, Das sind alles, äh, alles Begrifflichkeiten, die bei der AfD eine wichtige Rolle spielen. Es geht äh, eigentlich immer um ähm, bestimmte ja, Narrative, ne, die dort gesetzt wurden, sehr stark von der AfD. Also was halt so Remigration, äh, Volksverräter, Umvolkung. Das, da geht es ja um Sozialtourismus, Antiabschiebeindustrie. da geht es natürlich um Abschiebung. Mhm. Ne, bei Sprachpolizei, ähm, äh, was weiß ich, ähm, Genderwahn, da geht es um äh, die Genderpolitik der AfD. Aber wenn du meinst, Höcke hat den Kampf um die Sprache ausgerufen. Wenn wir uns, ich, ich hm. brauche die Wörter jetzt nicht alle ja. nochmal wiederholen, ja. aber viele dieser Wörter. Sind jetzt quasi im fast schon im allgemeinen Sprachgebrauch ja. vorhanden. Ja. Gewinnen die Rechtsextremen den Kampf um die Sprache? Oh, äh, ne, es, Oder es besteht die ja, Gefahr mittlerweile? Ja, es besteht die Gefahr natürlich, dass sie einfach diese Begriffe auch übernommen werden, ne, dass die einfach dann ähm, äh, übernommen werden und auch so gesetzt werden. Es sind ja auch bestimmte Begriffe sind ja auch ähm, nicht unbedingt falsch. Es geht immer um den Kontext. Mhm. Sprachpolizei, was Höcke macht, ist ja auch Sprachpolizei, nur von anderen Richtungen. Mhm. So, ähm, es, oder was gerade Sprachpolizei, was man Sprachpolizei nennen könnte, wäre eben äh, das eine ähm, ne, äh, genderneutrale Sprache in Behörden zu verbieten, was ja gerade passiert. Mhm. Das ist auch eine Form von Sprachpolizei. Der Begriff ist modal nicht unbedingt. Falsch, es geht immer um den Kontext, wie G der benutzt wird. Es gibt ja auch bei, gerade bei den rechtsextremen Publikationen tatsächliche Lügenpresse, würde ich sagen. Ja, genau. Das ist genau. Lügenpresse ist, ähm, <laughs> ist an sich auch kein schlimmer Begriff. Es geht immer um den Kontext, wie der be benutzt wird. Mhm. Wenn aber pauschal alles als Lügenpresse bezeichnet wird, dann ist es natürlich problematisch. Wenn man, dann, wird, dann wird ja gesagt, du musst du gar nicht mehr zuhören, das ist sowieso alles Lüge. Ne? Das Ich frage mich gerade, was 2024 dann das Unwatch schon sein kann. Gibt es da irgendwie schon Kandidaten? Keine Ahnung. Okay. Also das war jetzt auch ein richtiger Treffer zum richtigen Zeitpunkt mit Remigration. Ja. Kommen wir mal zu diesem äh, Geheimtreffen, was jetzt ja nicht mehr geheim war. Äh, in Brandenburg hatte ich die Berichterstattung und äh, was da passiert, ist überrascht. Ja. Warum? Ähm, weil diese Treffen ja eigentlich ständig stattfinden. Ja, also, das wäre ja nicht das erste Mal, dass Sellner mit afd Lon zusammentrifft. Ja, Martin Sellner ist, ist der Kopf der Identitären Bewegung. Genau, das ist der Kopf der Identitären Bewegung. Er hat damals schon mal ähm, Probleme gehabt, weil ein äh, Massenmörder aus Neuseeland, der ein Rechtsterrorist, der äh, hatte damals äh, Sellner finanziell unterstützt, bevor er in Neuseeland. Äh, mehrere Menschen in Christchurch, in Christchurch mehrere Menschen erschossen hat. Das war nicht so gut für Sellner, ne, dass mhm. das rauskam. Ähm, Kopf der identitären Bewegung und auch ein Vordenker so und ähm, ich, ähm, die, das war gut gemacht von korrektiv, dass sie das, wie äh, die das aufbereitet haben, dass mhm. sie alles direkt auch belegen konnten, auch mit Fotos und und so weiter. Und ähm, ich glaube das hat so eingeschlagen, ähm, weil das diesmal so konkret war, ne? weil es halt wirklich dann ganz konkret darum ging, ähm, sehr viele Menschen abzuschieben und das sehr, das plötzlich sehr kon konkret wurde. Ne? Bei Höcke, wenn man Höcke liest, dann geht es immer nur darum, ja wir werden halt große Teile, werden dann halt, ähm, äh, werden wir abschieben oder es… Ähm, also, der, er wird da nicht so konkret, aber Selno ist ähm, sehr konkret. Ne? Der ist, hat auch so ein Video gemacht, wo er dann aufgelistet hat, wie viele Menschen das dann sein werden. Das werden insgesamt 14 Millionen wahrscheinlich, die abgeschoben werden. Aus nochmal, Deutschland. Aus Deutschland. Das werden dann so drei Gruppen sein. Ne? So straffällige Migrantinnen, die ähm, sollen sofort abgeschoben werden. Das werden so ein paar Millionen. Dann werden das, äh, seiner Meinung nach, <laughs> so viel gibt es gar nicht. Äh, dann werden das halt. Ähm, Leute, die einen Aufenthaltsstatus haben, äh, die werden abgeschoben, aber auch äh, sogenannte Passdeutsche, die, sind, die nicht assimiliert sind, die quasi einen deutschen Pass haben, aber in deren Augen nicht assimiliert sind. Da werden auch nochmal irgendwie 6 Millionen dann abgeschoben. Mhm. Ja, und da kommt dann so auf 14 Millionen letztlich, die dann dort ähm, äh, remigriert, also deportiert werden. Und was ja auch neu ist, ist eben sein Masterplan, dass dann in Afrika ein eine Stadt eingerichtet wird, die, wo die dann hin abgeschoben werden. Eine Stadt so groß wie Berlin soll dann halt, äh, da soll dann das Land gepachtet werden von einem afrikanischen Staat. Und die MigrantInnen dürfen dann selber auch dort schon äh, bauen, ne? die dürfen dann selber auch schon das Land bauen, die Stadt bauen. Und die werden dann dorthin abgeschoben und können dort dann ähm, ja, sich eine Zukunft aufbauen und äh, dürfen dann aber auch die Stadt natürlich verlassen. Die dürfen dann auch natürlich wieder in ihre Heimat zurück, aber sie dürfen nicht zurück nach Europa. Das ist so der Plan und es äh, ist eine Stadt für zwei Millionen. Davon müsste es dann noch mehr geben, so sieben Städte vielleicht. Mhm. Das ist halt, ähm, und ich, äh, also ich würde diese Städte dann Deports nennen oder Deports. Also nicht Freeports, so Freihäfen, mhm. sondern Deports von Deportation, ja, wo dann Städte für Deportation. Und diese Idee kommt, ähm, die. Da bin ich wieder bei dem, was wir letztes Mal hatten: Diese Privatstädte. Es gibt so Überlegungen, Städte zu bauen für Geflüchtete, für in Anführungszeichen in Anführungszeichen für Geflüchtete. Ähm, die gibt es aus dieser Privatstadtinitiative. Die gibt es auch von Leuten, die sich engagieren in Flüchtlingslagern und sagen halt: Das sind hier Leben 100.000 Menschen in Flüchtlingslagern. Es wäre gut, wenn diese Stadt, wenn dieses, wenn diese in dieses Flüchtlingslager in Jordanien oder so ähm, Stadtstrukturen bekommen, wenn die Straßen bekommen, Supermärkte, sanitäre Anlagen, na, und so eine Refugee City dann aufzubauen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt aber auch mit aus dieser libertären Szene Überlegungen, äh, Klima-Migrantinnen-Städte aufzubauen. Da war jetzt gerade ein Treffen in Dubai von Henley und Partners, das ist da und der arbeitet mit ein Privatstadtunternehmen aus Deutschland zusammen, Titus Gebel, und die wollen so eine Global City aufbauen. Und das ist dann ganz ähnlich wie das, was Sellner vorhat. Eine Stadt für Geflüchtete, so wo dann die Geflüchteten hin können. Und ähm, ähm, das ja, aber das ist dann halt bei, bei, bei Henley und Partners und bei Titus Gebel wäre das dann eine börsennotierte Privatstadt mit EU-Anschubfinanzierung, wo es dann keine ähm, politischen Rechte mehr gibt. Und Eine börsennotierte Privatstadt, da kann man dann ja, genau, da am Aktienmarkt noch äh, sich Papiere kaufen und. Ja, genau, das muss irgendwie finanziert werden. Gott. Und äh, das sind äh, Handy und Partners. Und Handy und Partners ist äh, Milliardenschwer. Hm. Die verkaufen halt superreichen Saudis und Russen und äh, äh, Chinesen äh, Staatsangehörigkeiten, zum Beispiel in Malta oder in anderen Ländern und dadurch macht dann Machen die Geld und die arbeiten jetzt zusammen. Und genau, und das, die Idee dahinter sind so Charter Cities. Und, ähm, und das wurde ja im Zusammenhang jetzt auch mit diesem Geheimtreffen gesagt: Hier, die Selna hat den Madagaskar-Plan vor. Ne? Madagaskar-Plan Madagaskar war damals von den Nazis. Äh, kurz eine Überlegung. Ein Jahr lang war das eine Überlegung, dass ähm, Juden und Jüdinnen nach Madagaskar deportiert werden. Mhm. Und deswegen Madagaskar-Plan und die erste Charter City. Von Paul Romer, auf den sich dann quasi der Sellner bezieht. Der wollte tatsächlich auch in Madagaskar so eine Charter City bauen und das ist dann an einem Aufstand gescheitert. Erkl Erklären Sie mal, warum Jahren. die sich so treffen müssen, um so einen Plan zu besprechen oder so eine Präsentation zu bekommen. Also warum schicken die sich nicht in, in Telegram-Gruppen oder per E-Mail? Guck mal, hier ist meine Idee. Was soll das? Ich meine, die sind ja eh noch, eh noch nicht an der Macht, auch, noch nicht, ja. ab, auch nicht absehbar an der Macht. Ja, Warum? sie müssen das natürlich vorbereiten. Und es gibt so drei, ich habe ich habe heute noch gelesen, ich weiß aber nicht mehr, wer das gesagt hat, leider. Es tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt zitiere, ohne den Zitierer zu nennen. Oder die Zitierer, oder den, die Menschen, den Menschen, der das ursprünglich gesagt hat. Es gibt so drei, drei Gruppen eigentlich. Ne? Also drei, ja, drei Gruppen. Es gibt so die, die Strategen. Mhm. Sellner wäre so ein Stratege. Dann gibt es äh, Geldgeber. Und, und dann gibt es eben Umsetzer. Und diese drei sind da zusammengekommen. Mhm. Die Umsetzer, die dann konkret sagen: Ja, hier, wir können das jetzt umsetzen. Strategen, die so die Ideen geben. Und dann Finanziers, die dann das Geld geben. Mhm. Und das ist natürlich wichtig, dass sie sich dann persönlich auch treffen. Auch für die Finanziers ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, was sind das eigentlich für Leute, denen ich da mein Geld gebe. Aber und trotzdem musste man irgendwie eine Mindestspende von 5000 Euro leisten, um dabei zu sein. Ja. Wer kriegt das denn? Wer kriegt das denn? Wo fließt das Geld dann hin? Uh, das weiß ich nicht. Das, das habe ich. Da bin ich jetzt. Die gefragt. Deportationspläne und Ja, Deportationskasse. <laughs> äh, bei Selner, Selner ist natürlich auch lustig. Gibt es irgendwie historische Parallelen? Äh, der ist Österreicher, ne? Ja. Naja. Ja. <laughs> warum, warum, warum engagiert er sich so in Deutschland? Warum? Ja, Gibt es in Österreich keine, das, nichts zu tun für Faschisten? Na, die, ich glaube, die sehen ja gar nicht zum so großen Unterschied. Das sind alles ah, ja. letztlich Deutsche, ne, denke ich. Oder es äh, ist das gleiche gleiche Kultur. Ne? Mm. Also das, ähm, Wo ist Kubicek in der ganzen Sache? Ja, der mischt am Rand mit. Oder sehr zentral, ist ja auch sehr eng mit Selner und ähm, der war jetzt nicht dabei bei diesem Treffen, aber hätte auch dabei sein können. Mhm. Skype zugeschaltet also. mhm. Mhm. Ähm, Dann ähm, hatte gestern, wir nehmen jetzt hier, am 18. Januar auf, gestern hatte der äh, Vorsitzende der AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag gesagt, äh, die Deportationsforderung sei gar kein Geheimplan, Andreas, sondern Zitat, ein Versprechen. Mhm. Ja. Was davon zu halten? Ja deswegen, das double down ja, jetzt, was? ja, deswegen hatte ich mich ja auch gewundert, also man kann mehrere Sachen zu sagen. Ja. Ich hatte ja auch gesagt, mich hat gewundert, dass das so eingeschlagen hat, diese Korrektivgeschichte, weil wer sich länger mit der AfD beschäftigt, der weiß das ja, Das ist ja nichts Neues, dass ich seltener mit diesen Leuten trifft. Ja, darum das hatte ich ja von gefragt, ob dich das überrascht hat. Du hattest ja. gesagt, ja, also für mich war das jetzt, mein, du hast uns jetzt dieses letzten ja. Jahr schon sehr sensibilisiert, ja. auch andere Gäste. Mich hat das jetzt nicht groß überrascht. Ja, mich hat überrascht, dass es immer eine, eine, eine Überraschung war. Hm. Das hat mich überrascht. Okay. Also mich hat überrascht, dass es jetzt so eingeschlagen hat, dass jetzt mhm. tatsächlich Leute auf die Straße gehen. Und das erkläre ich mir eben dadurch, dass es jetzt zu so konkret geworden ist. Ja, und ähm, wenn das jetzt bestätigt wird, dann denke ich, ähm, ist das nochmal eine neue Geschichte, weil die gar nicht mehr auf diese Selbstverharmlung setzen. Ne? Bis vor kurzem war das so, da haben die noch gesagt, ja, hier das... Stimmt alles so nicht. Ne? Also zwei Schritte vor und ein zurück. So, ne? Das ist genau diese Strategie. Und inzwischen ist es so, ja, zwei Schritte vor und dann noch ein Schritt vor. Ne? Das ist, ähm, wobei ja Weidel, wie gesagt, auch gerade jetzt den Hartwig ähm, sich von ihm getrennt hat als Mitarbeiter. Vielleicht, weil, sie, weil er ihr nicht gesagt hat, dass da so ein Treffen ist. Vielleicht wollte genau. sie mit dabei sein. Ja, das kann gut sein, dass er sich da quasi. Ähm, du, ohne gehst da ohne, du gehst da ohne mich hin? Ja. Raus. Dass er ohne Absprache, das zumindest gemacht hat und dass das ein Vertrauensmissbrauch war, keine Ahnung. Das ich ich fand, bei der, fand bei der Berichterstattung, ist mir nicht überall aufgefallen, aber teilweise aufgefallen, da hieß es dann so, ja, AfD-Mitglieder haben sich mit Rechtsextremen oder AfD-Mitglieder haben sich mit Neonazis getroffen in, in Potsdam. Aber eigentlich wäre es doch richtig gewesen, Rechtsextreme treffen sich in Potsdam. Ja. Darunter waren AfD-Mitglieder. Ja, genau. Ja. Unterschied. Ja, ja. Sprache. Ja. Ähm, was ich auch noch interessant fand, äh, Gernot Möhrig war der Initiator dieses Treffen. Ähm, da ging es ja gestern auch bei Markus Lundstrom mit Sarah Wagenknecht. Mhm. Die sind ja auch irgendwie, die kennen sich ja auch gut. Genau. Ist, der, ist der dir bekannt? Nee, ich kannte ihn nicht vorher. Ich, ähm, bei diesem äh, Wagenknecht Möhrig, ich habe da nur kurz reingelesen, ich habe da gelesen, die ist zum Abendessen eingeladen, auch mit Volker Pispers. Und dann denke ich, Volker Pispers ist da. Den würde ich jetzt überhaupt nicht als rechtsextrem sehen. Nee. Und ähm, von sie, daher sie, denke sie, ich, dass sie, meint, die sie wusste hat, nicht. Sie hat seit Jahren Kontakt mit dem ja. Möhrig gehabt und unter anderem hat ja. er mal einen Abend erst mit Volker Pispers. Ja, genau. Vermittelt. Ja, genau. Mhm. Und da, von daher kann es gut sein, dass sie gar nicht wusste, wer das eigentlich ist. Das würde ich jetzt. Ich weiß da nichts mehr darüber und von daher würde ich das jetzt auch gar nicht unterstellen, dass sie ja tatsächlich auch mit ihm da zusammengearbeitet hat. Mhm. Aber kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Ne? Ich bin da überfragt. Bleiben wir mal kurz bei, der, bei, der, bei Wagenknecht. Ähm, wird wahrscheinlich ein paar Fragen geben. Was hältst du denn jetzt von diesen Parteiplänen? Ich und, bin und, auch kein Wagenknecht-Experte. Ich, ja. ähm, ich hoffe einfach, dass sie, ähm, ähm, dass es zumindest eine. eine ähm, keine Zusammenarbeit gibt mit der AfD. Ja, das ist das, was ich da hoffe. Und, ähm hat sie ausgeschlossen, wie gesagt. Mhm. Sie hat sie in der Bundespressekonferenz gefragt. Sie hat gesagt, selbstverständlich ja. nicht. Ja, genau. Aber, ähm, die Hoffnung ist ja von vielen, naja, gut, einzig guter an so einer Partei könnte sein, dass sie der AfD Stimmen wegnimmt. Ja. Wenn man sich jetzt die Umfragen anschaut, hatte ich am Anfang gesagt, ja. da ist momentan, die sind so weit auseinander, die Meinungsumfragen von INSA und Vorsa, dass überhaupt nicht klar ist, bei was sie jetzt stehen. Aber wenn Insa recht hätte, mhm. dann hätte dann hätte ähm, die Wagenknecht-Partei vor allem bei eher linken Gruppen ähm, Stimmen weggenommen. Also mhm. in Thüringen wird es jetzt bei Insa so aussehen, dass ähm, äh, SPD, Grüne und FDP aus dem Landtag fliegen könnten. Ja? Und dann hätte man nur noch CDU, mhm. äh, Linkspartei, AfD und Wagenknecht-Partei. Und, äh, das wäre das wär schwierig, daraus eine Regierung zu basteln. Ne? Das, ähm Nach dem ähm, sogenannten Geheimtreffen, was da rausgekommen ist, sind in den letzten Tagen zumindest große anti-AfD-Proteste in Deutschland äh, gewesen. Überraschen dich diese, diese Proteste? Man, das sind ja in vielen Schäden zigtausende Menschen gewesen. Macht dich das froh? Ja, natürlich mache ich mich das froh. Das ist gut. Ne? Das, das freut mich und das ist äh, notwendig. Endlich. So, und, ja. ja, und das sollte hoffentlich, ich hoffe, dass es so weitergeht. So, und äh, mich äh, hat das auch ein bisschen betrübt, so, dass es so wenig Proteste gegeben hat. Ich habe so das Gefühl gehabt, das war immer so, so ein Starren auf. Äh, des Kaninchens auf die Schlange gewesen. Dass einfach da mit großen Augen geguckt wird, oh, die werden immer größer, aber es passiert nichts. Und das ist auch was, wo ich denke: also, wir fahren jetzt sehr schwere Geschütze auf mit Grundrechtsentzug von Höcke und mit Parteiverbot der AfD. Das sind so die letzten Geschütze, die man auffahren kann, in so einer militärischen Sprache gesprochen. Und wahrscheinlich ist es auch richtig. Ich bin da immer sehr unsicher, so, weil ich. Ich denke, eigentlich, eigentlich müsste das ähm, zivilgesellschaftlich gelöst werden, das ganze Problem. Eigentlich müsste, jetzt, müsste es sehr große Demonstrationen geben. Mhm. Eigentlich müssten wirklich auch die Medien noch, deutlich, noch deutlicher eigentlich berichten über die AfD. Ne, auch solche Sachen wie, AfD trifft sich mit Rechtsextremen. Das ist tatsächlich eine Formulierung, die ist schwierig, weil dann so getan wird, als wäre die AfD nicht rechtsextrem. Ja, das... Ähm, eigentlich müsste da im zivilgesellschaftlichen Umfeld noch sehr, sehr viel mehr passieren an Aufklärung, an Medienberichterstattung, an großen Demonstrationen an, äh, und so weiter. Ja, das, das wäre sehr wichtig. Interessant ist ja auch, dass zum Beispiel der deutsche Regierungschef Olaf Scholz bei diesen Demonstrationen letzten Wochenende in Potsdam mitmacht, Annalena Baerbock war dabei. Mhm. Ähm, ist das, ich will dir nicht schlecht reden diese Proteste, mhm. aber ist. Es scheint auch ein bisschen hilflos zu sein, an wen sich denn diese Proteste jetzt richten. Hm. Also äh, da steht dann, okay, wir setzen uns für Demokratie ein, hm. weil die AfD eine demokratiefeindliche Partei ist. Aber an wen richten sich diese Proteste? Ähm, ja. Weil es muss ja irgendwas getan werden, ja. damit die äh, AfD nicht an die Macht kommt. Also erstmal ist es ja was, man geht auf die Straße und dann tut man was. Ne? Ja. Das, und das ist, glaube ich, wichtig. Und man geht ja nicht allein auf die Straße, sondern man geht mit seinen Freunden dahin oder mhm. man trifft dort Freunde, man redet darüber, man redet im Betrieb darüber, man redet in, in der Verwandtschaft darüber. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wichtig als Aufbruch, um ähm, dann in seinem Umfeld vielleicht auch was zu verändern. Das, weil die, es sind ja, wenn 22 Prozent die AfD wählen oder im Osten sogar über, deutlich über 30 Prozent die AfD wählen, dann hat wahrscheinlich jeder irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Leuten, die AfD wählen. Und dort kann man was machen. Da kann man mit den Leuten reden. Und das ist wichtig. Also da finde ich es halt ähm, wichtig, da dann nicht locker zu lassen. Da dann eben ähm, den Onkel, den. Neffen, die äh, Schwester oder auch Ehemann <laughs> oder Betriebskollegen, denen dann halt ähm, da nicht locker zu lassen und zu sagen, hier, das ist nicht okay, dass du die AfD wählst. Es ist nicht irgendwie, natürlich ist es äh, rein gesetzlich okay, dass du die wählst, du darfst die wählen, rein gesetzlich, aber ähm, es ist halt, wenn man, ich sagte immer, man, man schlägt keine Kinder, man quält keine Tiere und man wählt keine AfD. Das ist moralisch das ist es einfach wirklich schlimm. Ne? Sowas macht man nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das ähm, in die Breite geht. dass da dann ähm, Und da ist eine Demonstration auch wichtig, weil man dann sagt, hier, ich gehe auf die Demonstration und dann ist man im Gespräch. Ne? Dann mhm. äh, redet man darüber. und, und da, da, Also das wäre meiner Meinung nach das, was gemacht werden müsste. Man, die, es müsste sehr deutlich klar gemacht werden, man wählt die nicht. Man, äh, das ist äh, ganz schlimm. <laughs> Aber man, man könnte ja auch sagen, okay, warum werden die gewählt? Was sind die Ursachen dafür, dass ja. Faschisten wieder an die Macht kommen? So frei ja. nach Adorno, genau. die offenen Wunden der Gesellschaft mhm. bilden das Potenzial des Faschismus. Ja. Und die Aufgabe vielleicht einer Bundesregierung oder von Parteien wäre ja, okay, vielleicht an den Ursachen des Rechtsrucks. Genau. Den Ursachen ja. für Rechtsextremismus, also dem ja. steigenden Rechtsextremismus ranzugehen. Das also, ja. Genau. und da sehe ich halt die, also da sehe ich als Verursacher ganz deutlich FDP, die, also wenn ich mir anschaue, wer jetzt die, die dazugekommen ist, ne? bei den bei denen jetzt, die jetzt die AfD wählen, das hat sich ja verdoppelt innerhalb der letzten. Mhm. Monate. So und ähm, da hatte ich ja gesagt, das ist dieses Heizungsgesetz auch gewesen, was ganz, also zumindest im gleichen in, in den Zeitraum, wo es über dieses Heizungsgesetz geredet wurde, wurde halt, äh, ist die AfD immer stärker geworden. Und ich denke, ähm, da ist dieser Impuls, AfD zu wählen, sehr stark gerichtet gegen die Grünen, ne, gegen Habeck, gegen das Heizungsgesetz, gegen, ähm, gegen ähm, sowas. Und das hätte aufgefangen werden können. Also ich finde das ja. Wir haben ja nicht nur das Problem eben mit der AfD, wir haben auch ein Riesenklimaproblem. Klimaproblem. Also das kommt ja noch mal hinzu und äh, da muss ja auch was gemacht werden. Und ähm, da denke ich eben, das hätte abgefedert werden müssen. Ne? Das, äh, wenn halt so ein Klimagesetz gemacht wird, muss das abgefedert werden, dass die Leute, die dann halt draufzahlen, gerade Ärmere, die draufzahlen, ähm, dass die dann eben auch Geld vom Staat kriegen, damit das eben Aufgefangen wird. Ne? Und ähm, das ist ja nicht passiert. Das mhm. ist ja dann. Äh, und ähm, das ist nicht passiert, meiner Meinung nach, weil die FDP dort äh, nicht mitgespielt hat. So, und, ähm, ja, und genereller in, im weiteren Sinn gesehen, also die rechten Parteien sind seit 2008 immer stärker geworden, seit der Weltwirtschaftskrise 2008, ne? seit ähm, die Ja, also mit der Weltwirtschaftskrise haben, haben die, die, hat das Bürgertum quasi die Ellenbogen ausgefahren und äh, jeder gegen jeden und dieses Denken quasi jeder gegen jeden und äh, soziale Rechte sind nicht mehr so wichtig. Ähm, damit sind die rechten Parteien immer stärker geworden und das ist quasi der Motor dahinter. Das ist das, was es, was, was es antreibt. Ne? Ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren. Aber gegen die da oben kann ich nichts machen. Ja. Aber ich kann was machen gegen die, gegen die Ausländer, die in meine Wohnung kriegen. Das, 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 ja. das meinte ich ja ein bisschen. Hans ja. sagt, immer, soziale Unruhen ja. äh, basieren auf ökonomischen ja. äh, Ursachen. Das, 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 ja. Wenn du mit den Leuten redest, ich habe es ja auch in meinem Umfeld, in meinem Familienumfeld, ja. da kommt dann natürlich irgendwie auch Ausländer, die Parolen. Hm. Das sind so die Symptome. Aber wenn man mal ein bisschen gräbt, dann geht es halt ja. wirklich um Zukunftsangst. Ne? Also ja. die Lebenshaltungskosten steigen, die Renten sind zu niedrig, die Löhne sind zu niedrig. Äh, es wird die Ungleichheit äh, ja. zwischen Arm und Reich, die wird ja immer stärker. Ne? Mittlerweile haben zwei Männer so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen. Ja. Äh, man hat Angst vor einer Transformation, ne? also also diese wirtschaftliche Transformation. Auf einmal sind dann irgendwie äh, das Symptom äh, die Windräder und die mhm. Solaranlagen. Dabei kann man ja das quasi anders. Machen, ne? also quasi die Windräder quasi den Kommunen geben, beziehungsweise denen überlassen und dann, äh, ich glaube, ja. gibt es da eine ganz andere äh, Art darüber nachzudenken. Und natürlich auch der, durch den Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte, der Rückzug des Staates ja. aus allen Lebensbereichen. Und da sehe ich, glaube ich, die Ursachen für den Unmut und das äh, allgemeine Unverständnis. Okay, das soll jetzt die tolle Demokratie sein, von der ihr redet. Naja, dann, ja. sagen viele zeigen den Mittelfinger und ich habe ein bisschen Zweifel daran, dass diese Regierung da irgendwas machen will oder machen kann, an diesen Ursachen ranzugehen. Ja. es geht ja meiner Meinung nach meiner Meinung nach noch weiter. Es ist einerseits klar. Das ist halt die die Grundlage ist eben dieser ähm, Existenzkampf ne? oder Existenzängste besser gesagt. Ja. Also ich habe und die sind ja berechtigt. Es verlieren ja ganz viele Menschen ja. die wohnung und ähm, das ist äh, es gibt eine große Armut in Deutschland so und das ist glaube ich der Motor diese Ängste sind berechtigt ja. und ähm, die Ausländer Ausländerinnen sind dann quasi die Sündenböcke das ist so ganz platt ne? das ja. ist so einerseits aber andererseits ähm, richten sich ja die richtet sich die ähm, gibt es auch noch mal ein, also bei der Wählerschaft auch noch mal einen Geschlechterunterschied Es mhm. sind vor allen Dingen Männer mhm. die die AfD wählen nicht Frauen obwohl Armut ja eher weiblich ist mhm. eigentlich müssen ja dann eher wenn man sagt okay es geht nur um um Armut, Existenzängste, dann wären es ja eher Frauen. Zumal ja auch dieses Narrativ, das sind alles Vergewaltiger, die, was wir damals mit Köln hatten, das, dann wären es ja auch eher Frauen, die dann eher sagen müssten, hier, das, ich bin bedroht von Ausländern, von diesen männlichen Ausländern. Aber es sind ja eher Männer, die die AfD wählen. Und dann gibt es nochmal eben diese große Wut auf die Grünen. So. Und da denke ich, müsste man noch einen Schritt... Noch, noch weitergehen und äh, sehen, dass wir gerade auch eine Transformation haben im Kapitalismus, also weg von diesem Fordismus, den wir hatten, und hin zu einem äh, zu, zu Postfordismus, mit wo das ähm, anders funktioniert. Ne? Also Fordismus meint ähm, ein, ein kapitalistisches Gesellschaftsmodell, wo ähm, sehr eine sehr starke Gleichheit der Arbeiter war in der Fabrik ne, mit äh, Fließbandarbeit, mit Arbeitersiedlungen, äh, mit Massenproduktion und das kommt von Ford, der ne, Ford T, also dass dieses dieser ähm, erste mhm. Massenprodukt an Auto wie in Deutschland Volkswagen so und ähm, ähm, und dieser Fordismus ist aber auch ganz eng gekoppelt gewesen mit ähm, äh, mit Energie, mit ähm, Kohle, mit Öl, mit, also mit diesen fossilen Brennstoffen. So, und das ist jetzt äh, ein Wandel. Ne? Wir haben diesen Faudismus nicht mehr als, als Produktions- und ähm, Konsumtionsmodell. Also als, es ist ja nicht nur, wie produziert wird, sondern auch, wie konsumiert wird. Mhm. Ne? Heute wird nicht mehr Massenprodukte, sondern heute äh, gibt es mit Lean Production und, und so weiter, und Outsourcing, es ganz, ganz, ist sehr viel differenzierter, globalisierter. Und ähm, da habe ich jetzt nochmal was mitgebracht, das, da wollte ich auch nochmal drauf. Ähm, zwar wollte ich das deutlich machen an ähm, diesen beiden Dingen. Ne? Und äh, das symbolisiert quasi ähm, das männliche, die männliche ähm, Selbstwahrnehmung im Fordismus. Ne? Das ist halt äh, so ein innergeiser äh, Getränk und das ist eine Batterie. Ne? Und allein schon vom Aussehen her ist deutlich... Ähm, das äh, ist sehr ähnlich. Ne? Also, okay, die Batterie ist kleiner, es gibt natürlich auch größere Batterien. Es ja, das, das ist mir noch nicht aufgefallen, dass Red Bull wie, äh, wie eine Batterie ja, aussieht. Ja, genau. Sie ist ja nicht nur Red Bull, die sind ja alle in diesen ja. Konservendosen. Ja, das ja. soll halt auch keine Produktwerbung sein. Ähm, so, und, ähm, und das ist halt diese, diese Sichtweise, ähm, wie Männer sich halt wahrnehmen. Und ähm, sie haben eben Angst, ähm, nicht nur Angst, äh, jetzt nicht mehr kein Geld mehr zu haben oder dass die Wohnung weggenommen wird, sondern dass sie keine Energie mehr haben. Ja. Und ähm, dieses Denken, dass man Energie braucht, das ist aber was Neues. Das ist gar nicht, das ist entstanden. Also der Begriff Energie, den gibt es eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, der ist entstanden quasi auch mit, mit den äh, ähm, mit, mit der Dampfmaschine, ne? wo dann mit der Elektrizität und so weiter mhm. und das ähm, und und da ist jetzt gerade eben so ein Wandel und ähm, es gibt ein Buch in den Vereinigten Staaten von Carol Newdegget, das heißt äh, ähm, Petromaskulinität von Petroleum, also mhm. das meint so viel wie Erdölmännlichkeit und sie sagt, dass die Männlichkeit des letzten Jahrhunderts ähm, sehr stark bestimmt war von, von Erdöl ne? oder von fossilen Energieträgern. Ne? Das ist eben ähm, und, ähm, das eben mit Autofahren, Männlichkeit und Autofahren ist ganz eng gekoppelt. Ne? Oder ähm, Fleisch essen. Ähm, äh, ich brauche viel Energie, um eben ähm, fähig zu sein, bestimmte Sachen fähig, ähm, dazu fähig zu sein und so weiter. Und das ist eine bestimmte Männlichkeit, die jetzt gerade im Wandel begriffen ist. Ne? Das, ähm, jetzt, heute geht es eher um Informationen. Es geht nicht mehr so um Energie, sondern man muss flexibel sein. Es geht gar nicht darum, dass man so viel Energie hat, man muss gar nicht so ein dickes Auto fahren mit Diesel. Ich ne? Die könnte ja immer ein Auto fahren, aber mit Elektrizität. Ja, aber auch das ist gar nicht mehr, du kannst ja auch zu Hause sitzen ja. und dann zu Hause am Computer sitzen und ähm, bei Corona wird es ja auch klar, dass man gar nicht mehr zum Betrieb hinfahren muss. Ne? Ja. Das heißt, dieses ganze, ähm, diese ganze, dieses ganze Energiedenken. Ne? Ich bin jemand, der Energie braucht. Ne? Und als Mann brauche ich Energie, sonst bin ich kein richtiger Mann. Diese Energie ist gekoppelt an Petroleum, an, äh, an fossilen äh, ähm, Energieträgern, das ist glaube ich, das spielt eine große Rolle und da fühlen die sich eben momentan. Aber das, aber, das, aber das spricht doch niemand so wirklich aus, Also, das ich, also so, so kondensiert habe ich das ja so noch nicht gehört, das eine ist, ist naja, in These. Es gab in Deutschland die Autofahrerpartei. Ach so. Die gab es. Und wenn man sich anguckt, wie die AfD auftritt, dann tritt die auch auf, als Autofahrerpartei. Die haben auch so eine Dieselkampagne gestartet. Ja, dann ähm, ja, machen die anderen das, auch. Ne? Also ich denke, das ist, also das ist zumindest die These von Carrie-New Daggett. Mhm. Ne? Und ich spreche dann auch von fossiler Männlichkeit. Ja. Fossile Männlichkeit in dem Sinne, dass es, ähm, dass es ähm, hm. ja, einerseits auf fossile äh, Energieträger beruht, und andererseits auch, dass es eben eine veraltete Männlichkeit ist. Ne? Das, und da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Ding mit Ungleichzeitigkeit. Sie haben Angst, nicht mehr gebraucht zu werden, dass sie, ähm, und Carrying Newdegget sagt, mit dieser Klimakatastrophe könnte es zum Klimafaschismus kommen, mhm. weil die Männer, die halt ähm, an diesen fossilen Brennträgern hängen und sagen, das ist meine, das gehört zu meiner Identität die würden halt eher einen Faschisten wählen, als dass sie auf ihre ähm, äh, energetische Männlichkeit verzichten würden. Aber ich meine, das Problem ist ja, dass eine Regierung quasi auch das Leben dieser Menschen, also zumindest in Anspruch haben sollte, äh, ihr Leben zu verbessern. Bzw. Ja. abzusichern. Ja. Und das heißt im Umkehrschluss, wir, müß, wir müssen auch das Leben, also wir müssen so denken, dass auch das äh, Leben von AfD-Wählern und AfD-Wählerinnen äh, besser wird, damit ja. sie gar keinen Grund mehr haben, diese Partei zu wählen. Oder diesen Männern, von denen du ganz klar gesprochen hast, das Gefühl zurückgeben oder das Gefühl geben, gebraucht zu werden. Ja. Das, ist, das muss ja die Aufgabe sein, nicht ja. diese zu bekämpfen und sagen, ihr seid alle äh, als Nazis, wir ja. brauchen euch nicht, ja. sondern die Politik muss sich überlegen, okay, wir müssen die abholen, wir müssen ihnen die Gründe nehmen, die rechtsextrem zu wählen. Genau. Also ich geht, es geht ja nicht, aber ich meine, es, es, es muss einfach deutlich gemacht werden, hier, ihr müsst auch kein Fleisch essen. Eure, eure Identität ist nicht verloren, wenn ihr kein Fleisch mehr isst. Zumal es ja heute ganz viele Fleischersatzprodukte gibt, die fast genauso gut schmecken <laughs> wie die Originale. Ne? Mhm. Ihr müsst kein, ähm, ihr müsst kein ähm, Autofahren, was mit äh, Benzin fährt. Ne? Das müsste theoretisch, aber okay, da kommen wir schon wieder in Bereiche rein, in bestimmten Bereichen auf dem Land müssen die das doch. Ne? Gerade auch bei diesen Treckerprotesten, wo es ja auch um Diesel ging. Ne? Das, das, da muss tatsächlich dann auch der Staat ähm, auch das bereitstellen, dass man das tatsächlich nicht mehr muss. Und dass sie das dachten oder dass sie das denken, dass sie das müssen, diese, diese fossile Männlichkeit zu haben. Ähm, das war ja tatsächlich so oder ist tatsächlich immer noch so. Das mhm. haben die sich ja nicht selber ausgedacht, mhm. sondern wenn man in einer Fabrik gearbeitet hat oder auf dem Bau gearbeitet hat, musste man energiereich essen, weil das harte körperliche Arbeit war. Und dann ist eben so ein Salat eben nicht, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das energie, energetisch ausreichen würde, aber da muss man eben viele Kalorien essen, um dann eben auch so arbeiten zu können. Und das ändert sich aber gerade, aber diese, diese, diese entsprechende Art und Weise zu leben, die ändert sich da nicht schnell genug. Und ähm, das, das sind Ungleichzeitigkeiten. Und Ernst Bloch, also ein Philosoph, aus dem, ähm, der auch aus dem Nationalsozialismus fliehen musste, der meinte damals, der Nationalsozialismus in Deutschland, das sei ähm, auch eben eine, eine Bewegung der Ungleichzeitigkeit in dem Sinne, dass ähm, viele, die äh, quasi aus der Zeit gefallen sind, die noch quasi im 19. Jahrhundert lebten, vor allen Dingen auch viele Bauern ne, mit ihren... Ähm, Abergläubischen Sachen damals noch. Ähm, die die ähm, sind dann aufgefangen worden von der NSDAP, weil die gesagt haben: Ihr könnt so weiterleben, wie ihr damals wolltet. Ne? Wir, ähm, hm. ähm, ihr müsst euch gar nicht ändern. Und das ist heute ähnlich. Das, ich meine, Bauernproteste, wir nehmen jetzt gerade im Januar 2024 auf. Ähm, wir erleben Bauernproteste seit ein paar Wochen. Das ist natürlich auch interessant, dass die Partei, die gegen Subventionen ist, die Subventionen streichen will, ja. äh, auf einmal die Bauern ja. bei ihren Subventionserhaltungskampf, äh, also fossilen ja. Subventionen, äh, unterstützt und zur Seite springt. Ja, genau. Es gibt im deutschen Jahr den Begriff Bauernfängerei. <laughs> das ist genau der passende Begriff, ne? dass die. Ähm, ähm, Klar, also die wollen Subventionen streichen. Die AfD ist, ist die neoliberalste Partei überhaupt. Die ist sehr deutlich, sehr viel deutlicher neoliberal als die FDP. Ja. Markus Krall, der nochmal noch deutlicher da so auftritt, der hat sich ja auch an die Spitze gestellt oder wollte sich an die Spitze stellen von, von diesen Bauernprotesten und hat dann gesagt hier, und hat gleichzeitig aber gesagt, wer Subventionen bekommt, dem soll das Wahlrecht entzogen werden. Mhm. Der würde also quasi allen Bauern das Wahlrecht entziehen. Und tut jetzt so, als wäre er der Volk Vorkämpfer halt für diese Bauernproteste. Aber da geht es natürlich nur darum, dass das instrumentalisiert werden soll gegen die Ampelkoalition. Ähm, wie bewertest du die scheinbare Normalisierung von rechtsextremen Positionen, die, also die aus meiner Sicht und auch laut, laut Protestforschung, Konfliktforschung immer mehr in die bürgerliche Mitte hineinreicht? Also angefangen, das ist eine, das ist eine zunehmende Akzeptanz für Gewalt. Gibt als Protestform in Anführungsstrichen mhm. und auch einfach, mein, das beste Beispiel ist ja Friedrich Merz, der mit äh, jahrealten rechtsextremen Lügen mittlerweile äh, im Mainstream damit landet. Also zuletzt mhm. erinnere ich mich an diese Zahnarztgeschichte. Ja. Wie gefährlich ist das? Oder ist das jetzt eine konsequente Entwicklung? Ähm, ja. Die Union spricht von der ja. Brandmauer, Andreas. Ja. Also, die ja. wollen mit der AfD nichts zu tun haben. Naja, ja, ja, ich meine, das, das, ähm, das also es ist auf mehreren Ebenen, Es ist ja da eine Gefährlichkeit. Ne? Das Gefährliche ist ja zum einen eben, dass Wahrheit, in Anführungszeichen, dass, das, also, oder dass, dass überprüfbare Fakten eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ne? Dass es immer weniger eine Rolle spielt. Und das hat ja angefangen mit Sarrazin, denke ich, mit dieser Debatte. Man wird ja noch wohl sagen dürfen, da war diese Bild-Zeitungskampagne damals und man wird ja noch wohl sagen dürfen, heißt ja, man wird Sachen äußern dürfen, ohne dass das irgendwie hinterfragt wird. So, und äh, das ist eine Gefahr, aber die andere Gefahr ist natürlich jetzt auch die reale Konstellation in den, in den Landtagen, wenn jetzt halt Insa recht haben sollte und die äh, AfD kriegt 32 Prozent und die BSW kriegt 17 Prozent und die... Linkspartei kriegt äh, vielleicht 15 Prozent und CDU kriegt 20 Prozent. Ne? Wie soll man daraus eine Regierung bilden? Ne? Eine, eine mögliche Regierung wäre dann tatsächlich äh, CDU und AfD. Eine andere mögliche Regierung wäre CDU, Linkspartei und BSW. Ne? Und also es bleibt da nicht mehr viel übrig. <laughs> und das, ähm, das ist wirklich dann echt ein Problem. Aber das ist parlamentarische. Mir genau. geht es jetzt darum, dass die unsere vermeintlich konservativen ja. Parteien, CSU, CDU insbesondere, auch Teile der FDP, mhm. diese rechtsextremen, rechtsradikalen Narrative in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft tragen. Ja. Sind die so ja. doof? Ja, stellt kein Kalkül dahinter. Ticken die ähnlich? Ich meine, mhm. erinnere dich an Christian Lindner die letzten Monate und Jahre. Mhm. Der blinkt auch immer mehr rechts und mhm. agiert auch in der Ampel. Rechts? Zuletzt gerade bei den Bauernprotesten. Ja, <laughs> es gab es ja immer schon. Ich meine, das war ja. Ähm ist Ihnen nicht klar, dass sie den Boden bereiten für diejenigen, die sie angeblich bekämpfen? Ja, ja ich kann da nichts zu sagen. Ich finde das äh, auch gefährlich. So ich, es ist es halt nichts Neues. Ne? Die haben. Ähm wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anschaut, die ist aus dem Nationalsozialismus entstanden. so Und da gab es immer, immer diese Nazis nebenher. Die liefen immer nebenher. Die waren auch in der CDU, die waren auch in der SPD. Und es gab dann immer auch ähm, Verharmloser in diesen Parteien. Es gab immer. Ähm, ja, aber die hat, die hat wenigstens noch den Anspruch zu sagen: Also, Strauß, ja, rechts neben mhm. der CSU ist nur noch die Wand. Ja, einerseits. Andererseits kamen von ihm dann Zitate mit Schmeißfliegen und. Äh, es ist ja heute ähnlich. Es wird ja auch gesagt, wir haben diese Brandmauer, ne? und ähm, gleichzeitig wird aber auch ähm, werden Parolen von der AfD übernommen und äh, wird mit ihnen zusammengearbeitet. Im, ja, und aber damals äh, rechts von der CSU konnte auch damals die Wand sein, weil es eben keine, keine NPD mit äh, 30 Prozent gab. Ne? Wenn es damals eine NPD mit, 20, mit 30 Prozent gegeben hätte, hätte vielleicht auch äh, Franz Josef Strauß. Ähm, diese Wand eingerissen. Das ist, das, ähm du hast ja schon angesprochen, die, also wenn es ein gemeinsames Feindbild von AfD äh, Union und auch Teilen der FDP gibt, dann sind es ja die Grünen. Hm. Wie erklärst du dir das und nicht zum Beispiel die SPD? Ich meine, die SPD ja. ist die größte Partei in ja. im Bundestag, stellt den Bundeskanzler, hm. es, also Rein faktisch die mächtigste Partei. Warum wird sie an den Grünen so abgearbeitet? Da geht es, glaube ich, auch viel um kulturelle Fragen. Mhm. Ne? Da geht es einmal um Feminismus, dann geht es natürlich auch um Klimapolitik, dann geht es ähm, aber auch so um kulturelle Sachen. Ne? Das, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es eben bei, bei den Grünen mehr Vegetarier, Vegetarierinnen gibt als bei der SPD und dass ähm, auch die Gendersprache sehr stärker, sehr viel stärker auch von, der, von den Grünen forciert wird. Ähm, es gibt da, glaube ich, mehr Überschneidungen, also rein kulturell gesehen auch zwischen SPD und CDU. Ja, das wäre eine denkbare Möglichkeit. So. Ich glaube aber, relevant ist auch nochmal also die Klimakatastrophe, mhm. wie ernst sie genommen wird. Und da habe ich eben das Gefühl von, von Politikern von CDU und ähm, FDP, wie die Klimakatastrophe nicht wirklich ernst genommen und von den Grünen denke ich, dass sie, wenn es jetzt nicht Machtpolitiker sind bei den Grünen, die es ja auch gibt, wird die tatsächlich sehr ernst genommen. Und, und da ist, glaube ich, auch der größere Widerspruch. Dass, und Klimakatastrophe, wenn wir die ernst nehmen, heißt das eben nicht nur, dass wir dort sehr, sehr viel. Maßnahmen ergreifen müssen, sondern auch, dass es demnächst sehr viel mehr Flüchtlinge geben wird, Geflüchtete geben wird, sehr viel mehr als heute. Und das wird auch Lösungen gefunden werden müssen und dass wir sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Geflüchtete aufnehmen müssen als heute. Ja, das und gleichzeitig sagt ja auch die Bundesregierung angesichts der demografischen Bombe, die zu platzen droht, wie ja. Stefan Schulz der ja. auch ein Soziologe sagen ja. würde. Ich meine, die Babyboomer gehen ja. bald jetzt in Rente. Ja. Bundesregierung selbst spricht von mindestens sieben Millionen Migranten, die in ja. den nächsten Jahren nach Deutschland kommen müssen, um quasi die ja. Arbeitsplätze, vor Gott sagen, aber die ja. Erwerbstätigkeit der Boomer zu ersetzen, ja. die in Rente gehen. Ja. Stattdessen haben, wird so getan, als ob ähm, die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland oder beziehungsweise diese Angst vor Migranten so ein Sachzwang ist. Ja. Dabei ist der Sachzwang ja eigentlich dass wir Migration brauchen, um den Laden am Laufen zu ja, halten. Genau. Und das ist halt, das Problem ist ja auch, dass dieser Sachzwang auch künstlich hergestellt wird, weil ähm, es fehlen tatsächlich Wohnungen, es fehlen tatsächlich Sozialarbeiter vor Ort. Es ist schwierig halt vor Ort, wenn man halt sich äh, das. Da sind wir beim bei den Ursachen, ne? Der Rückzug der Staat ist. Ja, genau. Da müsste eigentlich sehr viel mehr gemacht werden. Es müssten mehr Wohnungen gebaut werden. Es müssten mehr. Das machen die, äh, das machen die privaten Unternehmer, weißt Ja, du? <laughs> vor allen Dingen. Das, ähm, ja, es ist, ist so. Der Staat baut nicht. Ja, aber er müsste bauen. Er müsste eigentlich, er müsste das ja, er müsste quasi dafür sorgen, dass äh, gebaut wird. Er müsste, ähm, der Staat lenkt ja eigentlich. Sie ermöglichen dem Markt, dies zu tun, Andreas. Ja. Äh, ich habe mich in der Vorbereitung. Natürlich jetzt gerade dadurch, dass Trump in Iowa wieder gewonnen hm. hat und sehr wahrscheinlich der äh, hm. erneute Gegenkandidat von äh, Präsident Biden in Amerika hm. wird, äh, gefragt, wie viel gucken die sich eigentlich untereinander ab? Also die, ich fasse jetzt mal unter Rechtsradikalen im Westen hm. zusammen, wie viel, wie viel lernen die voneinander oder gibt es da Unterschiede? Befährst du dich damit? Ja, also, also ich bin ja gerade, ich... Ähm ich hatte am Anfang, als ich angefragt wurde, hatte ich ja gesagt, ich habe überhaupt keine Lust mehr, was zur AfD zu machen. Ich einfach, weil das, die Sache ist so klar, das sind Faschisten und das ist alles schlimm. So, und ähm, ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit Libertarians. Und da ist ja jetzt gerade äh, Millet in Argentinien, der hat jetzt ja auch gerade eine Rede gehalten beim World Economic Forum in, in Davos. Und, ähm, ah ja. ähm, und der hat natürlich eine sehr große Ausstrahlung gerade. Das ist wichtig für diese Libertarians. So, und äh, der ist ja noch deutlich radikaler eigentlich aufgetreten als, äh, als Trump oder Bolsonaro. Also, wenn man sich die Reden angeschaut hat von ähm, Millay, der der ist ja noch krasser mit seiner Kettensäge und mit. Äh, es gibt ein Interview, wo er die ganze Zeit nur rumschreit und so. Das, ähm, das wird sich natürlich abgeguckt. Ähm, ja, Amerika zuerst, Deutschland zuerst. Das sind ja auch Parolen, die dann. 1 zu 1 übernommen wurden von der AfD und, ähm, und die haben äh, davon abgesehen gibt es ja auch so Vorfeldorganisationen. Also bei der Klimapolitik ist es ja dann Eike, so ein ähm, mhm. Institut für Energie, ähm, so ein Energieinstitut, das Klimawandel leugnet. Ähm, die kommen direkt aus den Vereinigten Staaten, haben dort direkt die, also kommen quasi direkt daher so und haben da natürlich auch Beziehungen hin und übernehmen dann auch die äh, ideologischen Positionen oder jetzt gerade Beatrix von Storch hat ja auch, wenn sie jetzt Habeck angreift, dann sieht die ihn ja auch als ein Vertreter des Kapitalismus, nämlich des sogenannten Woken-Kapitalismus. Also Habeck ist quasi ein Vertreter von BlackRock oder die Grünen sind äh, Vollzugsorgan ähm, des Vermögensverwalters BlackRock und BlackRock verwaltet über eine Million US-Dollar. Also die haben die nicht, aber die verwalten die als Vermögensverwalter. Und da gibt es. Das ist die Firma, Fall. wo auch Friedrich Merz mal. Ja, genau, Friedrich war, Merz ja. hat auch für BlackRock gearbeitet. Da war, weiß gar nicht, welche Position er hatte, hat auf jeden Fall was zu tun auch mit BlackRock. Und ähm, das ist halt eine Position, die kommt auch direkt aus den Vereinigten Staaten, wo mhm. ähm, BlackRock als äh, Feind aufgebaut wurde. Und das, was wiederum mit Klimapolitik zu tun hat, weil BlackRock ist einfach kapitalistisch orientiert. Die wollen Gewinne machen und die wollen und die sehen einfach, wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann müssen wir das berücksichtigen. Die arbeiten nicht mit irgendwelchen Ideologien. Das können die sich so gar nicht leisten. Die müssen dann halt gucken, was passiert. Stimmt das mit der Klimakatastrophe oder nicht? Und sie sehen, dass so dass stimmt und dann ähm, unterstützen die halt ähm, Firmen, die dagegen, die halt ähm, dagegen arbeiten oder die neue Strategien entwickeln und das ist jetzt quasi zum Feind erkoren worden von den Rechten in den Vereinigten Staaten, weil, und da gibt es jetzt vier Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, die von Republikanern angeführt werden, die jetzt ähm, äh, gegen BlackRock kämpfen. Mhm. Also der Staat, in, also Staaten in den Vereinigten Staaten kämpfen äh, gegen ein Unternehmen, weil das nicht... Ähm, Kapitalistisch genug ist. Das ist auch eine ganz neue Geschichte. Eigentlich sollen der Staaten Unternehmen äh, quasi ein, einhegen. Ne? Und da ist es so, dass sie sagen: ja, Ihr seid uns zu Vogue. Ne? Also, BlackRock ist zu Vogue. BlackRock ist quasi sozialistisch in deren Augen. Und das ist komplett übernommen worden von Beatrix von Storch. Das, ist, das hat die eins zu eins übernommen und dann eben auf Habeck und auf die Grünen angewendet. Ich habe nochmal äh, eine Frage jetzt zum amerikanischen dieser rechten Bewegung, da ist ja eine äh, -Kern Kernfigur, Steve Bannon, hat mhm. damals auch mit Trump eng zusammengearbeitet, ich weiß gerade nicht, wie es heutzutage ist, aber der hat mal den Leitspruch gesagt, seiner, dieser Bewegung, und ich würde mal gerne wissen, ob, die, ob das für die AfD auch zutrifft, äh, in Bezug auf den politischen Konkurrenten hat er gesagt, die Demokraten, die sind uns egal, die echte Opposition sind die Medien, und um denen Herr zu werden, ist die Lösung man muss die Zone mit Scheiße fluten. Hm. Es geht um Desorientierung. Hm. Wie ja. viel passt, äh, passt darauf auf Deutschland und den Rechten? Schaffen Sie das, ja. äh, die also dem Mainstream oder die mediale Lage mit Scheiße zu fluten? Ja, was meint er damit? Also ich denke, das geht um ähm, Desorientierung, ne? ja. dass die Leute sich überhaupt nicht mehr orientieren können, dass ja. sie gar nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch. Und ähm, ich denke, dass ähm, ja, das passiert äh, ständig eigentlich dadurch, dass, dass ähm, eher Fakten eigentlich keine Rolle mehr spielen, dass, dass die Hinterfragbarkeit keine Rolle mehr spielt, dass wir eigentlich auch gar keine Medien mehr haben denen vertraut werden kann, aufgrund halt von dieser Politik. Das gesagt wird ja, ARD und ZDF sind auch alle gekauft. Es gibt überhaupt keinen mehr, der, der, dem man trauen kann. Und das ist ja aber, glaube ich, der erste Schritt. Der erste Schritt ist ähm, zerstören, der zweite Schritt ist neu aufbauen. Ja, und das, das ist so ein Ding. Also äh, im, im Social Media dominieren sie. Also mein TikTok mhm. ist mittlerweile bei den jungen Leuten die wichtigste äh, sozialmediale äh, ja. Anwendung. Da hm. ist der Vorsprung der AfD riesig, hat natürlich auch inhaltliche Gründe, hm. weil mit Populismus äh, und extremistischen Aussagen ja. kommst du halt leichter also, an die genau. Klicks, weil ja. das regt auf oder kann man leicht zustimmen. Aber das andere, ich glaube, die Neuentwicklung neben dem Hass auf äh, die vermeintlich liberalen oder bürgerlichen Medien, auf dem Mainstream, was immer das heißt, sind ja einfach diese neuen Nachrichtenportale. Hm. Also da ist News. Von Reichelt und diesem Milliardär das mhm. eine, aber es gibt ja so viele teilweise Schrottportale, die wo du auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht mehr siehst, ist das jetzt eine was, irgendwas seriöses? Ist das jetzt so eine Regionalzeitung, wo, was man ernst nehmen muss? Ja. Und dabei ist das ja einfach äh, völkisch nationalistische, äh, also Desinformation. Ja. Und das, und äh, so kommt es mir jetzt in meinem Umfeld, also in meinem weitesten Umfeld, gerade in meiner Heimat. Das wird dann als Quelle benutzt ja. dafür, naja, guck mal, ja. da steht's doch. Ja, ja, genau. Ja, das ist halt seit ein paar Jahren das große Problem, ne? seit halt mit den sozialen Medien. Das, äh Und es wird jetzt ja mit, mit, der, mit der Cyber, äh, mit, mit der künstlichen Intelligenz, wird es ja nochmal, mit chatgtp wird es ja nochmal krasser, weil ja auch selbst Videos, also selbst äh, bewegte Bilder, können ja inzwischen von allen möglichen Leuten gefaked werden, ne? wo man dann. Ähm, es gab jetzt ja vom Zentrum für politische Schönheit, die haben ja Olaf mhm. Scholz gefaked. Und mhm. das war, denke ich, haben sie auch gemacht, um zu zeigen, wie leicht es möglich ist. Dass du da eine Rede hast von Olaf Scholz, der das aber gar nicht gesagt hat. Das ist so gut gemacht, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Das sind jetzt nicht mehr einfach nur Bilder, die gefaked sind, wo dann irgendwas reingeschnibbelt wird, sondern es können komplette Videos komplett so gefakt sein, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ist das echt oder falsch. Und das, das heißt, Medienkompetenz ist immer, immer mehr gefragt, letztlich. So. Das andere, die Mehrheit der, der Deutschen äh, informieren sich trotzdem immer noch äh, bei, ich nenne es immer, traditionellen Medien oder äh, professionell verantwortungsbewussten hm. Medien, äh, mehr oder weniger. Ähm, Joska hat jetzt angekündigt, wird jetzt die Nachfolger von Anne Will am Sonntagabend an der Platz ihrer neuen Talkshow, dass auch Afdela äh, wieder zu Gast sein ja. werden. Ähm, ist das eine aus deiner Sicht eine gute Entwicklung? Bei Anne Will hat das, äh, hat das ja jetzt die letzten Jahre nicht mehr gemacht. Sollte man sie als Diskursteilnehmer zulassen, um sie dann auf offener Bühne irgendwie zu demaskieren, oder sollte man sie als demokratische Diskursteilnehmer wirklich ausschließen? Ja, es das heißt ja Talkshow Show, ne? und, und Show ist halt Show. Das ist ja nicht ein, ist ja kein Seminar, es ist ja kein wissenschaftlicher, es ähm, ist ja nicht etwas, wo man sich dann über ein ganzes Wochenende trifft und dann halt Argumente eine ganze Woche lang so austauscht, sondern es ist halt äh, eine kurze Sendezeit von vielleicht zwei Stunden maximal, wo dann sechs, sieben Leute sitzen, die dann irgendwelche Parolen von sich geben vielleicht noch ein bisschen konfrontiert werden, dann aber auch irgendwas dagegen halten können. Und das ist ja genau das, was der ähm, AfD in den Händen arbeitet, denke ich. Ne? Weil ähm, es eben nicht ähm, darum geht, tatsächlich äh, Sachen zu Ende zu denken. Ne? Mit ganz vielen Argumenten, Gegenargumenten und, und äh, wie man das vielleicht aus einem wissenschaftlichen Diskurs kennt. Ne? Sondern es ist halt eine Show, es ist halt eine Abendschau und es ist... Ähm, es geht halt auch um Unterhaltung, es geht um Einschaltquote und äh, es geht eben um eine sehr begrenzte Redezeit. Ich, also ich selber werde ja auch manchmal zu Interviews eingeladen, in, 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 zu Podiumsdiskussionen eingeladen und ich hasse das, weil ähm, ich äh, dann irgendwas unterbringen muss, so, wo ich dann ähm, ja gar nicht wirklich die Zeit habe, das zu begründen. Ne? Das ist dann, es geht einfach nur um ein paar Sätze unterzubringen. So und. Dann glaubt man das oder nicht. Und das ist eben das Gefährliche. Und deswegen würde ich es viel besser finden, wenn es gar nicht mehr diese Talkshows gibt, sondern sehr viel mehr Wissenschaftssendungen. Ja, man könnte das Ganze ja auch viel wissenschaftlicher aufziehen im Fernsehen. Ja, bringt nicht Quote. Ja, genau. Das ist halt das Problem. Und wenn es Quote, also es wird dann wahrscheinlich auch nicht geguckt. Ne? Aber eigentlich müsste das, eigentlich sind diese ganzen Talkshows Beleidigungen des Intellekts. Was ne? so. läuft? Du, du verfolgst das im Medial jetzt auch schon, mit. was hat sich in den letzten Jahren zum Guten im Diskurs, im demokratischen Diskurs, gerade in Sachen AfD geändert? Ist dir was aufgefallen? Ja, das mit Anne Will zum Beispiel, würde ich sagen, das wäre dann gut, wenn sie halt nicht, äh, wenn AfD nicht mehr eingeladen wird. Ja gut, jetzt ist sie ja weg und Karim Yosgar ja. will jetzt wieder. <laughs> ja okay, aber das, das wäre eine gute aber Entwicklung gewesen. Ja, das, also Ich finde es wichtig, ähm, AfD-Funktionäre da auszugrenzen einfach klar zu haben, das sind Faschisten so und ähm, es bringt überhaupt nichts, sie einzuladen. Gerade nicht, gerade vor allen Dingen nicht in Talkshows, weil die äh, Sprache der AfD ist auch noch mal eine andere Sprache als die ähm, als eine demokratische Sprache. Ja, dieses die ist eben nicht darauf angelegt, ähm, mit Argumenten quasi die die Wirklichkeit, die Wahrheit her hervorzubringen. Sondern die äh, rechte Sprache ist halt eine Sprache der freund scheidung ne? Ich benutze halt bestimmte Begriffe. Ich, ich nenne das dann, ähm, diese Begriffe nenne ich ähm, Abzeichen, also, ähm, ähm, die, also, die dann nicht, die nicht die Funktion haben zu argumentieren, die nicht die Funktion haben, Sachen aufzuklären, sondern die die Funktion haben, ähm, zu zeigen, hier ich bin. Jemand, der von Umvolkung spricht. Ich gehöre also zu der Sellner-Truppe. Ich gehöre zur AfD. Das ist halt die Funktion der, der, ähm, der Sprache der Rechten. Und das ist auch klar, weil Rechte sagen ja, es gibt eben. Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt Menschen, die, die können was, es gibt Menschen, die, können, die sind nicht so gut, es gibt eben dann die Führer und es gibt das Volk, Volk und Führer, so und das, der Führer entscheidet. Und bei der Demokratie ist es ja so, alle sollen entscheiden. Wenn alle entscheiden sollen, braucht man eine Sprache der Argumentation. Und wenn halt, wenn man eine Volk-Führer-Gesellschaft ähm, hat, dann hat Sprache ja hat gar nicht mehr die Funktion der, der Argumentation, sondern nur noch die Sprache. Die Sprache hat nur noch die Funktion, gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu. Und ähm, diese Sprache ähm, der Rechten, die ist dann super geeignet für Talkshows, weil es, es geht dann nur noch darum, sich zu bestätigen und äh, andere auszuschließen. Das haben wir ja schon festgestellt, also der Status quo ist allein auf, aus Sicht der Klimakatastrophe... Äh ja, nicht haltbar. Und da sind sich ja irgendwie auch alle Parteien und politischen Menschen irgendwie einig, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen was ändern. Da gibt es jetzt die Rechten und Neurechten, über die wir ja geredet haben. Die haben Strategien, die auch über die nächste Wahl hinausgehen, die mit Sprache, mit ihrem Art, politisch Kampf zu führen, umgehen und auch Erfolg haben. Wie siehst du denn die linke und progressive Strategie dagegen zu halten? Ist die erfolgreich? Äh, ja, nee, äh, zu wenig. Also ich, ähm, Woran liegt das? Ich denke, es fehlt an Utopien. Ich denke halt, dass, ähm, wenn man sich die Rechten anschaut, die haben sehr klare Utopien. Das äh, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, reinrassiges Deutschland, reinrassiges ist Europa. Utopie, ja. Ja, also aus, deren ist es, aus deren Sicht ist es eine Utopie. Ja. Aus meiner Sicht natürlich eine Dystopie. Also ja. eine, ne, dass wir, aber also sie haben ganz klare Gesellschaftsbilder. Wo soll es hingehen? Ne? Mhm. Und, ähm, so, und ähm, bei den Linken ist es halt, die sagen: Okay, wir haben eine Klimakatastrophe, die wird immer schlimmer. Man sieht gar nicht, wie schlimm die wird, es wird aber immer schlimmer. Es arbeiten in der immer schlimmer dass sie arbeiten mit einer Dystopie? Ja, die Linken haben quasi ähm, äh, Dystopien, die ähm, ähm, nicht gerade ansprechend sind. Aber es ist ja wichtig, nicht die Augen vor der Zukunft zu verschließen und zu sagen: Also, wenn, wenn sich eine Bewegung letzte Generation nennt, ja, dann ist es ja klar, äh, die haben nicht unbedingt die großen Utopien. Ne? Das ist halt die letzte Generation, die noch was machen kann, heißt es dann letztlich. Ne? Mhm. Aber das, ähm, ähm, und da müsste eigentlich, ähm, das ist ja auch richtig, den, es ist total wichtig, den, die Klimakatastrophe zu benennen, zu sagen, was da alles passieren wird, passieren kann. Und, ähm, aber es wäre auch gut, ähm, auf eine, auf eine Zeit hinzuarbeiten, wo man sagt, okay, wir haben äh, äh, vielleicht im Jahr äh, 2100 äh, haben wir es geschafft, die Klimakatastrophe in den Griff zu bekommen. Es wird nicht immer schlimmer und äh, wir haben jetzt vielleicht dadurch, dass wir gemeinsam gegen die Klimakatastrophe gekämpft haben, haben wir jetzt eine, eine Weltgesellschaft. Wir brauchen diese ganzen Nationen nicht mehr. Ne? Wir haben den Kapitalismus quasi auch ähm, so weit abgeschafft, dass er nicht mehr ausbeutet. Ne? Und, äh, also, sowas, ne? das, das wären ja dann linke Utopien. Und das, ähm, daran fehlt so ein bisschen. Das ist, ähm, wie, wie könnte das aussehen ähm, im Jahr 2100? Ne? Wie, könnte, wie könnte man da hinkommen? Und dann könnte man auch sagen, okay, das sind Schritte bis dahin. Ne? Wir versuchen halt bis dahin versuchen wir halt äh, was aufzubauen. Ne? Und dann 20 Jahre später haben wir dann den nächsten Schritt. Das ist momentan nicht da und... Ähm Warum nicht? Weißt, kannst du das erklären? Fehlst du an den Köpfen? Ähm ich meine, vor 100 Jahren, wir hatten Rosa Luxemburg ja. und so viele äh, berühmte, äh, also ja. in, der also, Welt, in der Weltgeschichte genau. berühmte äh, deutsche progressive Menschen. Ja, also es ist ja nicht ganz weg. Ne? Wir haben ja immer noch Utopien. Also es gibt ja... ja. Ähm, ähm, mit Bürgergeld zum Beispiel. Ne? Das, das Bürgergeld sollte eingeführt werden und es sollte nicht mehr diese Sanktionen geben mit Hartz IV. Du Meinst und, Grundeinkommen. Äh, Grundeinkommen, ja. Grundeinkommen, ja. Aber Bürgergeld sollte ja auch gekoppelt werden mit so. Grundeinkommen. Ne? Das, also das, ähm, das war zumindest mal mhm. die Utopie, als dann äh, SPD und Grüne dann in die Regierung kamen, dass Grundeinkommen auch äh, zum Teil, dass es in die Richtung geht von Grundeinkommen, dass es keine Sanktionen mehr gibt. Ne? Das sollte ja Passieren oder dass ähm, Vermögensteuer eingeführt wird, dass es ähm, sozial gerechter zugeht, dass Maßnahmen ergriffen werden gegen die Klimakatastrophe. Aber das ist natürlich alles ähm, wichtig, aber es ist noch nicht, noch, nicht, noch nicht so eine Utopie, so eine greifbare Gesamtgesellschaft, die erstrebenswert ist, wie das, was die ähm, Rechten an erstrebenswerter Gesellschaft vorspiegeln. Ja? Für die ist es ja klar, wir machen halt die, wir kommen jetzt an die Regierung. Früher oder später, und dann wird aufgeräumt. Und, und da ist ja das Problem eben auch, dass Rechte es leichter haben mit der Utopie, weil für sie bedeutet Utopie auch sehr stark immer Abrechnung. Es wird abgerechnet mit den Juden, es wird abgerechnet mit den. Äh, Arabern, es wird abgerechnet mit den Linken, es ja, wird abgerechnet mit, äh, was weiß ich, Volks Volksverrätern. Mit den Volksverrätern, Mitgliedern der Corona-Diktatur. Ja, genau, mhm. ja, Nürnberg 2.0. Mhm. Ja, genau, das, ist, äh, das gehört zu deren Utopie. Ja, während Linke ja eher dann ähm, sagen: hier, Wir wollen eine herrschaftslose Gesellschaft, in der, ähm, in der es keine Hierarchien mehr gibt, in der es große Gleichheit gibt zwischen den Menschen und. Äh, weniger Gewalt und, und so weiter. Geschlechtergerechtigkeit. Äh, letzten Teil, bevor Hans jetzt kommt, würde ich mal kurz aber auf dieses AfD-Verbot eingehen und dann nochmal Ausblick auf jetzt das, das Landtagswahljahr geben. Ähm, du meinst AfD-Verbot, diese Debatte ist das gerade, so der letzte Hebel einer Demokratie, ein Parteienverbot. Äh, findest du diese Debatte darum, aber. Egal, ob jetzt ein AfD-Verbot angestrebt wird, mhm. das muss ja auch erstmal beantragt werden beim mhm. Bundesverfassungsgericht, aber ist diese Debatte mhm. gerade nützlich? Ja, also ich, ich sage immer, die AfD gehört verboten. Ist, oder anders, die AfD dürfte es nicht geben. Ja. So, das ist halt mein Punkt. Aber mhm. sie gibt es. Ja, aber sie gibt es. Ne, aber, ähm, und ähm, mit so einer Debatte darum, ob die AfD jetzt verboten werden soll oder nicht, hat man natürlich auch die, die Debatte, sollte es die AfD eigentlich geben? Hat sie eine, eine Existenzberechtigung? Mhm. Und meiner Meinung nach hat sie keine Existenzberechtigung. Ja. Meiner Meinung nach sollte, sie, ähm, sollte es sie gar nicht geben. Meiner Meinung nach sollte sie ähm, gar nicht existieren. So, ähm, die Frage ist, äh, wie man das hinkriegt, dass sie nicht existiert. Und da wäre natürlich ein Verbot eine Möglichkeit. Das wäre dann eine, eine Strategie, okay, wir verbieten die per Gesetz. Man könnte natürlich auch sagen, okay, wir schaffen das, die zivilgesellschaftlich einfach so zu ächten dass niemand mehr die AfD wählt. Durch ne? politische Entscheidungen, ja, ja. hatten wir gerade schon besprochen. Genau. Und ähm, die ähm, Debatte um das Parteiverbot ist meiner Meinung nach dann auch das Wichtigere. Ne? Dass wir dann ähm, äh, darüber dann reden, ja hier die AfD, es, wir, wir können nicht einfach sagen, wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie kann alles gewählt werden. Einerseits stimmt das, aber andererseits... Ähm, ist es nicht egal, was man wählt. Und eine Partei zu wählen, die verfassungsfeindlich ist, die menschenverachtend ist, da ist es dann moralisch verwerflich, die zu wählen, auch wenn es gesetzlich erlaubt ist, die zu wählen. Und dahin müsste die Diskussion geben, Denn das nicht gesagt wird, ja, hier Wahlgeheimnis und jeder darf alles wählen, was er will. Natürlich Wahlgeheimnis, natürlich darf jeder wählen, was er will, aber... Ähm, es gibt auch noch äh, ethische und moralische Fragen. Und da da würde ich halt gerne hinkommen zu sagen, hier, dass ähm, äh, guck in deinem Umfeld, ne, äh, ob da Leute sind, die AfD wählen oder nicht, und dann diskutier mit denen. Dann äh, diskutiere das aus. Dann lass sie nicht in Ruhe und sag denen, das ist nicht okay. Und wenn die dann mit irgendwelchen Argumenten kommen, dann argumentier mit denen und dann guck, dass ihr ähm, eine sachliche Grundlage findet und ähm, das dann ausdiskutiert. Ne? Und ähm und nicht sagen, ja, okay, der wählt die AfD, ich wähle die Grünen. Wir sind trotzdem Kumpel oder so. Ja, das, weil es extrem gefährlich ist, die AfD zu wählen und weil es eben ähm, extrem schädlich ist. Und so da, das wäre so mein Ansatz. Ne? Das ich mein, angenommen, dieses Verfahren wird angestrebt. Mhm. Und das Verfassungsgericht muss entscheiden, ob die AfD verboten wird. Und mhm. das geht zugunsten der AfD aus. Ja. Siehst du da die Gefahr, dass sie dann davon sogar äh, Profit schlägt und so ja. Ja, ja, sagt? Ich, Seht ihr, ja. die, die verteufeln uns alle. Wir ja. haben es jetzt schriftlich ja. vom obersten ja, ja. Gericht Deutschlands. Ja, es gibt viele dass Gefahr. wir okay sind. Ja, es gibt viele Gefahren. Es gibt äh, die Gefahr, was passiert, wenn es, ähm, äh, wenn sie nicht verboten werden, dann haben sie eben das Schwarz auf Weiß, dass sie eben erlaubt sind, quasi. Mhm. Ja, und dann können sie damit wieder argumentieren. So und sagen ja, wieso ist auch, wir sind nicht verfassungsfeindlich, ist ja jetzt schriftlich so. Ähm, eine andere Gefahr wäre, wenn man sich konkret vorstellt, was heißt das eigentlich, dass die AfD verboten wird? Ähm, ich glaube, dann müsste an dem an den Tag, wo dann die AfD verboten wird, würden auch alle Parteihäuser der AfD von der Polizei durchsucht werden. So. Also, das wäre, glaube ich. Ähm, auch ein ziemlich krasser Schritt. Das könnte zu einer Radikalisierung aufführen. Das wäre ein weiteres Argument. Ein drittes Argument wäre, das könnte auch, wenn einmal so eine Partei verboten wird, ist es halt leichter nochmal eine Partei zu verbieten. Das könnte sich dann auch gegen andere Parteien wenden. Das wäre halt eine Gefahr. Also es gibt da viele Gefahren. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, die AfD, also jetzt zu fordern, die AfD zu verbieten. Und ein Grund wäre noch zu sagen, okay, es äh, darf jetzt nicht abgeschoben werden ähm, auf, äh, also der, der Kampf gegen die AfD darf jetzt nicht abgeschoben werden auf so ein äh, juristisches Verfahren. Ne? Dass dann gesagt wird, ja, die werden jetzt ja eh verboten, wir müssen ja gar nichts mehr machen. Politisch müssen wir nichts machen. Genau, das, also deswegen, ähm, das sind so die Gefahren, aber. Ähm, ich kann da auch, das wird jetzt passieren, denke ich. Es wird wahrscheinlich, also irgendwelche Politiker werden wahrscheinlich das, den Antrag stellen. Aber können ja nicht irgendwelche Politiker sein. Müsste ja auch schon die Bundesregierung ja. sein oder der Bundesrat. Ja. ja. Das sehe ich gerade noch nicht. Ich, ich, ja. äh, ich, ich wollte dich ja. mal äh, fragen, was du hier zu Anwalt Jun sagt. Er hat äh, heute geht, Morgen getwittert, Chanjoo Yoon. Äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, hat er gesagt: ein am Ende erfolgloses Verbotsverfahren kann sowohl für die Gesellschaft als auch die AfD von Nutzen sein. Nach Einleitung des Verfahrens müsste die Partei zusätzlich zu den programmatischen Lippenbekenntnissen praktische Distanzierungen zu verfassungsfeindlichen Handlungen, Ideen und Personen vornehmen. Konsequent umgesetzt könnte dies zu einer Annäherung der AfD zur Union führen. Für Anhänger und Gegner dürfte dieser Kompromiss unbefriedigend sein, die Demokratie würde aber unabhängig vom Ausgang profitieren. Das widerlegte das Argument, dass ein Verbotsverfahren nur zu weiterer Radikalisierung führt. Fand ich interessant ja, Gedanken. Das ist eine kluge Argumentation auf jeden Fall. Also ich kenne ihn auch aus dem Internet, aber nicht persönlich. <laughs> also das ist äh, klar, das wäre natürlich ein. Ähm, wenn äh, wenn du es jetzt entscheiden könntest, würdest du einen Verbotsantrag stellen? In Karlsruhe? Also ich tendiere zu ja. Ne? also ich ähm, Aber mit ganz vielen. Ganz, ganz viel Bauchschmerzen und äh, ganz viel Bedenken und ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. So, ich, ähm, hm. Aber das wäre wirklich ähm, so der... Also ich hoffe einfach darauf, dass noch mehr passiert. Ich hoffe einfach auf größere Demonstrationen. Ne? Für mich wäre halt diese Diskussion um das Parteiverbot, wäre mir noch viel wichtiger, dass eben, also was ich gerade meinte, dass eben deutlich wird, die äh, dürfte es eigentlich nicht geben. Ne? Und ähm, der Vollzug des Verbots wäre dann quasi, dass, ähm, dass es die dann nicht mehr gibt. Ähm das Problem ist aber, das dauert ja auch Jahre, sowas. Und dann sind sie in der Zwischenzeit mhm. wahrscheinlich in irgendwelchen Landesregierungen, ja. womöglich in der Bundesregierung. Ja. Zum Schluss habe ich nochmal ein paar persönliche Bauchschmerzen mhm. und da kommt Hans. Äh, ich habe hier einen Entwurf eines neuen Grundsatzprogramms und du musst mal, kurz, also musst du jetzt mal kurz raten, mhm. welcher Partei das ist. Äh, da steht, wir wollen das Konzept der sicheren Drittstaaten realisieren. Jeder, der in Europa Asyl beantragt, soll in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Verfahren durchlaufen. Im Falle eines positiven Ausgangs wird der sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort Schutz gewähren. Ist das die AfD oder eine andere Partei? Die CDU Hessen. Ich kannte das. Okay, kannst du schon? Die CDU Hessen, also das das Grundsatzprogramm der CDU, ja. Ja, ja, das ist echt sehr krass. Ne? Also das habe ich jetzt nicht geraten, das habe ich auch okay. gelesen. Okay, wusstest du schon. Ja, das, und das ist Abschaffung des Asylrechts. Ja, und dann auch genau das mit diesem hier ähm, dritterer Sich, äh, sicherer Drittstaat ist ja dann quasi auch eine Art äh, Charter. Das geht ja auch in diese Richtung von, von diesem, was Selner fordert. Ne? Dass eben im, ja, das Nordafrika, hat mich daran erinnert. In Afrika dann irgendwie so, ein, so ein, quasi eine Art Kolonie äh, ja. entsteht, wo dann alle hin abgeschoben werden können. Und das ist halt meine große Befürchtung, dass, ähm, dass das tatsächlich ein realistisches Konzept ist wo ähm, wir die Art und Weise, wie jetzt Staaten existieren, dass es aufgelöst wird, dass dort dann ähm, irgendwo neue Gebiete, neue Gebiete entstehen, quasi als eine, als eine Art von neuen Kolonien oder Privatstädte oder ähm ja, und gerade in den Ländern, wo gerade eine Diktatur ist. Also ja. da, da ist es natürlich leichter, dann irgendwie einen Deal ja. zu machen mit so einem ja. Diktator. Ja, das ist ja auch in Honduras passiert, da sind ja auch dann. Unter einer rechten Partei, diese Privatstadt entstanden. Äh, zum Schluss einmal die Landtagswahlen. Wie gesagt, AfD ist in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen die weitstärkste Partei in den Umfragen. Ähm, glaubst du noch an ein Wunder, dass die AfD äh, am Ende des Jahres in keinem, in keine Landesregierung sitzt und zum ersten Mal an die Macht kommt? Ähm, Wenn ja, wie? Also Sachsen, Thüringen wäre ja gefährlich. Ne? Das mhm. ja, ähm, da würde ich, ähm, habe ich am meisten Bauchschmerzen, glaube ich, bei Thüringen, weil ich da das Umfrageergebnis von Insa, ich weiß nicht, ob man dem trauen kann, aber das, das hat mir echt richtig Bauchschmerzen bereitet, weil ich nicht weiß, wie das dann dort überhaupt eine Regierung geben kann. Ähm, vielleicht passiert da noch was mit dem Verfahren von Höcke. Das, mhm. ähm, und äh, ich habe letztens nochmal geguckt, wie das eigentlich passiert ist mit der AfD, ähm, wie schnell die eigentlich an Stimmen gewonnen hat ähm, und wie schnell die auch wieder Stimmen verloren hat. Und das hat mich dann selber überrascht, wie schnell das eigentlich ging. Ja, und äh, vielleicht verliert die innerhalb kürzester Zeit wieder die Hälfte der Stimmen. Ja, das ist theoretisch möglich, weil das auch ganz schnell ähm, hat sie an Stimmen gewonnen und das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Es, und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo so viel passiert an Sachen, die, die ich selber nicht für möglich gehalten hätte, mit der Überfall auf die Ukraine von Russland, die Corona-Krise und so weiter. Ja, das heißt, es kann von außen irgendwelche Dinge passieren, die ich gar nicht einschätzen kann. Die das könnte aber auch im Negativen nicht, so sein. Könnte auch im Negat genau, das ist natürlich auch eine große Gefahr, dass im Negativen das, da was passiert. Es könnte auch sein, apropos Thüringen, ja. äh, der Alte Ministerpräsident Thomas Kemmerich ist immer noch FDP-Chef hm. in Thüringen, hat äh, im März 2023 gesagt, ja, also man kann auch eine Mehrheit mit der AfD finden. Ja. Also das, was mit, der, mit, der, mit diesem Trick mit der CDU und der AfD und FDP stimmt zusammen, Ministerpräsident zu werden, ja. könnte ja sein, dass die dann sagen, okay, dann machen wir eine gemeinsame ja. Regierung diesmal. Ja, genau. Und war geduldet, ne? Von der AfD geduldet, oder? Aktuell scheint ja FDP auch unter 5% zu sein. Es könnte sein, dass er gar nicht mehr mitspielt. Aber so, und das andere, ähm, das habe ich im Dezember im Verfassungsblock äh, gesehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, das eine ist ja, ob Thüringen äh, Thüring quasi künftig von der AfD regiert oder mitregiert wird. Und dann kommt ja aber an, ob sie vielleicht sogar eine absolute Mehrheit bekommen mhm. oder mit der CDU regieren. Das andere ist ja, wenn die AfD stärkste Partei wird in Thüringen. Dann hat sie den Anspruch, so äh, ist das parlamentarische Verfahren, dass die stärkste Fraktion im Landtag den Landtagspräsidenten oder die Landtagspräsidentin stellt. Hm. Ähm, hast du dich damit mal auseinandergesetzt, was das für eine äh, Machtkonzentration bedeutet? Nein. Weil. Ähm, so ein, so ein Landtagspräsident kann ja nicht einfach die Tagesordnung nach dem Willen gestalten und die AfD-Abgeordnete jetzt länger reden lassen als irgendwie linke Abgeordnete oder bestimmen, was jetzt behandelt wird und nicht. Aber äh, ein Landtagspräsident, der wird ja als allererstes gewählt, noch vor der Wahl des Ministerpräsidenten und so weiter. Äh, und der oder die könnte dann von der AfD stammen, äh, leitet dann die Sitzung des Wahlen des Ministerpräsidenten. Und wir wissen ja, wie. wie ähm, komisch diese Wahl von einem Ministerin in Thüringen ist, weil im dritten Wahlkampf braucht es keine äh, braucht nur noch eine relative Mehrheit also, nee eine absolute Mehrheit ne? mhm. also die meisten Stimmen ja. und dann entscheidet am Ende äh, was die meisten Stimmen bedeutet äh, der Landtagspräsident oder die Landtagspräsidentin mhm. da könnte Höcke gewählt werden also das ist auch nochmal ein Szenario was abseits der Regierungsübernahme dann droht also, die könnten auch den ähm, Landtagsdirektor rausschmeißen. Der Landtagsdirektor ist ja quasi der Chef der Verwaltung. Mhm. Und die Verwaltung arbeitet ja quasi dem Parlament zu, garantiert, dass irgendwie Gesetze ordentlich äh, gemacht werden, dass die IT funktioniert, dass mhm. die E-Mails nicht ja. gelesen werden. Naja, die, also das, die haben sehr viele, also wenn die über 30 Prozent, also wenn die über 33 Prozent kommen, haben die auch nochmal sehr viel Macht. Ja, also sie haben dann auch, ähm, können Sachen blockieren, auch beim Verfassungsschutz können sie dann, äh, beim Landesamt für Verfassungsschutz können sie auch Sachen blockieren, also das ähm, ist eben nicht nur die Drohung halt von davon, dass sie tatsächlich an die Macht kommen mit dem ähm, äh, Ministerpräsidenten, sondern ähm, auch über 33 Prozent hätten die schon sehr viel Macht und sie übernehmen ja auch immer mehr Oberbürgermeisterposten, Landräte und so weiter ne? und das ist... Ähm, ist alles schon im Gang. Das ist halt nicht mehr so, dass wir so weit davon entfernt sind, dass die AfD irgendwas zu sagen hätte. Das ähm, passiert schon. Andreas, war mal wieder super spannend. Schön, dass du da warst. Eine letzte Frage, vielleicht dann von mir nochmal. Hast du einen Umgang? Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die einen Onkel haben, der AfD wählt, oder Vater, Geschwister, die entweder AfD wählen oder AfD Quatsch erzählen oder einfach so direkt. So rechtsextreme Narrative in die Familie mhm. tragen, wie man mit den Menschen umgehen sollte. Wie, wie kann man da ruhig bleiben beziehungsweise argumentativ mal auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Ja, das meinte ich ja vorhin. es ist wichtig. Ähm, ähm, das fällt nämlich schwer. Andreas. Die, ja, ja, das weiß ich. Also ich, es ist wichtig halt ähm, die Diskussion zu führen. Ne? Also weil es gibt ja da, also wenn es eine Vertrauensbasis gibt. Es gibt ja Familienverhältnisse sind ja nicht immer unbedingt so, dass man die besten Vertrauensverhältnisse hat. Aber wenn es halt ein Vertrauensverhältnis gibt und es gibt trotzdem dann äh, Leute, die dann die AfD sagen, ja, was sollte ich denn sonst wählen, wenn ich AfD, da finde ich es dann wichtig, ähm, in der Diskussion zu bleiben und das Vertrauensverhältnis auszunutzen. Also zu sagen, hier, ähm, wir kennen uns schon so lange ne? und, äh, und dann eben zu diskutieren und nicht, nicht locker zu lassen. Also ich glaube da an die äh, Kraft ähm, der Argumentation im persönlichen. Zusammenhang. Also, ich glaube nicht an, an, an die Kraft der, der Argumentation bei Anne Will oder bei, das sind, das sind Shows, das sind Talkshows, ne? das sind Funktionäre, die da auftreten. Aber ähm, wenn es halt, gerade wenn es halt im persönlichen, familiären Umfeld ist und es ist möglich, man hat einen tatsächlichen Vertrauensverhältnis dadurch, dass man sich seit halt ewig, seit der Geburt kennt oder so, dann finde ich es wichtig, dort zu argumentieren, möglichst sachlich zu bleiben. Aber auch zu sehen, okay, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, aber dann breche ich auch. Ne? Dann ist auch, das ist tatsächlich etwas, äh, weil es wirklich. Also, du, was meinst, du meinst abbrechen und dann einmal normal mal probieren oder dann einfach aufhören und ja es sein Wenn ist. es halt nicht mehr weitergeht, dann würde ich aber auch sagen, hier, das ist wirklich was, ähm, was man nicht macht. Das hatte ich ja am Anfang gesagt: ist, man, man schlägt keine Kinder und man, man quält keine Tiere, ne? und man wählt eben auch keine AfD. Das ist wirklich was Schlimmes, AfD zu wählen. Ja, das ist dann auch so. Klar zu haben, sowas macht man einfach nicht. Ne? So, das finde ich dann, äh, würde ich quasi auf eine Ebene stellen. Ne? Das ist wirklich dann ähm, so lange zu diskutieren, wie es geht, ne? und auch sachlich bleiben und argumentativ und ähm, sich bemühen, so ähm, aber auch klar zu machen hier, das ist was, was, was anderen Menschen extrem schaden könnte was äh, für andere Menschen äh, auch bedeuten könnte, dass sie sterben, ne, wenn die AfD gewählt wird. Ne, wenn die wirklich ihr Remigrationsprogramm, ihr Deportationsprogramm umsetzen werden, dann werden da Menschen sterben. Ja, das ist dann nicht was, was lustig ist. So. Also, sowas kann ich auch aus privaten Diskussionen, dann kommt mhm. ja, aber ich muss erstmal an mich denken, Andreas. Ja. Genau, ist, ist schlimm, aber äh, erstmal geht es um mein Leben, sonst ja. komme ich hier oben um oder so. Ja, Und das wäre dann der Punkt, wo ich dann sagen würde: okay, wenn das wirklich so ist, wenn du dir selber so wichtig bist, dann tschüss. Ne? So, dass wir dann ich sag jetzt in einem anderen Zusammenhang tschüss. <laughs> okay, <ja. lacht> äh, danke, dass du da warst. Hm. Ich bin gespannt, wie sachlich hm. und demokratisch orientiert der Umgang im Chat war zu dieser Folge. Hans äh, grinst schon. Äh, ich bin gespannt. Danke, Andreas. Komm bald wieder. Ja. Ja, das war wieder einer dieser Chats, wo es viel zu moderieren gab, was dich nicht verwundern wird, nicht? das kennst du wohl. Ja. Ähm, ja, da haben sich einige zum, ich sag mal, Trollen, Pöbeln, Beleidigen äh, versammelt. Manchmal ist es auch richtig, den einen oder anderen da ein bisschen stehen zu lassen, weil das, was da vorgebracht wird, zum Teil so unterirdisch geistlos, sage ich jetzt mal, ist, dass es sich eigentlich von selbst entlarvt. Aber irgendwann ist auch gut und dann macht man die auch zeitweise oder ganz aus diesem Diskurs, den sie ja nicht führen wollen, raus. Ähm, zu Potsdam, äh, also diesem Potsdamer Adelon-Treffen da. Wenn das kein Geheimtreffen war dann war es ein unheimliches Treffen, nicht? das kann man wohl sagen. Ja. Äh, so Fragen aus dem ähm, Chat, auch welche, die sich auf dich beziehen. Ähm, bist du selbst eigentlich zunehmend in deiner Wahrnehmung, Erfahrung das Ziel oder ein Ziel rechter Gewalt? Ne, würde ich so nicht sehen. Also ähm, ich bin also seit es die AfD gibt bin ich auf ja. irgendwelchen Listen also ich war auch der Erste der auf so einer AfD-Liste stand aber ähm, ich bin glaube ich dadurch geschützt dass ich ein weißer deutscher heterosexueller Mann bin so. also ich bekomme das mit dass Menschen die ähm, lesbisch oder schwul sind oder schwarz sind oder nicht deutsch sind äh, oder Frauen einfach nur Frauen sind äh, dass sie sehr viel stärker noch angegriffen werden ich glaube das ist sowas von so einer Denkweise ähm, dass die anderen als Schwächer vielleicht wahrgenommen werden oder dass das auch als Empörung, dass die sich überhaupt wagen, als Frau oder als Schwarzer sich zu, zu was zu uns zu sagen. Das wird dann, glaube ich, nochmal als Beleidigung quasi aufgefasst. Ich bin da nicht in der Zielscheibe, aber ich bin gleichzeitig auch kein, kein Politiker und kein Journalist, der irgendwie eine wichtige Sendung leitet. Also bin ich nochmal in einer anderen Position als was weiß ich, Lauterbach oder als Restler mhm. oder so. Ne? Das, ähm Weil es wurde dann auch gefragt ja. von Menschen, die dir offenbar wohlgesonnen sind, mhm. ähm, ob man irgendwas tun kann, um dich vor solchen, vielleicht sind es auch nur einfach an Pöbeleien ja. im Netz oder so zu schützen. Ja, genau, es sind Pöbeleien. Ähm die kann ich aber dann auch, ich, mache, ich gehe da genauso vor, ich lasse manchmal auch so Pöbel stehen, weil die dann für sich selber sprechen und sich selber vorführen. Ja, und sonst blocke ich das alles weg. Ähm, wenn halt, wenn ich E-Mails bekomme mit Klarnamen, gibt es auch mal eine Anzeige. Mhm. Ähm, gab es da schon mal Verurteilungen nach ja, solchen Anzeigen Ja, Es gab ja? einmal einen afd der hat, äh, es äh, war auch ziemlich krass. Ich war gleich, ich hatte eine ähm, Veranstaltung, da war mhm. der auch. Und da war er dann so sehr einschleimt. Gleichzeitig hat er im Netz ganz krasse Sachen über mich geschrieben, die dann justiziabel waren. Ich habe einen Anwalt eingeschaltet, der musste 1000 Euro zahlen. Der hat dann die 1000 Euro nicht gezahlt, weil er meinte, er hat ja persönlich nichts gegen mich. Er hat das ja gemacht für die Partei, für die AfD, wollte dann die 1000 Euro aus der Kasse haben. Die haben dann gesagt, nö, ne, du kannst Wahlplakate umsonst kriegen, mhm. aber nicht das Geld, das ist für andere Sachen. Dann hat er sich selber bedient und ist dann quasi aus der Partei rausgefahren, hat noch äh, wegen weil er sich aus der Parteikasse bedient hat, nochmal ein Betrugsverfahren bekommen. Also, das ist ja nach hinten losgegangen für ihn. Ja. Dann die Frage: Hast du auch so viel Angst wie wir? Das bezieht sich auf Machtübernahme durch die AfD. Oder siehst du noch Lösungswege? Das Interessante finde ich auch in der Formulierung die Begrifflichkeit, ähm, auch mit der da äh, gearbeitet wird. Ähm, Angst ist ja was anderes als Sorge. Mhm. Angst ist, ist eigentlich auch etwas, was uns lähmen kann ja. und so. Und wenn man dann sagt, oder siehst du auch noch Lösungswege? Jemand, der so argumentiert und wahrnimmt, sieht sich ja offenbar selbst in einer höchst gefährdeten und eingeengten Ecke, sage ich mhm. jetzt mal. Ist das auch deine äh, Wahrnehmung oder? Ist es, ist, ist es deine aus der intensiven Beschäftigung eine andere? Ähm, also persönlich habe ich äh, wahrscheinlich weniger Angst als andere, weil ich weniger Angst haben muss, erstmal auch. weil ich ja. ähm, Zum einen, weil ich eben in Nordrhein-Westfalen wohne, wo die AfD noch nicht ganz so stark ist wie jetzt in Thüringen oder in Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder wo tatsächlich, ähm, das hatten wir ja gerade, wo tatsächlich mhm. eine Machtübernahme droht. Ja, das ist ähm, Oder wo auch tatsächlich schon Oberbürgermeister oder, oder Landräte. Von der AfD sind, die dann tatsächlich auch ähm, da Sachen umsetzen können. Da kenne ich auch Leute, die Angst haben, dass ihr Jugendzentrum geschlossen wird oder ihr, ihr in Anführungszeichen ihre Projekte eingestellt werden. Das ist eine sehr reale ja. Befürchtung, genau. weil, das, weil genau. das passieren kann. Das, das liegt im, im ja. Machtrahmen, ja. die man dann hat. Genau. Oder eben auch für Frauen, Schwarze, jetzt wieder das, die hm. gleiche Auflistung, die sind natürlich nochmal sehr viel stärker bedroht. Und ähm, da bin Ich natürlich habe ich auch nicht persönlich so viel Angst. So, ähm, und bei einer Re Bundesregierung, da sehe ich das noch nicht, dass die AfD jetzt da die ähm, Regierung stellt, bei der Bundesregierung, wo sie noch mal sehr viel mehr Macht hätte. Ne, das, ähm, da habe ich momentan noch eher Angst vor Klimakatastrophen und wie wir damit hm. umgehen. Aber das, das geht natürlich auch miteinander einher. So. Also man, ich man, ich ja. meine, wenn man ein bisschen auf Zahlen guckt, bedeuten ja 30% Zustimmung oder Wahlabsicht für die AfD, heißt auch immer noch 70%, mehr als zwei ja. Drittel wollen damit nichts zu tun ja, haben. Genau. Also sollte man vielleicht die Relation auch nicht so ganz außer Acht lassen, mhm. auch die aktuellen Demonstrationen jetzt. Zeigen ja, Polarisierungen finden offenbar nicht nur nach rechts statt, sondern hm. es gibt dann auch im äh, demokratischen Spektrum doch zunehmend Menschen, die sagen, die nur reicht's, äh, ja. jetzt gehen wir auf die Straße. Ist ja. das eine gute Entwicklung? Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Das jetzt gerade die Proteste, finde ich super. Das ist eine richtig tolle mhm. Entwicklung, genau das, was passieren müsste. Und nochmal zu Angst, also ich ja. glaube, Angst macht mir dann auch eher die CDU. Ne? Eher, dass ah, die. Ja. Dass die halt auf die AfD zugehen und dass die halt ein Bündnis herstellen mit der AfD. Da habe ich, das ist eigentlich, weil die AfD ist wie die, ist die AfD. Ne? Das ist, äh, vielleicht habe ich, weil ich mich mit denen ja auch schon seit Beginn beschäftige, ist das für mich vielleicht auch eher so ein Wissenschaftsobjekt, wo ich gar nicht realisiere, dass sie jetzt tatsächlich noch mhm. da sind. Aber die, die, ähm, die werden ja quasi in, in die Macht gehievt, dann auch durch die CDU, ne? durch andere, die gar nicht. Vielleicht dabei ja. sind. Dass ähm, die, diese Entwicklung äh, in, der, in der CDU im Diskurs, im sagbaren oder unsagbaren, ähm, woher kommt das? Ist das Ausdruck äh, von Tendenzen, die in der CDU, die ja auch ein, doch ein breites politisches Spektrum historisch hat, die sowieso immer da waren und eine Weile sich bedeckt gehalten haben und jetzt wieder hochkommen? Oder sind das neue? Ich nenne es jetzt mal rechtsradikalisierende Verschiebungen. Ja, sowohl als auch. Nee, eigentlich ist es ja eine Abspaltung. Nee, die ersten vier Leute, die die Wahlinitiative 2013 gegründet haben, das waren vier CDUler. Mhm. Das, und deswegen ist es ja so quasi Fleisch aus deren Fleisch. Es waren CDUler, die die äh, AfD gegründet haben. Und dann kamen aber auch ganz viele aus, aus diesen äh, äh, faschistischen Gruppierungen dazu und. Äh, das hat sich dann selbst entwickelt. Also das sind mit Gauland zum Beispiel sind ja, ja auch, das, der das, kommt aus dem ja. hessischen CDU-Parteiapparat. Ja, ja, genau. Und dadurch hat sich, haben, da sind dann natürlich auch äh, Leute weggebrochen aus der CDU, ne, die sehr konservativ waren. Es gibt aber auch einen, so eine Rechtstendenz, ne, dass es immer mehr sagbar wird, dass es mhm. das, äh, äh, an menschenverachtenden Dingen und. Äh, diese Narrative, wir hatten es ja gerade, was ja. alles Unworte des Jahres sind, ne, wo die überall schon das geschafft haben, Begrifflichkeiten in, in die Öffentlichkeit zu bringen, die dann auch äh, von der CDU, CSU dann nachgeplappert wird. Oder vielleicht stimmt, sogar, es, äh, ja. stimmt es eigentlich, dass Remigration ursprünglich ein seriöser wissenschaftlicher Begriff ist? in der Migrationswissenschaft ja. gewesen war, der dann aber mittlerweile ähm, von der rechtsradikalen äh, Fraktion gekapert und übernommen wurde. Wir also zumindest bei Wikipedia steht mhm. das so, ne? Dass, eben die, äh, dass es eigentlich ein Begriff heißt, äh, Begriff ist, der einfach nur heißt, okay, die, das sind äh, Menschen, die wieder zurückgehen. Ne? Mhm. Und warum die zurückgehen? Ob das jetzt freiwillig, zu, ob die freiwillig zurückgehen, weil es wieder besser geworden ist, oder ob äh, die gezwungen sind, zurückzugehen? Das sagt darüber sagt Remigration erstmal nichts aus, aber bei den Rechten ist es eben, was die mit Remigration meinen, ist eben die Deportation. Mhm. Das, und, ähm, und weil sie es meinen, darf man das auch sagen, dass, dass die rechte Auffassung von Remigration einen inhaltlich gemeinsamen Kern mit Deportation hat. Ja, genau. Die meinen genau, die meinen Deportation. Und das, äh, das ist ein bisschen ähnlich, finde ich, wie mit äh, den Farben Schwarz, Rot, Gold. Mhm. Das waren mal die Freiheitsfarben äh, 1848. Das waren progressive äh, Stud Studentenorganisationen, mhm. die damals für Freiheit, gegen den ähm, autoritären Obrigkeitsstaat gekämpft haben. Und das wurde und wird ja teilweise jetzt eben auch von Menschen gekapert schwarz-rot-gold, was mit dieser freiheitlichen Vorstellung gar nichts mehr zu tun ja, hat. Ne? Genau. Muss man sich eigentlich auch nicht gefallen lassen. Ja, in der Weimarer Republik war es noch schwarz-weiß-rot, ja. was sie dagegen gehalten haben. Hat man heute immer noch zum Teil. Man sieht immer noch diese schwarz-weiß-roten äh, ja. Reichskriegsfahnen und so weiter. Und ähm, Aber Höcke tritt natürlich mit dieser Deutschlandfahne auf. Ne? Ja. Und dann wird das, äh, ja, aber und so. eigentlich finde ich, kann man als Demokrat sagen, das gehört dir nicht. Hm. Ja? Du bist ein Dieb. Wenn, ja. wenn Höcke sich schwarz-rot-gold äh, umhängt, oder pff, es gibt ja dann auch in Talkshows, gab es ja Leute, die sozusagen schwarz-rot-goldenes Fähnchen hm. über die Sessellinie äh, sessellinie gelingen. Im Grunde muss man immer sagen, ähm, das ist äh, Plagiat. Ihr hm. klaut euch etwas, was eine, im Grunde ganz andere Aussage hm. hat. Gut. Ähm, kannst du äh, den Unterschied zwischen rechts und faschistisch erklären. Wie differenziert man das eigentlich genau? Naja, rechts ist eigentlich, das kommt ja aus der Französischen Revolution. Das mhm. war das Parlament, wo dann rechts diejenigen saßen, die halt für mehr Ungleichheit waren, also für die rückwärtsgewandt, ne? die wollten wieder zurück zu dieser Adelsgesellschaft. Und, mhm. und links saßen dann die, die wollten nach vorne mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ne? der Begriff der Gleichheit. War da wichtig und äh, so kann man rechts und links unterscheiden. Rechts sagt, die Menschen sind Also, ungleich. das ist erstmal politisches Spektrum. Genau. Ja. Das ist, und, äh, es gibt einerseits so Ungleichheitsforderungen und dann entsprechend auch, wir müssen die Gesellschaft dann ungleich gestalten. Es ist dann gut, wenn es Arm und Reich einen großen Unterschied gibt. Es ist gut, wenn äh, zwischen Frauen und Männern ein größerer Unterschied da ist. Es ist gut, wenn zwischen Schwarz und Weiß ein größerer Unterschied da ist. Das ist halt dieses Ungleichheitsding. Ne? Mhm. dass die Menschen sind ungleich, das ist quasi dann rechts. Ne? Also, rechts mhm. heißt nicht einfach nur Rassismus. Das wird ja oft so verkürzt, ja. rechts und, und Rassismus. Sondern rechts ist auch Sexismus und, und Klassismus. Also, alles, was mhm. diese Ungleichheit oder zwischen Menschen ohne und mit Behinderung ist Ja, auch. das ist, aber, genau, das das ist, ist aber doch, denke ich, im, wenn man sagt, Demokratie hat dann auch was mit Toleranz zu tun ja. und Toleranz kommt von dolus, ja. <laughs> Schmerzen. Also Toleranz heißt äh, schmerzhaft ertragen. Hm. So, und was, unter, was unterscheidet aber diese Form von äh, zu ertragendem, vielleicht zu bekämpfenden, aber zu ertragendem Bekenntnis zu Ungleichheitsperspektiven ja. von Faschismus? Ja, Faschismus, ähm, denke ich, da ist... Ähm so ein Reinheitsdenken, so ein völkisches Reinheitsdenken, also so ein Ultranationalismus spielt da eine Rolle, dass eben nicht nur äh, ähm es ist halt mehr als, als so ein Verfassungspatriotismus, der dann auf Schwarz-Rot-Gold äh, Schwarz setzen würde, ne? das wäre dann eben so ein Verfassungspatriotismus. Wir haben diese Fahne Schwarz-Rot-Gold, weil damals diese Freiheitsrechte von den ähm, da damals dann äh, erkämpft wurden. Ja. Das ist so ähnlich wie mit der Tricolore in Frankreich. Das ist dann ne, das ähm, ähm, auf der einen Seite ist das quasi noch ein übersteigerter Rassismus, also sehr, sehr extrem rassistisch, biologistisch rassistisch, äh, gekoppelt auch mit ähm, so einer äh, ja, mythologischen äh, Aufladung dieser Gesellschaft, dass, äh, dass es jetzt einen Endkampf gibt ne, zwischen den Mächten der, der, des Bösen und des Guten und ähm, das muss halt komplett alles umgekrempelt werden. Und dann nochmal auch gekoppelt mit so einem machiavellistischen Denken: von ähm, es zählt quasi nur die Macht. Ne? Die Macht mhm. ist, und wer die Macht hat, ist quasi stärker und ist deswegen auch von der Evolution äh, begünstigt. Und der, der muss dann auch vorne sein, der Mächtigste. Ja, wo wir wieder bei diesem Rechten mhm. sind, ne? das ist eben die Unterscheidung. Und es gibt Menschen, die sind im Mehrwert als andere, die sind mächtiger, müssen auch mächtiger sein. Ähm, ja, dieses Führerprinzip, das wäre dann quasi so ein. Faschismus, also Demokratie kommt dann gar nicht mehr vor. Das ist dann, das ist dann weich, das ist dann weiblich. Männlichkeit spielt noch eine hm. Rolle. Da gab es eine Frage, die sagt: Wenn wir das mal, diese Definition ähm, personell nehmen, du habest, ich kann es nicht nachprüfen, aber sagt jemand, Andreas Kemper hat nach dem Sturm aufs Kapitol in den USA gesagt, ähm, Trump sei für dich dennoch kein Faschist. Bist du immer noch dieser Meinung, wenn das Zitat so stimmt? Ja, das war damals so. Inzwischen yeah. ist schon auch schon wieder was passiert. Mhm. Ähm, ähm, ja, es. Äh, ich, also ich glaube, also ich würde inzwischen würde ich auch sagen, dass, dass er auch eine faschistische Ideologie hat. Ne? Also es gibt äh, seither ähm, gibt es ähm, ähm, sehr deutlich Positionen von ihm, die ähm, auch diesen Umsturz quasi dann auch befürworten und ähm, ähm, demokratiefeindliche Äußerungen und ähm, diese ganzen Abrechnungsideen, mhm. genau. Dieses, dieses ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Das hatte ich ja vorhin auch. Dieses Abrechnungsdenken, ja. das spielt auch eine große Rolle. Ne, wenn, wenn ich an der Macht bin, äh, dann gnade euch Gott. Genau. So ungefähr, ne? Und das kommt jetzt auch noch Dann in, hängen in, in, die Ampelpolitiker nicht mehr als Verkehrszeichen am ja. galgen sondern genau. Mh. Und das kommt auch noch jetzt ganz stark hinzu. Und das mhm. ist auch dieser, diese Verletzung wahrscheinlich, die er persönlich erfahren hat, wenn man das jetzt so runterbricht. Ne? Das ist ähm, da, ähm, das ist jetzt was, was nochmal dazu kommt. Und das Ganze könnte tatsächlich, ähm, ähm, aber ja, man muss man muss da unterscheiden noch mal. Es gibt halt faschistische Ideologie und es gibt einen faschistischen Machtapparat und es gibt ähm, eine faschistische Persönlichkeit. Mhm. Wir sind jetzt, wenn ich gefragt werde, ist, ist Trump ein Faschist? Dann kann ich zu seiner Ideologie gar nichts sagen, weil ich glaube, der hat gar keine Ideologie. Anders als Höcke. Höcke hat eine ganz klare Ideologie. Ne? Mhm. Die kann ich festmachen. Ja, aber weil, sein White Suprematism, um, Make America Great Again, ja, das, das, sind, das, das ist doch ein ideo ideologisches Konstrukt. Genau, das hat er sich jetzt aber, glaube ich, eher zusammengebastelt, weil ihm das hilft. Ich glaube, er ist einfach so ein Narzisst. Aber von der Charakterstruktur könnte er dann auch denke ich als Faschist dann durchgehen. Das ist, mhm. Ich sehe bei ihm also die ganzen Versatzstücke, die er hat, die könnten sich dann auch zu einer faschistischen Ideologie bündeln. Und das Ganze, was er dann anstreben könnte, wäre eventuell dann auch ein faschistischer Staat. Ähm, liegt die also du? Ich, manche würden sagen: oh, jetzt eiert da wieder rum. Warum mhm. sagt er nicht ganz klar? Ähm, liegt die Schwierigkeit, das so eindeutig und in gewisser Weise dann auch endgültig zu benennen, auch darin, dass man sich Faschismus eben auch als einen politisch-sozialen organisatorischen Prozess vorstellen muss. Und äh, Prozesse gehen eben immer über, über Stufen und Entwicklungen, wo nicht immer äh, völlig klar gesagt werden kann, jetzt haben wir den Tipping Point. Nicht? Ich meine, wenn ich das Glas hier weiter hm. schiebe, irgendwann kippt es über den äh, Rand. Äh, nein, ich mach's nicht. Ähm, da, das ist bei sozialen und politischen Prozessen nicht so einfach, nicht? Ja, einerseits, genau. Das ist halt, ähm, äh, die Grenze zu ziehen, ist halt schwierig. Hm. Also, das kann man machen. Man kann dann äh, äh, versuchen, das auseinanderzudröseln und dann sagen, okay, hier ist jetzt tatsächlich ein Umschlag. Ähm, eine weitere Schwierigkeit ist ja, dass Faschismus nicht nur ein Analysebegriff ist, sondern Faschismus ist ja auch ein. Ähm, Gerade dadurch, was passiert ist in, den, in, dem, in der ersten Hälfte des 20. Ja. Jahrhunderts mit dem Faschismus von Mussolini, vor allen Dingen mit dem Nationalsozialismus, ist es halt auch klar, Faschismus ist etwas sehr Böses. Ne? Wenn ich jetzt mal aus der Soziologie rausgehe, ist etwas, was nicht mehr passieren dürfe. Nie wieder Faschismus. Ne? Das ist quasi auch ein Kampfbegriff. Und wenn etwas als faschistisch bezeichnet wird, kann das auch als eine Beleidigung sein. Ja. Nicht zu Unrecht. Ja. Deswegen, die, ja, deswegen bezeichnet sich die AfD ja auch nicht als faschistisch. Ne? Mhm. Weil das ist, es ein verbrannter Begriff. Das ist halt etwas. Und das kommt ja noch hinzu. Ne? Und ich glaube, viele Leute, die dann sagen: ähm, Okay, jetzt ist aber Trump ein Faschist, dann wollen die damit sagen, das ist aber wirklich extrem böse und der darf auf mhm. gar keinen Fall an die Macht kommen. Und Das ist legitim. Ja, und dann. Ähm, und, äh, und ich habe halt manchmal Schwierigkeiten damit, das als faschistisch zu benennen, weil ich ähm, dann Angst habe, ähm, äh, das nicht genau zu benennen, weil es gibt auch noch andere demokratiefeindliche Ideologien, mhm. ähm, die man dann nicht gut in den Griff bekriegen würde, wenn man auf diesen völkischen Nationalismus, der beim Faschismus eine wichtige Rolle spielt, ähm, dann äh, da zu, betont, obwohl der eigentlich gar keine Rolle spielt bei diesen anderen. Ähm, sehr problematischen demokratiefeindlichen Strömungen. Deswegen bin ich als Soziologe immer sehr vorsichtig beim Benennen von Fischismus. Also es gibt Verwandtschaften zwischen, äh, äh, zwischen äh, Ideologien, die, die undemokratisch, antidemokratisch, gefährlich, böse in moralischen Kategorien hm. sind. Aber nicht jede Verwandtschaft äh, ist gleich ein einiger Zwilling. Ne? Genau, ja, genau. Ähm, das Geht eigentlich sehr nah ran an die nächste Frage: AfD-Verbot. Da geht es um die Voraussetzungen, um die A, rechtlichen Voraussetzungen und b. um die politische Praktik Praktikabilität. Die simple Frage ist: Ab wann könnte man die AfD eigentlich nicht mehr verbieten? Gibt es so etwas wie ein Too Big to Fail? Das kennen wir aus der Bankenkrise. Ja. Ja, sobald sie an der Macht ist, wird es schwierig, die zu verbieten. Das ist halt, deswegen, also bei der, bei diesem Verbotsverfahren, also ich bin ja kein Jurist, mhm. da habe ich jetzt quasi rausgelesen, dass es so eine, so eine so eine Phase gibt, in der die AfD verboten werden kann. Wenn die halt mhm. die NPD ist ja zum Beispiel nicht verboten worden, weil die. Aus zwei Gründen. Ja. Zwei unterschiedlichen Gründen. Ja, und, und ein Grund war eben, dass, dass sie zu klein war. Ne? Zu die unbedeutend, ja. Hat, ja. genau. Sie hat diese Potenzialität ja. nicht. Also, das heißt, die AfD müsste die Potenzialität haben, die äh, Verfassung abzuschaffen. Und die Potenzialität heißt, sie kann dann äh, theoretisch auch schon verboten werden, wenn sie bei 20 Prozent liegt, mhm. weil das darauf hindeutet, dass sie auch das Potenzial haben könnte. 40% zu, oder 50% zu kriegen, dann ist es zu spät. Mhm. Ja, und das ist dann eben, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Und, äh, wenn die halt die Richter absetzen, wenn die gar nicht mehr, wenn die halt äh, die Macht im Staat sind, dann äh, hat das Verfassungsgericht eventuell auch keine Macht mehr. Selbst wenn die sich entscheiden mhm. sollten, die wollten die verbieten, wäre es zu spät. Ne? Wir haben in Polen äh, vor der jüngsten Wahl dort ähm, in der Ära der Peace-Regierung, so ähnliche mindestens Phänomene und Strukturen hm. erlebt. Nein? Hm. Ja. Ähm, Nochmal AfD. Kann man die AfD wirklich inhaltlich stellen? Und dann Folgefrage: Was müsste die Ampel oder die Ampelparteien tun, um die AfD loszuwerden? Ja, wenn das so einfach wäre. Ja, aber dieses dieses ja. in, dieses inhaltliche äh, Stellen, ja, also inhaltlich Stellen finde ich ähm, finde ich das hatte ich auch schon das ist ja. schwierig, also das ist klar, die AfD ist äh, ähm, jenseits von Gut und Böse, das ist vorbei, so ne, die sie ähm, sind faschistisch und das ist so oft vorgeführt worden. Vielleicht müsste das nochmal sehr viel deutlicher von den Medien gemacht werden. Das ist noch noch ähm, noch klarer eigentlich dargestellt werden. Und ich meine, es geht so viel Sendezeit drauf für irgendwelche Quizshows, für irgendwelche Krimis und was weiß ich. Also vielleicht müsste wirklich müssten die Medien einfach noch sehr viel mehr Zeit aufbringen, einfach abends um 20 Uhr, um klar zu machen: Hier, Deutschland ist wirklich von einem ganz, von etwas ganz, ganz schlimm bedroht. So also dass also, ähm, das wäre, da könnte man vielleicht nochmal inhaltlich was machen. Ansonsten denke ich, die Aufgabe von der Ampelregierung wäre es eigentlich gewesen, die soziale Spannung rauszunehmen, mhm. das einfach Vermögensteuer einzuführen für die Reichen, der, in eine Erbschaftsteuer einzuführen für die Reichen, dass die richtig, dass halt diese Ungleichheit äh, aufgehoben wird und dass eben äh, unten hin dann eben äh, äh, gewährleistet ist, dass wirklich jeder eine Wohnung hat in Deutschland. Das ist äh, ein Klar, also ein Bürgergeld gibt, was auch den Namen verdient und nicht nur neuen Hartz IV aufwascht. Also das, das wäre dann... Also es gibt ja den Satz, niemand wird als Rassist geboren. Mhm. Es wird äh, mit Sicherheit auch niemand als Faschist geboren. Mhm. Das bedeutet, es gibt immer in individuellen Biografien und in kollektiven Biografien, gesellschaftlichen Erfahrungen, ähm, gibt es Prozesse und Erfahrungen, die einen Weg dorthin offensichtlich, Mindestens nahelegen oder ermöglichen. So bedeutet dein Satz jetzt, dass man sagt, wir müssen eigentlich gucken, wo sind die Verhältnisse so, dass sie Menschen auf einmal in Richtung ähm, auf faschistisches wählen, vielleicht auch faschistisches Denken, mindestens äh, antidemokratisches Denken führen, dass diese Verhältnisse, diese Treiber ähm, gar nicht erst zustande kommen oder äh, rückgängig gemacht werden. Es ist es das? Auch ja, das wäre ein, ein weiterer Ansatz. Ne? Dass mhm. geguckt wird, ähm, das fängt ja schon mit der Schule an. Also wir haben ja ein ähm, ähm, gegliedertes Schulsystem und da wird ja schon äh, quasi Viertlässlern beigebracht. Es gibt äh, unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die sind wertvoller, es gibt Menschen, die sind weniger wertvoll. Ja, und da wird ja schon dieses Denken Quasi ein, also strukturell, institutionell wird Ihnen das ja schon beigebracht. Ihr seid Hauptschüler oder ihr seid Stadtteilsschüler, ihr seid keine Gymnasiasten oder ihr seid Gymnasiasten, Gymnasi Gymnasi ihr seid was Besseres. Aber euch droht halt, ähm, äh, dass ihr nicht mehr was Besseres seid, wenn ihr euch nicht anstrengt. Und, mhm. äh, und dieses Denk, diese Denkweisen, dass es unterschiedliche Arten von Menschen gibt, die unterschiedlich viel wert sind, die kann man dann leicht übertragen. Ja, dann bin ich zwar Hauptschüler, aber... Ich bin Deutscher. Ne? So, und, mhm. äh, das, ähm, und wenn das Ganze dennoch mit Existenzängsten unterfüttert wird, dann geht es ja nicht nur um Anerkennungsfragen, sondern geht es ja auch, tatsächlich auch darum, wer kriegt die Wohnung, ja. wer kriegt den Job. Und da ist dann, und ganz wichtig nochmal dabei ist auch, ähm, viele merken, es läuft nicht gut, es, es könnte besser sein, es ist irgendwie ungerecht, aber es gibt ähm, auch dann gleich das Denken, gegen die da oben kann ich doch nichts machen. Mhm. Das, Dann suche das ich mir wird, welche, die noch schwächer sind als genau, ich. Und ja. relativ gesehen ja. stärke ich mich damit. Genau, das ist halt diese politische Wirkmächtigkeit. Mhm. Die ist eigentlich, die wird als, ähm, die, das wird so gefühlt, als wäre das eingeschränkt. Und dieses Gefühl ist, ähm, stimmt ja auch. Wir haben in Deutschland, es gibt eine Studie mhm. von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das war eine Studie zur. Ähm, Responsibilität der Politik. Ne? Das mhm. heißt, auf, übersetzt: ähm, Wie reagiert die Politik auf die Interessen der Reichen und wie reagiert sie auf die Interessen der Armen? Das wurde abgeschaut aus den Vereinigten Staaten. Da wurde nämlich immer festgestellt, dass die Politik gemacht wurde für die Reichen, für die Interessen der Reichen. Oh. Das wurde dann in Deutschland auch gemacht. Und dann Alis, ne? mit oh. ähm, Arbeit und Soziales gibt es auch im Internet. Kann man äh, schwer finden, weil es ist nicht ein bisschen versteckt mhm. und da wurde festgestellt es ist nicht so wie in den Vereinigten Staaten was halt auch so ist ist wenn wenn reiche Interesse haben wird das Interesse umgesetzt bei den Armen ist es aber nicht so wenn die Interessen wenn die Armen Interesse haben dass es nicht umgesetzt wird sondern es wird das Gegenteil umgesetzt ja, wir erleben das, ähm, das ist noch mal schlimmer wir, wir erleben das im Moment vielleicht auch gerade ähm, wobei arm und reich dann immer relativ ist ähm, wir haben jetzt gerade äh, erlebt, dass bei der Förderung, auch finanziellen Förderung von Industrieprojekten, äh, auch im Zugang, sozusagen Zukunftsbereich, mhm. auf der einen Seite äh, sehr große US-Firmen wie Intel oder Northvolt mit Milliardenbeträgen gefördert wurden und werden, mhm. trotz äh, der Einsparnotwendigkeit. Während jetzt gerade bekannt äh, wurde, dass... Ähm, ein Förderprogramme des äh, Forschungsministeriums, ähm, was, die nur einen Bruchteil, immer noch mit Millionen hm. im dreistelligen bereich aber nur Bruchteile der Milliarden sind, die werden gestrichen. Ja. Ja, und da sagen dann Wissenschaftler, also die nicht zu den Armen gehören <laughs> in diesem Land, die sagen aber, hey, wenn ihr das streicht, dann streicht ihr damit die Zukunftschancen einer Anwendung zum Beispiel von Batterietechnologie. Hm. Ja. Ist das äh, auf ökonomisch-finanzieller Basis auch so ein Ausdruck von die, die Reichen bleiben ungeschoren, werden gefördert hm. und die relativ gesehen nicht so Reichen müssen es ausbaden? Ja, die Konsequenz ist ja da nochmal wichtig, dass dann eben die Ärmeren sagen, ja okay, dann gehe ich nicht mehr zur Wahl. Hm. Ja, vor allen Dingen dann, wenn, wie es in Deutschland festgestellt wurde, wenn ärmere Interessen äußern, dann äh, wird das Gegenteil umgesetzt. Dann ist es ja sogar klug gar nichts zu sagen. Ne? Mhm. Weil wenn das Gegenteil umgesetzt wird von dem, was ich eigentlich will, dann sage ich das halt gar nicht. lieber die Schnauze, ja. ja. und das ist dann, das ist eine Studie, ich glaube von der mhm. Uni Osnabrück, im Auftrag der Bundesregierung und die, ist, die Studie ist natürlich versteckt worden. Ne? Die gibt es im Internet, aber die findet man nicht so schnell. Mhm. Was sagst du zu dem Vorwurf, die Grünen würden mit äh, der ökologischen Transformationspolitik eigentlich die AfD stärken? Weil... Eben das knüpft an das an, was wir gerade besprochen haben, ja. weil ein Stück weit mindestens bei der derzeitigen Lastenverteilung ähm, es bei den nicht so finanzstarken landet. Ja, genau. Ich, ich spreche da halt von dem, ich habe da den Begriff Klimaklassismus. Ja. Damit meine ich, ähm, der, dass ja auf drei Ebenen stattfindet: die Klimapolitik, also die. Äh, die Schädlich, also die Klimakatastrophe wird hauptsächlich von den Reichen und von Unternehmern äh, verursacht. Das mhm. ist Punkt eins. Punkt zwei ist, die Leidtragenden von der Klimakatastrophe sind vor allen Dingen die Ärmeren im globalen Süden, aber auch in Deutschland. Und äh, die Maßnahmen, die ergriffen werden, die werden so ergriffen, dass Ärmere mehr darunter leiden unter diesen Maßnahmen als Reichere. Ne? Mhm. Und dieser dritte Punkt, ähm, das ist genau das, was da gerade äh, gesagt wurde. Der Transformationsprozess der Grünen geht zu Lasten der Ärmeren. So. Aber das ist ja, man muss ja jetzt die Ampel sehen. Das mhm. ist ja die Ampel und das waren ja dann vor allem die FDP, die dann halt äh, diese gegen äh, diese Ausgleichsmöglichkeiten mhm. da ausgebremst hat. Ne? Und ähm, mhm. ja, von wir daher ist jetzt gerade in dieser wie ich finde, sehr fatalen und hochsymbolischen ja. Debatte ums Klimageld. Ja, genau. Und das, da habe ich, kann ich persönlich auch Leute, die sagen, ja, die Grünen sind nicht mehr wählbar. Mhm. Aber die sehen ja nur, dass die Grünen gefordert Nein. haben, hier, da muss was passieren, da muss eine Änderung stattfinden. Die sehen aber nicht, dass die FDP den Ausgleich quasi dann mhm. gebremst hat. Wie hat Ausgleich... Habeck das äh, gesagt ja. bei dieser Fraktionsklausur der Grünen? Mhm. Ähm, gesagt, ja, das geht aber nicht, dass in einer Fortschrittskoalition eine Fraktion oder eine Partei für einen Fortschritt zuständig ist, sind die beiden anderen ja. für die Verhinderung von ja. von Fortschritt. Das ist ein, war eine frustrierte Zuspitzung, hm. aber ist vielleicht nicht ganz falsch. Ne? Hm. Um, gibt es aktuell? Oh, wir, du hast nicht mehr viel Zeit. Das ist okay. ja ein, ein paar, paar kurze, schnell noch. Ja. Gibt es aktuell hilfreiche Angebote für Argumentationstraining gegen rechte Parolen? Ja, es gibt halt die Stammtischkämpferin, mhm. die kann man anschreiben, kann man googeln und die, ähm, mit denen kann man dann Trainings machen. Ja. Ähm, kann man aus soziologischer Sicht erklären, warum AfD und BSW, also Wagenknechtpartei, ähm, dieselbe Zielgruppe ansprechen, aber gleichzeitig angeblich unterschiedliche Ziele verfolgen? Warum funktioniert das? die sprechen halt denke ich vor allen dingen ärmere an mhm. so und dort ähm, auch ressentiments so zum teil von gegenüber ausländer ausländerinnen mhm. ähm, aber äh, was halt so wirtschaftskonzepte angeht ähm, gibt es da größere unterschiede ja. mhm. und, und die AfD ist meiner Meinung nach noch 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 mal deutlich rassistischer als die bsw also das ist äh, aber die Zielgruppenansprache ist eine ähnliche, ne? Dieses, Ja, ist eine ähnliche und allerdings hat sich jetzt gezeigt bei den Umfragen, dass ähm, nicht die AfD die meisten Stimmen verlieren wird äh, an die BSW, sondern auch sehr stark eben die Linkspartei. Mhm. Und, äh, ja, wundert mich ja. eigentlich nicht unbedingt. Ja. Aber gut, ähm, hier eine vielleicht sarkastisch zu verstehende Frage. Warst du auch so überrascht wie Alice Weidel, dass es in der AfD Rechtsextreme gibt? Nein. Sie hat ja ihren Referenten entlassen, weil der ja. an diesem unheimlichen äh, Nicht-Geheimtreffen mhm. teilgenommen hat. Ja, nein. Ja, gut. Also, ähm, wie, genau, wie genau weiß die. Weiß die AfD-Führung eigentlich, was, wie die dunklen Ecken ihres Imperiums aussehen? Das weiß die. Das, weiß, das ja. wissen die. Und es gab von Frauke Petry, gab es ja damals ein Parteiausschussverfahren mit, mit einer Studie, die im Auftrag der Führung der AfD gemacht wurde, wo herausgearbeitet wurde, dass Höcke extrem rechts ist und von daher wissen die das, klar. Sie können nicht sagen, das haben wir aber weder gewusst nein, noch nein, gewollt. Nein, 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 nein. Hm. Gibt es umfassende Untersuchungen äh, zu den Social Media Strategien der rechtsradikalen Szene? Ähm, wie stark stimmen sich AfD und andere rechte Akteure ab? Weißt du das? Das geht ja. Ähm, Sie sind sehr aktiv. Ja, also es geht ja Hand in Hand. Es ist mhm. ja identisch, großteils. Übrigens auch gerade bei der Frage auch nochmal mit Weidel ja. und Parteiführung. Wissen die, wie rechtsextrem die sind? Also, zum Teil sind es in, sind sie selber auch ne, in der Führung der AfD. Ja, auch da ist es halt, ähm, Weidel ist auch bei Schnellroda aufgetreten mhm. und so weiter. Ähm, welche Gefahren oder welche Gefahr besteht, wenn die AfD in den Ostländern die Minister stellen? Ja, es wird ja gerade schon angesprochen, dass, ja. dass schon alleine ähm, das ausreicht, wenn die halt ne, ähm, die stärkste Kraft sind, dass sie den Landespräsidenten stellen können mit sehr viel Macht. Ähm, das ist jetzt zeitlich ein bisschen eng. <laughs> ne, sie ähm, haben nicht so viel Macht, als wenn sie halt auf Bundesebene mhm. entscheiden könnten. Also, die können jetzt nicht alles machen, aber ähm, Sie können gerade auch in der politischen Arbeit ganz viel zerstören. Sie können ja, vor allen Dingen viel ja. kaputt machen. Ja, auf, äh, progressive Entwicklung können die unterbinden. Mhm. Und, ähm, ja. Wie stark ist die internationale Rechte in Europa im Vergleich zum Beispiel zur Situation vor fünf Jahren? Ja, stärker sehr viel stärker, sehr viel deutlich stärker. Also auch, egal ob das jetzt Niederlande ist oder Italien mhm. oder... Ähm, Aus den gleichen ja. oder anderen Gründen wie in Deutschland? Ja, doch, das sind ähnliche Gründe, glaube ich. Das ist, es gibt auch gegenläufige Tendenzen, also Polen zum Beispiel wäre ein mhm. gegenläufiges. Ja, da, ähm, da hat, also Polen hat mich auch überrascht. Da sind die, ich denke, das hängt zusammen mit den Frauen in Schwarz, die da auf die Straße gegangen sind. Da, da hat sich gezeigt, dass eben auch ähm, die Tendenz auch in eine andere Richtung gehen kann. Mhm. Ne? Man kann auch eine rechte Partei da wieder abwählen. Ne? Wobei die PiS-Partei auch nicht gleichzusetzen ist mit jetzt der AfD. Die PiS-Partei hat sich, ähm, war eher so rechtskatholisch. Mhm. Ne? Ähm, während die AfD meiner Meinung nach eben faschistisch ist. Das, ich glaube, eine faschistische Partei wird sich nicht. Also wenn die an die Macht sind, wird es, glaube ich, sehr schwierig, die wieder auf legalen Wege wegzukommen, weil die da entsprechend halt äh, den Staat sehr schnell umbauen werden. Die drei letzten Fragen. Erstens, eine internationale: Stimmt es, ähm, dass der Turn- und Taxis-Familie ein Drittel der Waldfläche Brasiliens gehört? Und falls ja, äh, wie zur Hölle kam es dazu? Das weiß ich nicht, aber das würde mich, äh, mich wundern, weil. Also, ich hab's Brasilien auch in der, in der Dimension nie gehört. Ja, Brasilien okay. hat ja, ist ja ein, eines der größten Länder überhaupt ja. mit einer Riesenwaldfläche. Waldfläche und das wäre ziemlich krass, <laughs> wenn das stimmen würde. Habe ich bisher nicht gehört. Ich weiß, dass sie der größte Privatwaldbesitzer sind in Deutschland. In Deutschland, ja, ja. Genau. Ja. Müsste ich mal googeln, aber das. Mhm. War ah, ja. Das können auch andere Menschen <laughs> ja. mit der Suchmaschine ja. eurer Wahl. Ja. Ähm, die beiden letzten sind ähm, persönliche. Ähm, wie kommst du zu deinen Informationen? Wie und wo findest du neue Verbindungen, vor allem innerhalb sozusagen der rechten Struktur? Ja, ich ähm, damals, als es anfing, habe ich halt sehr viel ähm, Suchmaschinen benutzt. Mhm. So, ich habe äh, äh, jeden Tag geguckt, ähm, bin dann aufmerksam geworden. habe auch ein geschichtliches Wissen. Also das heißt, ich Sachen fallen mir auch auf, weil ich. Man ich weiß, weiß, man, 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 erkennt Muster ja, und genau, kann, kann einordnen, und, und inzwischen gibt es sehr viele Vernetzungen auch mit anderen, mhm. die auf allen möglichen Ebenen bin ich da vernetzt. Äh, das heißt, ich bin nicht ein Einzelkämpfer oder so, sondern es mhm. ist äh, Einzelkämpfer. Das, es sind ganz viele verschiedene Menschen, die da zusammenarbeiten, die sich gegenseitig Sachen hin und her schieben. Korrektiv äh, hat, die haben ja offengelegt, wie sie zu ihren Informationen über das Potsdamer Treffen gekommen sind. Da haben die geschrieben, oh. wir haben ja die Dokumente, die Einladungen und so auch deswegen äh, erhalten oder von Menschen erhalten, mit denen wir innerhalb der AfD, also des AfD-Systems, ähm, zu äh, zum Teil seit Jahren ähm, persönliche F äh, wenn man so viele Vertrauensverhältnisse aufgebaut haben, hm. hast du sowas auch? Nein. Nein. Nee, nee, es, gibt, äh, es gab eins. Hin und wieder gab es äh, mal Leute. In der Anfangsphase war das aber eher, die das unglücklich fanden, wie die AfD mit mir umgegangen mhm. ist. Ne, die dann es auch gar nicht verkehrt fanden, was ich da so gesagt habe. Die dann auch in Opposition gegangen sind zur AfD. Ne, mit denen hatte ich dann ähm, vielleicht Vertrauensverhältnisse auch übertrieben, aber die sind dann auch später ausgetreten aus der AfD. Also, was gab es vielleicht mal, aber ähm, ich bin da sehr distanziert eigentlich. Mhm. Ähm. Hm. Bekommst, du, <laughs> sorry, bekommst du Einladungen von Talkshows und Medien? Beziehungsweise bekommst du für deine Begriffe genügend solche Einladungen? Ja, hier jung und naiv ist ja ganz ja, toll. Ne? Aber ähm, sicher. Ja. Was, mhm. ähm, Markus ja Lanz auch, hat sich noch nicht gemeldet nein, bei dir? Nein, das wäre auch gar nicht mein Medium. Also, ich will gar nicht ja. ins Fernsehen. Mhm. Ne? Das, das wäre wär, auch gar nicht mein. Das wäre auch wieder so eine Talkshow, mhm. wo man kurz. Also, hier habe ich ja wirklich Zeit, mich aus, auszubreiten. So. Und da geht es ja dann mit mehreren Gästen und dann nur kurz hin und her. Und das ist, mhm. glaube ich, gar nicht mein Medium. Da bin ich mehr Soziologe und ich bin auch kein Politiker. Das du bist ja aber auch ein politischer Bürger. Hm. Ihr hattet vorhin darüber gesprochen, dass 1,2 Millionen, inzwischen glaube ich, sind es 1,4 Millionen, unterschrieben haben, die Petition hm. <köhnt> äh, Grundrechte äh, zu entziehen. Für Höcke gehörst du zu diesen 1,4 Millionen? Was ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das unterschrieben habe. Oh, oh das wär's. Also das ist bei mir wirklich stimmungsabhängig. Ne? Ich Aha. denke, ähm, ich habe manchmal wirklich Wut. Dann kann es sein, dass ich das dann unterschreibe. So, mhm. Oder auch Verzweiflung. Das ist, glaube ich, auch eher so eine Art, wie kann man den noch stoppen? Mhm. Was, ist, was kann man da machen? Dann habe ich wieder Bedenken und denke, ähm, ja. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen dem wirklich äh, zivilgesellschaftlich stellen. Wir müssen einfach mit Riesendemonstrationen das unmöglich machen. So. Und ähm, das ist bei mir stimmungsabhängig. Ich es ehrlich gesagt nicht, müsste ich nachgucken, <laughs> weil ich da schon unterschrieben habe. Und ich unterschreibe auch nicht gerne. Ich mache es nicht gerne, so Petitionen. Das Lass es uns wissen, wenn du es recherchiert hast. <lacht> okay. <lacht> Andreas, danke schön. Danke für deine Zeit, deine Expertise. Ja, da gab es Fragen von Menschen, die sagen: Wieso ist denn das eine AfD-Experte? Wie wird man das? Mhm. Man wird es durch intensives Studium, durch wissenschaftliche Beschäftigung, durch Nachdenken und Lesen über längere Zeiträume. Ne? Ja, genau. Danke dafür, dass du uns da hast teilnehmen und teilhaben lassen. Danke für eure Fragen, eure äh, Unterstützung, auch für die Auseinandersetzung mit so einigen äh, Pöbeltrollen. Ähm, das tut. Auch immer ganz gut zu lesen, dass man da nicht alleine derjenige ist, der sagt, nur aber raus. Und danke für eure materielle Unterstützung, ohne die ihr wisst es, es dieses Format gar nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.